In den USA hat der Kampf um die Präsidentschaft nun offiziell begonnen. Heute stimmt Iowa als erster Bundesstaat darüber ab, wer für die Republikaner ins Rennen gehen soll. Wir schalten zu Thomas Langpaul nach Iowa. Heute findet die erste Gläubigerversammlung der Signatöchter Prime und Development statt. Ob die benötigten 350 Millionen Euro nachgeschossen werden können, ist weiterhin unklar. Wir analysieren das Treffen mit Fritz Dietelbacher. Wer geht für ÖVP, Neos und Grüne als Spitzenkandidat für die EU-Wahl ins Rennen? Das ist bis jetzt unklar. Der Bundesvorstand der ÖVP berät heute über die ÖVP-Liste. Frederik von Dänemark sitzt seit gestern auf dem dänischen Thron. Wir werfen mit Lisbeth Bischoff noch einmal einen Blick auf die Höhepunkte der Feierlichkeiten. Guten Morgen und herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell zu Beginn der neuen Woche. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich, Sie wieder hier zu begrüßen und Sie gemeinsam mit meinem Team mit den wichtigsten Nachrichten zu versorgen. Mit uns kommen Sie auch heute wieder bestens informiert durch den Vormittag. Heute ist ein entscheidender Tag für den schwer angeschlagenen Signa-Konzern von Rene Benko. Am Wiener Handelsgericht finden heute die Gläubigerversammlungen der Tochterfirmen Signa Prime und Signa Development statt. Es geht um die Frage, ob die Geldgeber bereit sind, weitere Millionen zuzuschießen, berichtet Julian Paschinger. 350 Millionen Euro braucht die Signa, um Notverkäufe von Immobilien zu verhindern, teilte der Konzern seinen Gläubigern zuletzt mit. Heute treffen sie am Wiener Handelsgericht zusammen. Dabei könnte jederzeit auch die Notbremse gezogen werden, sagt die Gläubigervertreterin. Wenn die bestellten Sanierungsverwalter, egal zu welchem Zeitpunkt, zu der Erkenntnis gelangen, dass die weitere Fortführung nicht mehr funktioniert, weil nicht genügend Liquidität vorhanden ist, dann können sie jederzeit entweder den Entzug der Eigenverwaltung oder die sofortige Schließung beantragen. Aber ob die 350 Millionen heute schon da liegen werden, bin ich selbst gespannt. Spannend ist auch die Frage, ob der Signa-Aufsichtsrat tatsächlich immer korrekt gehandelt hat, wie zuletzt von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer betont, etwa bei der Bewertung von Immobilien. Wir werden irgendwie feststellen müssen, ob die angebotene 30-prozentige Quote tatsächlich echt und realistisch ist, und dazu werden wir uns mit den Assets und damit sozusagen mit den Werthaltigkeiten in den Liegenschaften auseinandersetzen müssen. Und daraus wird sich dann ergeben, ob sich ein Vorwurf an den Aufsichtsrat haltet oder eben nicht. Die Gläubigerversammlungen finden am Nachmittag statt. Und bei mir im ORF 3 aktuell Studio begrüße ich jetzt Politikkenner Fritz Dietelbacher. Du wirst uns heute mit deinen Analysen durch den Vormittag und frühen Nachmittag begleiten. Gerne. Ja, wieder mal ist heute ein wichtiger Tag für Signa. Am Wiener Handelsgericht kommen die Gläubiger von Signa Prime und Signa Development zusammen. Beide zahlungsunfähig, beide im Besitz von sehr wertvollen Immobilien des Konzerns. Sie brauchen 350 Millionen Euro, wirklich bis heute? Das sagt der Sanierungsvorstand, der bei Signa eingesetzt worden ist. Gerhard Krosnick, ein sehr bekannter österreichischer Firmensanierer, der hat da wirklich viel Erfahrung. Der hat gesagt, es braucht die 350 Millionen gleich. Gleich heißt heute eben, weil heute die Gläubigerversammlung ist. Wie es wirklich ausschaut mit den Geldern in den Kassen von Signa, das ist immer noch ein bisschen ein Geheimnis. Man merkt nur, es geht sehr eng zu. Letzte Woche bekannt geworden sind Versteigerungen von Bürogegenständen. Der Klobesen von Signa hat es auf das Titelblatt vom Profil geschafft. Also wenn man mal so weit geht in Sachen, wo kriege ich noch ein paar Euro, vielleicht ein paar Cent herein, dann ist es wirklich sehr, sehr knapp mit den Finanzen und auch mit den Fristen. Alfred Gusenbauer war ja der Vorsitzende der Aufsichtsräte von beiden Gesellschaften, eben von Signa Prime und Signa Development. Und er hat gesagt, so wichtig ist das heute gar nicht. Es ist nicht der D-Day. Entscheidet sich dann also heute wirklich Wesentliches oder doch nicht? Also ich, bei aller Wertschätzung für Alfred Gusenbauer, der immer mal Bundeskanzler dieser Republik war, da würde ich nicht jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage legen, schon gar nicht auf die Diamantenwaage. Es ist ein D-Day, weil entscheidend ist, ob Gläubiger noch zuwarten oder nicht. Und das können Sie heute sagen. Wenn Sie nicht mehr zuwarten, dann haben wir keinen Ausgleich, also eine Insolvenz, wo es dann irgendwie weitergeht, wo man einen bestimmten Prozentsatz, 30% zahlt, das heißt immer noch 70% sind verloren, sondern hat man einen Konkurs. Und beim Konkurs heißt, es ist noch einmal deutlich mehr verloren, denn dann gibt es Notverkäufe und nicht nur bei Globesen, sondern auch bei den
Luxusimmobilien der Signa Prime. Das ist etwas, wo, glaube ich, schon der Hut brennt und wo man nicht sagen kann, na, eigentlich der Tag heute macht nichts, die Tagsatzung heute macht nichts. Die große Frage ist natürlich, wer sollte denn jetzt so viel Geld, 350 Millionen, in diese Firmen hineinstecken? Es gibt große Investoren von René Benko. Er selber wird es möglicherweise nicht haben, vielleicht auch doch. Über die privaten Vermögen von René Benko weiß man wenig Bescheid. Man hat in den letzten Wochen und Monaten nur gesehen, was da alles verschachtelt worden ist und was da alles sozusagen an Privatnutzung dann auch bei Firmenanteilen herausgekommen ist. Aber es gibt große Investoren, es gibt reiche Leute einfach, die in René Benko geglaubt haben, die ihm Geld gegeben haben. Einer davon, den kennen wir gut, Hans-Peter Haselsteiner, der Strabag-Chef und Eigentümer, der hat sich zuletzt dafür ausgesprochen, dass man doch noch einmal Geld in die Hand nimmt. Er hält immerhin rund 15%, nach dem, was man weiß, an den zentralen Signa-Gesellschaften. Er allein wird es aber nicht stemmen und auch nicht stemmen wollen. Also da gibt es dann den Eigentümer von Fressnapf, da gibt es andere reiche Menschen, die dann wirklich noch einmal Geld in die Hand nehmen müssten, in der Hoffnung, dass sie nicht alles verlieren, aber in der Gefahr, dass sie möglicherweise das frische Geld, das sie in die Hand nehmen, sozusagen auch dem schlechten Geld bisher nachschmeißen und dass das auch weg ist. Wenn das allerdings nicht klappt, du hast es schon angesprochen, dann wartet ein Konkurs. Das würde dann natürlich in der Folge auch bedeuten, dass die Immobilien sehr stark an Wert verlieren. Was würde denn das dann für alles andere bedeuten? Na, das würde einmal heißen, also eine Immobilie, die nicht weiterentwickelt wird, ist einmal eine Bauruine. Und Bauruinen haben einen überschaubaren Wert. Es gibt die Hoffnung, nachdem Signa ja nicht immer nur allein agiert, sondern indem es in verschiedenen Bereichen auch Partner gibt, etwa beim Wiener Lamar Kaufhaus in der Marie-Hilfer-Straße, da gibt es eine thailändische Gruppe, die zu 50% beteiligt ist und die müssen auch Interesse daran haben, dass das nicht als Bauruine dort stehen bleibt am Anfang der Marie-Hilfer-Straße, sondern dass das ein Kaufhaus wird, im Idealfall bis 2025, 2026. Die haben Geld, die könnten das übernehmen, die könnten da rein investieren und könnten fertig bauen. Ähnliches gilt für den Elbtower in Hamburg, ein weiteres Prestigeprojekt der Signa-Gruppe. Da ist schon einer der Signa-Miteigentümer, der Herr Kühne aus Hamburg, von der Stadt gefragt worden, ob es nicht der übernehmen könnte. Auch der ist im Logistikunternehmen reich geworden. Auch der hätte ausreichend Geld, um zum Beispiel den Elbtower fertig zu bauen. Aber wie gesagt, es besteht schon auch noch die Möglichkeit, dass sich rund um Hans-Peter Haselsteiner die bisherigen Miteigentümer von Signa noch einmal zusammenraufen und sagen, okay, 350 Millionen nehmen wir noch in die Hand und schauen, dass wir diese Gesellschaft irgendwie erretten als Ganzes. Da geht es jetzt einmal eben um diese beiden Signa-Töchter, Signa Prime und Signa Development. Insgesamt gibt es ja 100 Einzelgesellschaften, aus denen dieser große Konzern besteht. Was ist denn da noch zu erwarten? Das ist ein großes Geheimnis und ein schwarzes Loch sozusagen, das weiß man nicht. Ich habe schon Zahlen gehört, dass es nicht nur Hunderte, sondern mehr als 1000 Gesellschaften gibt. Im Prinzip jede einzelne Baustelle sozusagen ist, wenn man das so richtig sieht, in irgendeine eigene GmbH gegründet worden, die zusammenhängen und man weiß nicht ganz genau, wie. Man weiß es auch deswegen nicht, weil dann zum Teil keine Geschäftsberichte gelegt worden sind, was in Österreich mit der vergleichsweise lächerlichen Strafe von 700 Euro aufwärts im Jahr geahndet wird. Und das ist dort sozusagen schon automatisch in der Portokasse drinnen gewesen. Ist ausgenutzt worden und da denkt man im Übrigen über wirkliche Änderungen nach, auch in Österreich. Das ist einmal eine der Lehren daraus. Aber was dann wirklich draus wird, es hat den Eindruck eines Kartenhauses gehabt, aber man kann Kartenhäuser auch wieder neu aufbauen. Hoffentlich nicht als Kartenhaus, sondern ein bisschen stabiler. Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank für diese erste Analyse, Fritz Dietelbacher. Gerne. Ab heute verlieren E-Cards ohne Fotos ihre Gültigkeit. Seit 2020 werden die Bilder der Versicherten auf die Karte gedruckt. Anlass für die Änderungen war die mögliche missbräuchliche Verwendung bei Arztbesuchen. Aber es soll noch immer 84.000 Menschen geben, von denen die Sozialversicherung kein Foto hat.
Die Personen nun ohne gültige E-Card sind hauptsächlich Saisonarbeiter und Pflegekräfte aus dem Ausland, denen ein Sozialversicherungsanspruch in Österreich zusteht. Bei dieser Versicherungsgruppe ist die Umstellung nicht automatisch vonstatten gegangen. Sie hätten ein Passfoto in einer Registrierstelle bei der Fremdenpolizei abgeben müssen. Anders beim überwiegenden Teil der österreichischen Staatsbürger. Hier wurde das digital hinterlegte Foto aus dem Reisepass, Personalausweis oder Scheckkartenführerschein herangezogen. Die Sperre der E-Cards ohne Foto erfolgt per 15. Jänner automatisch. Man hat aber Leistungsanspruch beim Arzt. Das heißt, der Arzt erbringt die Leistung. Nur bitte in der Apotheke dann entweder das E-Rezept als Papierrezept mitbringen oder den 12-stelligen Code. Der auf dem Rezept zu finden ist. Unter 14-Jährige und über 70-Jährige sind von der Umstellung ausgenommen. Auch für Menschen ab der Pflegestufe 4 bleibt die E-Card ohne Foto weiterhin gültig. Und wir schauen jetzt in die USA, wo ein politisch spannendes Rennen losgeht. Im Bundesstaat Iowa beginnen bei eisigen Temperaturen heute die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner. Um die Stimmen kämpfen Donald Trump, Nikki Haley und Ron DeSantis. Ex-Präsident Donald Trump ist laut den Umfragen der klare Favorit für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat im Rennen gegen den Demokraten Joe Biden. Trumps stärkste internen Konkurrenten sind Nikki Haley, die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sowie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Ex-Präsident Donald Trump ist also laut den Umfragen der klare Favorit für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat im Rennen gegen Demokrat Joe Biden. Trumps stärkste internen Konkurrenten sind, wie gesagt, Nikki Haley und Ron DeSantis. Und warm anziehen müssen sich derzeit alle in Iowa, auch unser Korrespondent Christoph Kohl, der die Ausgangslage analysiert. Die Kandidaten kämpfen in Iowa wirklich bis zur letzten Sekunde um jede Stimme, wie hier zum Beispiel Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Er muss bei der Vorwahl heute gut abschneiden, denn ansonsten ist er in weiterer Folge so gut wie chancenlos. Dasselbe gilt für Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley. Denn Donald Trump hat einen riesigen Vorsprung. Er könnte bis zu 50% der Stimmen bekommen. Die große Frage ist, wie viele Republikanerinnen und Republikaner trotz der arktischen Verhältnisse tatsächlich zur Wahl gehen. In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind bei Starkregen und Überschwemmungen mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. In Rio hat es in nur 24 Stunden so viel geregnet wie sonst im ganzen Jänner. Betroffen ist vor allem der dicht besiedelte Norden von Rio. Der Bürgermeister hat den Notstand ausgerufen. Wegen der überfluteten Straßen haben die städtischen Busse den Betrieb eingestellt. Mehrere U-Bahn-Stationen sind geschlossen worden. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Aber laut Angaben der Behörden besteht jetzt hohe Erdrutschgefahr. Die Hagia Sophia, sie ist eine der Touristenmagneten Istanbuls. Besucher konnten die einst byzantinische Kirche jahrzehntelang als Museum besuchen. Präsident Erdogan lässt sie im Jahr 2020 wieder zur Moschee umwandeln. Seitdem war der Eintritt frei. Aber ab heute soll sich das wieder ändern. Wer nicht zum Gebet in die Hagia Sophia kommt, muss einen stolzen Eintrittspreis bezahlen, berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wagner. Die Hagia Sophia. Stolz thront sie im historischen Stadtteil der Millionenmetropole Istanbul. 500 nach Christus als byzantinische Kirche errichtet, zieht sie bis heute Touristen aus der ganzen Welt an. Hier kommen alle Kulturen zusammen. Wenn Istanbul durch einen Bau repräsentiert werden müsste, wäre es die Hagia Sophia. Jahrzehntelang war die Hagia Sophia ein kostenpflichtiges Museum. 2020 ließ der türkische Präsident Erdogan sie wieder zur Moschee umwandeln. Seitdem war der Besuch gratis. Doch wer nicht zum Beten kommt, soll ab jetzt 25 Euro Eintritt zahlen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich eine gute Idee, aber viele Menschen haben sich daran gewöhnt, dass sie als Moschee von allen gratis besichtigt werden kann. Auch unterschiedliche Eingänge gibt es in Zukunft für Gläubige und Touristen, um Betende nicht zu stören.
William Lai von der Fortschrittspartei hat die Präsidentschaftswahlen in Taiwan gewonnen. Er ist jener Mann, den China am liebsten verhindert hätte. Und diese Wahl wird für neue Spannungen sorgen zwischen China und Taiwan. Denn Peking sieht die Insel als abtrünnige Provinz. In der Meerenge zum Festland demonstriert Peking fast täglich seine militärische Macht und lässt auch nach der Wahl ausrichten, dass die Wiedervereinigung unausweichlich sei. Es herrscht Jubel bei den Anhängerinnen und Anhängern von William Lai und der Demokratischen Fortschrittspartei. Sie wissen, bei diesen Wahlen stand viel auf dem Spiel. Die Spannungen mit China haben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Die Sorge wächst, Peking könnte eine Vereinigung notfalls auch mit Gewalt durchsetzen. Die Botschaft der Unterstützer des neuen Präsidenten ist klar. Wir lieben die Freiheit. Wir lieben die Demokratie und wir wählen unseren eigenen Präsidenten. Ähnliche Töne kommen auch von William Lai selbst. Die taiwanesische Bevölkerung habe sich erfolgreich gegen die Einmischung externer Kräfte gewehrt. Taiwan wählt seinen eigenen Weg, das sieht man auch an den Regenbogenfahnen in der Menge. Als erstes Land in Asien hat man die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare legalisiert. Ganz ungetrübt ist die Freude bei den Wahlsiegern nicht, denn bei den Parlamentswahlen hat die Fortschrittspartei die absolute Mehrheit verloren und ist nun auf die Zusammenarbeit mit anderen, teils China-freundlichen Parteien angewiesen. China sieht durch das Wahlergebnis keinen Grund, seinen Kurs in den Beziehungen zum Nachbarland zu ändern, das es als unabhängigen Staat ohnehin nicht anerkennt. Eine Wiedervereinigung, so heißt es aus Peking, sei unausweichlich. Und im ORF3-Aktuell-Studio begrüße ich jetzt dazu via Zoom Sinologin Professor Susanne Weigelin-Schwirzig. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Professor Weigelin-Schwirzig, der Regierungskandidat und bisherige Vizepräsident Lai hat mit mehr als 40% einen überraschend klaren Wahlsieg erzielt. Wie beurteilen Sie denn den Ausgang dieser Wahl? Ja, ich glaube, man kann den taiwanesischen Wählern gratulieren, dass sie zwar eine sehr komplizierte Lage geschaffen haben, aber gleichzeitig auch sehr klug gewählt haben. Sie haben einen Präsident an der Spitze ihres Landes, der nicht ganz so radikal vorgehen wird können, wie er das vielleicht in den vergangenen Jahren manchmal sich gewünscht hätte, weil er jetzt eigentlich an der langen Leine seiner beiden Oppositionsparteien regieren muss. China hat allerdings erneut betont, dass es Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet und im Vorfeld diese Wahl zu einer Wahl zwischen Krieg und Frieden erklärt. Nun gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass die Reaktion Chinas heftig wird. Welche Reaktionen wird es denn Ihrer Ansicht nach geben? Also ich gehöre nicht zu den Expertinnen, die jetzt sehr starke Verschärfungen der Situation vorhersagen. Ich merke, dass die chinesische Seite im Augenblick etwas sprachlos ist. Das kann einen nicht beruhigen, insofern man sagen kann, okay, es fällt ihr eigentlich nichts ein, dann wird sie auch nicht ganz was Schlimmes machen. Aber man merkt schon, dass die innere Verfassung der Führungselite in der Volksrepublik China im Augenblick kämpft um den richtigen Kurs und dass Herr Xi Jinping nicht so ohne weiteres eventuelle verschärfende Maßnahmen durchsetzen kann. Ich gehe davon aus, dass man also jetzt erst einmal ein bisschen beobachtet, wie der neue Präsident, Herr Lai Ching-te, sich positioniert und dann einzelne Maßnahmen, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, ergreifen wird. Ich glaube, dass sich die Spannungen zwischen der Volksrepublik China und den USA, die sich bisher sehr stark auf das Gebiet Taiwan konzentriert haben, in den nächsten Wochen auf den Bereich des Südchinesischen Meers verlagern werden. Gehen Sie von weiteren militärischen Drohmanövern von China aus? Ja, ganz bestimmt. Also das hat man ja jetzt schon als neue Normalität eingeführt in der Region. Und China möchte seinen Standpunkt, die Wiedervereinigung ist unausweichlich, quasi tagtäglich immer wieder den Taiwanesen mitteilen. Aber ich gehe davon aus, dass im Augenblick weitere Maßnahmen im Sinne eines militärischen Angriffes von Seiten der Volksrepublik China nicht geplant sind. Wer mit Taiwan diplomatischen Kontakt aufnimmt, muss mit einer chinesischen Gegenreaktion rechnen, hat es auch geheißen. Wird das jetzt Ihrer Ansicht nach dieser Wahl auch verschärft?
Ich glaube, dass diese Aussage sich vor allen Dingen gegen die USA richten, die ja bereits eine Delegation von Experten nach Taiwan geschickt haben. Man hat auch gesehen, dass ganz selten das chinesische Außenministerium zu irgendwelchen Taiwan betreffenden Fragen Stellung nimmt. Das chinesische Außenministerium hat gestern sofort zu dieser Tatsache Stellung bezogen und dabei etwas unterstrichen, was sehr, sehr interessant ist, nämlich immer wieder gesagt, dass diese Problematik mit Taiwan ein rein innenpolitisches Problem sei und dass keine dritte Macht das Recht hätte, sich in die Lösung dieses Problems in irgendeiner Form einzumischen. Und ich denke, dass deshalb das jetzt noch mal unterstrichen wird. Man merkt, dass sehr viel mehr internationale Aufmerksamkeit für Taiwan da ist. Und man möchte das zurückdrängen. Man möchte sagen, das ist unsere Angelegenheit. Haltet euch dabei heraus. US-Präsident Joe Biden hat auch gesagt, wir unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht. Allerdings sind natürlich die Vereinigten Staaten die größten und wichtigsten Unterstützer Taiwans. Welche Rolle spielen sie denn jetzt und in Zukunft in diesem Konflikt? Ja, man sieht sehr deutlich, dass Herr Biden in dieser Situation, wo die USA weltweit sehr engagiert sind, vermeiden wollte, dass sich ein weiterer Konfliktherd in Ostasien aufbaut, der womöglich die USA noch mehr fordern würde als die Konfliktherde, die wir bereits jetzt haben. Und deshalb hat er das gesagt. Ich gehe davon aus, dass das eine Abmachung ist, die während des Besuches von Herrn Xi Jinping in San Francisco in dem Gespräch mit Joe Biden, was damals stattfand, dass das abgemacht war, dass er diese Äußerung tätigen würde. Und ich glaube, dass man eigentlich in dieser Hinsicht in Washington auch beruhigt sein kann. Warum? Weil nämlich der neue Präsident auf Taiwan in seiner ersten Rede vor internationalen Korrespondenten gesagt hat, er ist dafür, dass man quasi eine Politik der überparteilichen Einheit in Taiwan fahren sollte. Warum sagt er das? Weil er bei einer Beteiligung von 71% der Wähler nur knapp über 40% der Stimmen erhalten hat und die beiden anderen Kandidaten zusammengenommen ja mehr Rückhalt haben als er. Er muss also sehr vorsichtig sein, er muss sich sehr gut arrangieren und das hat er in dieser ersten Rede auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Wird sich in der Folge aber der Konflikt zwischen China und den USA weiter zuspitzen? Ich denke, dass auf beiden Seiten der Wettbewerb um die Frage, wer ist die Nummer eins in der Welt, weitergeht. Und wie ich vorhin schon andeutete, könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir so beobachten, was im Augenblick gerade im südchinesischen Meer passiert, sie sich immer wieder neue Orte und Punkte suchen, wo sie sich gegenseitig testen können, inwieweit sie bereit und in der Lage sind, an diesem Wettbewerb weiter teilzunehmen. Die Grundtendenz ist im Augenblick etwas auf Deeskalation geschaltet, weil China sieht, dass Amerika in allen Teilen der Welt gefordert ist und im Grunde genommen China auch bemerkt hat, dass sie selber nicht in der Lage sind, jetzt dieses Vakuum, was da entsteht, zu füllen. Und so haben sich die beiden Präsidenten in San Francisco darauf geeinigt, dass sie jetzt zumindest mal taktisch wieder etwas deeskalieren. Und ich glaube, das können wir im Augenblick beobachten. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Moment eher Deeskalierung der Situation als Zuspitzung. So würde ich das im Augenblick sehen. Das hat natürlich auch Gründe, die sowohl auf der amerikanischen Seite als auch auf der chinesischen Seite liegen. Und man weiß leider, dass es manchmal auch Situationen gibt, wo Politiker Entscheidungen treffen, die für ihr Land von großem Nachteil sind. Aber unter den augenblicklichen Bedingungen sehe ich eher, dass die beiden großen Mächte, die um Hegemonie miteinander streiten, im Augenblick etwas zurückgehen in ihrer Offensivität. Eine letzte Frage noch zum Inselstaat Taiwan an sich. Der wird ja von den meisten Ländern der Welt noch immer nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Wird sich das Ihrer Ansicht nach vielleicht jetzt auch mit dem Präsidenten, mit dem neuen in absehbarer Zukunft ändern?
Ich glaube eher, dass man versuchen wird, auf andere Art und Weise mehr Kontakt zum Ausland zu bekommen. Denn es ist natürlich der Regierung in Taiwan klar, dass all jene Länder, die mit der Volksrepublik China diplomatische Beziehungen meistens in den 70er Jahren aufgenommen haben, mit diesem diplomatischen Kontakt zur Volksrepublik China ausschließen müssen, dass sie Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Und das würde natürlich andersherum auch bedeuten, dass wenn man dort Schritte unternimmt, dass dann sofort die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China abgebrochen würden. Und das glaube ich nicht, dass wir im Augenblick in einer Phase sind, wo die meisten Länder der Welt so etwas auch nur in Erwägung ziehen. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Frau Professor Weigelin-Schwierzig. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Seit mehr als 100 Tagen tobt im Nahen Osten der Gaza-Krieg. Er ist Israels Antwort auf den Überfall der Hamas am 7. Oktober. Der Krieg ist längst zur schwersten Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern geworden, die es bisher gegeben hat. Und eine Lösung des Kriegs scheint in weiter Ferne. Der Auslöser, die Hamas-Terrorattacke auf Israel am 7. Oktober. Israels Antwort, Luftangriffe, Bomben und eine Bodenoffensive. Wir werden bis zum Ende kämpfen, verspricht Israels Regierungschef. Bis die Hamas zerstört ist, alle Geiseln zurück sind und garantiert ist, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel sein kann. Laut UNO ist der Großteil des Gazastreifens nach 100 Tagen unbewohnbar. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wir mussten von Ort zu Ort flüchten. Ich weiß nicht, wo meine Söhne, meine Brüder und meine eigene Familie sind. 100 Tage Geiselhaft. Sie demonstrieren 24 Stunden lang für die sofortige Befreiung aller Geiseln. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Ach, schaff. Was sind wir wert, wenn wir sie nicht zurückbringen? Das ist der Platz, an dem man sein muss, um irgendetwas zu erreichen. 100 Tage nach Kriegsbeginn blickt ganz Israel auf diesen Platz vor dem Kunstmuseum im Zentrum von Tel Aviv, wo an die mehr als 130 israelischen Geiseln in der Hand der Hamas-Terroristen erinnert wird. 100 Tage nach Kriegsbeginn ist der Gazastreifen für seine Bewohner zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden. Das sagt der Chef des UN-Nothilfebüros OCHA. 100 Tage nach Kriegsbeginn feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel ab. 100 Tage nach Kriegsbeginn scheint ein Ende des Krieges weiter nicht in Sicht. Wohnung wechseln oder jetzt gar eine kaufen? Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in diesem Jahr, nachdem die letzten, egal ob für Mieter oder Käufer, keine leichten Jahre waren? Steigende Preise waren bis vor kurzem die Norm, besonders bei Mieten. Barbara Piontek hat recherchiert. Wer in Wien eine Wohnung kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei über 5.000 Euro. Im letzten Jahr sind die Preise zwar leicht gesunken, allerdings nicht im Neubau und im sanierten Altbau. Mit einem Preisanstieg wird auch heuer gerechnet, allerdings mit moderaten 1-2%. Warum gibt es keine sinkenden Preise? Einfach, weil das Angebot sehr knapp ist. Es wurden vergangenes Jahr in Summe 12.500 Wohnungen errichtet. Im heurigen Jahr werden es nur 8.000 Wohnungen sein. Und fürs nächste Jahr werden sogar nur 7.000 Wohnungen in die Fertigstellung gelangen. Der Grund dafür, Bauprojekte rechnen sich aufgrund der gestiegenen Zinsen und Lohnkosten für Projektentwickler nicht mehr so wie in den Jahren vor der Teuerung. Derzeit wird in der Branche vielerorts abgewartet und auf bald wieder sinkende Zinsen gehofft. Rosig sieht die Welt auch für Mieter und Mieterinnen nicht aus. Der Mietmarkt ist laut Expertin durch die Entwicklung beim Eigentum zusätzlich unter Druck. Wir haben einen Eigentumsmarkt, wo die Transaktionen massiv zurückgehen. Gründe dafür sind Zinserhöhungen und auch die verschärften Kreditrichtlinien. Aus diesem Grund konzentriert sich sehr viel auf den Mietmarkt. Denn wer nicht kaufen kann oder zögert, der geht in die Miete. Mit einem Anstieg der Mieten im Neubau, also allen Häusern, die nach 1945 gebaut wurden, ist auch heuer zu rechnen. Die meisten Mietverträge enthalten eine Indexanpassung und die Inflation ist zuletzt wieder gestiegen. Bei diesen Mieten wird auch der von der Bundesregierung zuletzt beschlossene Mietpreisdeckel nicht schlagend.
Im Dezember lag die Inflationsrate, also die Teuerung, bei uns in Österreich bei 5,6%. In Italien bei 0,5%. Viele Kärntnerinnen und Kärntner kaufen deshalb im grenznahen Tarvis ein. Aber ist dort tatsächlich alles günstiger? Hier ein Preisvergleich. Egal ob an Wochentagen oder am Sonntag, vor den großen Supermärkten in Tarvis stehen viele Autos mit Kärntner Kennzeichen. Sind also Lebensmittel in Italien billiger als in Österreich? Nimmt man die gefüllten Einkaufswagen als Maßstab, könnte das stimmen. Ganz so einfach ist die Antwort aber nicht. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass sehr viel aus Spanien kommt bei uns in Österreich. Und das wollen wir nicht. Kaufen lieber, ja, es ist halt Gemüse aus Italien, aber es ist zumindest für uns halt qualitativ besser. Ja, Sugo, Nudeln, ja, sind dann nicht so viel. Also der Preis ist da schon ein bisschen angezogen. Jetzt mittlerweile, auch beim Gemüse und beim Obst, ist es ein bisschen teurer. Aber naja, die Qualität ist halt ausschlaggebend. Wir machen also die Probe aufs Exempel und kaufen das ein, was in unserem Nachbarland fast täglich auf den Tisch kommt. Also Pasta, Sugo, Olivenöl, Parmesan. Der Maxi-Store in Untertavis bietet eine große Auswahl. Viele Kärntner sind Stammkunden. Durch die hohe Inflation in Österreich hat sich ihr Einkaufsverhalten geändert. Non ci sono più austriaci rispetto a qualche anno fa. Es kommen nicht mehr Österreicher als früher, aber die, die kommen, kaufen mehr ein. Früher haben sie nur Käse und Wurst gekauft. Heute kaufen sie auch Fleisch, Obst und Gemüse, Nudeln, Reis, Eingelegtes und Öl. Tanti prodotti come la pasta, come riso, sottaceti, olio. Die gut gefüllte Schachtel mit Pasta und Co. kommt hier auf 38,88 Euro. Olivenöl, Parmesan und Kaffee kosten am meisten. Zurück in Österreich gehen wir in Arnoldstein nochmals einkaufen. Nicht alle Produkte lassen sich eins zu eins vergleichen. Die Spaghetti in der blauen Packung kosten allerdings in Tarvis genau einen Euro weniger. Günstiger sind auch Parmesan oder Olivenöl und sogar ein Fruchtsaft aus Österreich. Bier oder Schokolade, Obst oder Gemüse kauft man hierzulande in der Regel billiger. Nur die Inflationsrate zu vergleichen, reicht also nicht. Man muss wissen, was man kauft, wenn man sparen möchte. Dann zahlt es sich vielleicht aus, wenn man sich einen Nudelvorrat für ein halbes Jahr besorgt und einmal im halben Jahr herkommt. Aber wenn man Spritgeld dann rechnet und öfter da ist, wird es sich jetzt nicht unbedingt auszahlen. Ein bisschen italienisches Lebensgefühl gäbe es aber auch noch für viele der eigentliche Grund, im Nachbarland einzukaufen. Bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland hat das österreichische Männerteam gestern im zweiten Gruppenspiel ein überraschendes und zugleich beachtliches 28:28 Unentschieden gegen Kroatien erkämpft. In Mannheim starten die Österreicher vor mehr als 13.000 Zuschauern schwach ins Spiel. Die Kroaten werden ihrer Favoritenrolle zunächst gerecht. Doch mit einer sehr starken Mannschaftsleistung kämpfen sich die Underdogs zurück ins Match. Kurz vor Spielende gelingt dann noch der Ausgleich zum 28:28. Der Punkt gibt nach dem Auftaktsieg gegen Rumänien weiteres Selbstvertrauen für das entscheidende Gruppenspiel morgen Abend dann gegen Vize-Europameister Spanien. Wir halten die Daumen. Und heute beginnen die Vorwahlen im Bundesstaat Iowa. Wer dort als Favorit gilt, das erfahren Sie gleich inklusive weiterer Meldungen in unserem ORF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Im US-Bundesstaat Iowa findet bei eisiger Kälte die erste Abstimmung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Die letzten Umfragen sehen Ex-Präsident Donald Trump deutlich in Führung. Spannung herrscht im Rennen um Platz 2 zwischen der ehemaligen UNO-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Sie wollen Iowa als Sprungbrett für die weiteren Vorwahlen nutzen. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavík, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavík, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdottir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. Im Osten und Süden gibt es heute am meisten Sonnenschein. Letzte Wolken- oder Nebelfelder lichten sich auf. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich schneit es zeitweise. Im Westen mischt sich in tiefen Lagen teilweise Regen dazu und damit besteht Glatteisgefahr. An der Alpen-Nordseite und im Westen weht starker bis stürmischer Westwind.
Da hat die dänische Königin ihr Volk und die Welt überrascht. In ihrer Silvesteransprache hat Margrethe angekündigt, abzudanken. Etwas, das es im dänischen Königshaus seit 900 Jahren nicht mehr gegeben hat. Margrethe hat es aus freien Stücken getan und das Zepter ihrem Sohn Frederik übergeben. In einer schlichten und durchaus emotionalen Zeremonie. Schon in den frühen Morgenstunden kommen einige Zaungäste vor das Schloss Christiansborg, um sich einen guten Platz zu sichern. Wir sind schon um 8:30 gekommen, um eine gute Sicht zu haben. Manche schaffen sogar die erste Reihe fußfrei, um den König bei seinem ersten Auftritt zu sehen. Nach und nach strömen immer mehr Menschen ins Zentrum. Bis es am Nachmittag losgeht, müssen sie aber noch länger ausharren. Und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Exakt um 13.37 Uhr tritt Königin Margrethe dann ihren letzten Arbeitstag an. Begleitet von Pferden und Offizieren der Garderegimente fährt sie zum Schloss Christiansborg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Während einer Sitzung der Regierung unterzeichnet Margrethe ihre Abdankungserklärung und damit geht eine Ära zu Ende. Danach wird der neue König von der dänischen Premierministerin am Balkon ausgerufen. Hurra! Hurra! Der Jubel der Bevölkerung ist riesig. Am Ende seiner ersten Rede als König verkündet Frederik seinen Leitspruch: Verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Verbunden, verpflichtet für Königreich Dänemark. Danach kommt auch seine Familie auf den Balkon und es gibt auch ein Küsschen für seine Frau Mary, die nun Königin ist. Frederik ist sichtlich gerührt. Die Massen sind begeistert. Oh, amazing. Es war wunderbar, sehr toll. Es war großartig. Wir waren vor 52 Jahren hier und jetzt wieder. Es war wunderbar. Wir waren dort und haben fast alles gesehen. Nun beginnt für den König ein Leben in der ersten Reihe. Die Fußstapfen, in die König Frederik nun tritt, sind sehr groß, denn Königin Margrethe wurde von der Bevölkerung sehr geschätzt. Aber die Chancen stehen hoch, dass er sie ausfüllt, denn auch seine Beliebtheitswerte sind ähnlich hoch wie die seiner Mutter. Die Erwartungen an ihn sind wenig überraschend. Same as his mother. Er wird es wie seine Mutter machen, wahrscheinlich etwas moderner. Modern. Für die meisten war der Thronwechsel ein einmaliges Erlebnis, aber nicht für alle. Das Kind ist 10 und möchte in 50 Jahren noch einmal so etwas erleben. Dann wäre Frederik 105 Jahre alt, also sehr lang lebe der König. Und bei mir im ORF3 Aktuellstudio begrüße ich jetzt Adelsexpertin Lisbeth Bischoff. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, wir haben es gesehen, es war eine schlichte, aber durchaus auch sehr emotionale Zeremonie gestern. Der neue König hat sich mehrmals Tränen aus den Augen gewischt. Bei seiner Hochzeit damals ist das noch kritisiert worden. Ist das jetzt beim frisch gebackenen König anders? Ich glaube, der König Frederik hat dadurch gewonnen, dass er Gefühle gezeigt hat, Emotionen gezeigt hat, wiederum, genau eben wie bei der Hochzeit. Er ist ja sehr, sehr, sehr beliebt beim dänischen Volk, nicht zuletzt dadurch, dass er sich offen dazu bekannt hat, dass er an Depressionen gelitten habe in seiner Jugendzeit, weil er sich von seiner Mutter, der Königin Margrethe II., sehr vernachlässigt gefühlt habe, weil die hatte nur das Regieren im Kopf, so wie er sich ausdrückt. Bevor wir gleich auch weiter über Frederik sprechen, kommen wir vielleicht noch mal zu seiner Mutter Margrethe. Sie ist ja populär gewesen als Monarchin wie kaum eine andere. Sie haben sie auch persönlich gekannt. Was hat sie denn so besonders gemacht? Also ich glaube, dass Königin Margrethe dadurch gepunktet hat, dass sie sehr natürlich ist, sehr authentisch war und auch ist. Sie war sehr volksnah und sehr, sehr, sehr unkompliziert. Also ich kann wirklich berichten, als ich dort gewartet habe auf den Interviewtermin im Schloss, wurde ich ja vom Hofmarschall eingewiesen, was ich alles nicht tun darf. Also ich darf mich nicht vor der Majestät setzen, ich darf ihr auf gar keinen Fall die Hand geben, wenn sie kommt. Und als sie erscheint, hat sie mir die Hand entgegengestreckt. Jetzt habe ich natürlich gezögert und sie hat gelacht.
sie redet ja perfekt Deutsch. Ach, der Hofmarschall hat sie wieder zu sehr eingewiesen ins Hofprotokoll. Also wie gesagt, ist sehr, sehr unkompliziert. Mhm. Nun ist sie auch Malerin. Sie entwirft Theaterkostüme, Bühnenbilder und auch Bischofsroben. Und sie hat unter dem Pseudonym Ingerhild Gradmehr auch den Herr der Ringe illustriert. Ja, also, was viele ja auch nicht wissen. Mhm. Ist das für eine Königin nicht sehr ungewöhnlich? Naja, sie wollte natürlich nicht unbedingt Königin sein. Sie ist ja auch nicht als Königin oder als Kronprinzessin geboren worden, erst nachdem man das Thronfolgegesetz geändert hat. Sie wäre gerne Architektin und Kostümbildnerin geworden, Archäologin. Also sie ist ja sehr vielseitig interessiert. Und es ist außergewöhnlich, aber ich glaube, jetzt wird ihr das alles nützen, seit sie in Pension ist. Mhm. Sie wird jetzt einiges wahrscheinlich auch Neues zu tun haben. 500 Jahre war sie allerdings seit 500 Jahren die erste Frau auf dem dänischen Thron. Und sie war auch nach dem Tod der Queen die älteste Monarchin. Was wird denn von ihr, von Margrethe, bleiben? Auf jeden Fall wird von Margrethe II. Bleiben, dass sie sehr den Kontakt mit dem Volk gesucht hat, sehr bemüht war um Einigkeit. Sie ist ja übrigens, als sie an die Macht gekommen, dass sie geboren wurde, gehört ja noch Island zu Dänemark, zum Königreich Dänemark. Sie ist ja auch die Letzte, die einen isländischen Vornamen hat, bei den zahlreichen Vornamen, die sie trägt. Es wird bleiben, dass sie auch in puncto Ehe versucht hat, einen Konsens zu finden, weil sie hatte einen sehr anstrengenden Prinz gemalt, der mit seiner Rolle nicht einverstanden war. Da hat sich immer wieder beklagt, warum er nicht König ist, dass er quasi in der Rangfolge hinter seinem ältesten Sohn Frederik steht. Und er hat ja von ihr verlangt, wenn sie ihn nicht zum König macht, dann wird er darauf pochen, nicht neben ihr dereinst bestattet zu werden. Das hat er auch eingehalten. Das stand auch im Testament. Seine Asche wurde verstreut. Also auch da hat sie versucht, immer wieder gute Miene zum bösen Spiel zu machen, also Einigkeit zu demonstrieren, obwohl sie natürlich zugibt, selbst, das hat sie auch im Interview gesagt, sie ist keine gute Mutter gewesen, auch keine Ehefrau. Um den Ehemann habe sie sich nicht gekümmert, um die Kinder schon gar nicht, weil sie mit kleinen Kindern gar nichts anfangen konnte. Ihr war wichtig, das Regieren. Sie ist ja mit fast allen europäischen Königshäusern verwandt, damit natürlich auch ihr Sohn. Ist das fürs Regieren förderlich oder eher hinderlich? Es ist natürlich sehr, soll ich sagen, schwierig, weil die haben sich alle untereinander vermählt und jeder verwandte griechische Ex-König ist der Bruder von der spanischen früheren Königin Sophia. Also es ist ganz, wirklich ganz, ganz dicht verzweigt. Also in puncto Arbeit, für mich war es leichter, weil, habe ich gesagt, ich war bei der Königin Margrethe, war die nächste Verwandtschaft schon da. Also das war einfach. Aber ich glaube, das ist förderlich. Das pflegen die auch. Sie machen ja jährlich mehrere Feste, wo sich der Hochadel auch trifft. Nicht nur als Heiratsmarkt. Solche Feste, wenn man auf einer Yacht sich trifft, dienen ja auch dem Heiratsmarkt, um sich kennenzulernen. Sondern auch eben, um die Verbundenheit zu zeigen. Diese Staatsbesuche, die sie sich gegenseitig machen, ist auch ein Zeichen der Stärke. Und was natürlich auch noch ist, man wählt ja schon die Taufpaten danach aus. Also zum Beispiel führend ist Kronprinzessin Victoria von Schweden, die hat die meisten Patenkinder innerhalb der Royals. Mhm. Mit ihrer Ankündigung, dass sie zurücktreten wird, hat Margrethe natürlich viele überrascht. Und dann heißt es ja jetzt auch, es war möglicherweise ein strategisches Manöver, um abzulenken davon, beziehungsweise um eine Änderung zu bringen bezüglich dieser Fremdgehgerüchte von Frederik. Was ist denn da dran? Also ganz sicher war diese Abdankung überraschend, weil das ist nicht vorgesehen in der dänischen Monarchie. Die dänische Monarchie ist wie die britische eine Erbfolgemonarchie. Das heißt, die Krone wird per kalter Hand übergeben. Stirbt der eine Monarch, folgt der Nächste oder Monarchin, folgt der nächste Monarch oder Monarchin nach. Drum war diese Ankündigung, dass sie zurücktritt, wirklich historisch auch einmalig. Naja, also ich habe mir als erstes gedacht, sie hat von der Queen gelernt, weil im britischen Königshaus war es so, wenn eine Schreckensmeldung oder eine Skandalmeldung gekommen ist, dann hat man mit einer guten Meldung, hat die Queen versucht, da abzulenken. Sie hat gesagt, es gibt eine neue Hochzeit, eine Schwangerschaft, immer waren Good News die Folge, also gute Nachrichten die Folge. Aber
diese Fremdgehgeschichte von Frederik, es ist nicht bewiesen, es gab kein Dementi, es gab natürlich auch keine Stellungnahme, aber es gibt natürlich eindeutige Bilder, wie Frederik in Madrid gemeinsam mit der Frau Casanova, einmaliges Wortspiel, mit der Frau Casanova das Haus verlässt. Also, ja, Gerüchte. Aber gestern haben Sie sich mit ja diesem Kuss, gezeigt, ja, da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es auch ganz gut inszeniert. Weil eines muss man schon sagen, ein König Frederik ohne starke Mary an seiner Seite ist schwer vorstellbar, weil er doch eher als schwach gilt. Das ist genauso wie im schwedischen Königshaus. Ohne Silvia wäre Carl Gustav längst nicht der beliebte Monarch, wie er heute ist. Welche Herausforderungen warten denn jetzt auf den neuen König und seine Familie? Also die Herausforderungen sind, nachdem er ihnen noch das Regieren abhanden gekommen ist, also König Frederik der Zehnte muss auf jeden Fall alle Gesetze unterschreiben, da geht gar nichts. Aber vorwiegend sehe ich ihn auch als Botschafter seines Landes, der Repräsentationspflichten zu absolvieren hat und natürlich mit seiner Frau gemeinsam, die ihm eine Stütze ist, aber sich der Wohltätigkeit zu widmen. Eine ganz große Aufgabe, vor allem für die Frauen an den Königshäusern dieser Welt. Und ja, das ist die Herausforderung und vor allem auch noch wie soll ich sagen, diese Volksnähe zu bewahren, obwohl er da ja schon sehr gute Zeichen gesetzt hat. Er hat zum Beispiel seine Kinder, er hat vier Kinder gemeinsam mit Mary, mit dem Lastenfahrrad in den Kindergarten gefahren hat. Also wie man das sehr sieht schon. Ja, sehr, sehr volksnah. Wie werden sich denn nun die ersten Tage im Amt für ihn gestalten? Ja, heute ist er schon eingeteilt. Er ist beim Staatsrat vorgeladen und werden die ersten Gespräche folgen. Also und wir warten natürlich, ob er das Land bereist, um sich vorzustellen, wie das normalerweise bei Monarchen auch üblich ist. Zum Schluss noch zu einem Punkt. Königin ist ja jetzt Mary, die Frau des Königs, aber auch Margarete. Margarete behält den Titel Königin. Ihre Majestät Königin Margarete heißt sie jetzt. Das hat auch kritische Stimmen hervorgerufen, zu Recht? Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Sache des Königshauses, ganz im Gegensatz zu den Niederlanden, wo Königin Beatrix nach der Abdankung Prinzessin der Niederlande wurde. Sie verzichtet nicht auf diesen Titel. Und das ist, glaube ich, also ja, das kann man handhaben, wie man möchte. Aber es ist seltsam, dass es zwei Königinnen und einen König gibt. Das hat es ja nie gegeben. Mhm. Ja. Ganz kurz noch zu Margarete selbst. Was wird sie jetzt machen? Ja, ich glaube, dass sie sich vermehrt der Kostümbildnerei machen will. Und möchte ich noch zur Beliebtheit sagen. Es gibt einen Spruch in Dänemark, da hat sie mir selbst gesagt, wie stolz sie das gemacht hat, der allerdings früher auf die britische Krone umgemünzt war. Wenn es einmal keine Königinnen und keine Könige mehr gibt, gibt es immer noch fünf, nämlich Caro, Herz, Pik und eben die Königin von Dänemark. Das ist doch ein schönes Kompliment für sie. Dann sage ich vielen Dank, Lisbeth Bischof, für diese Ausführungen und den Besuch bei uns im ORF3 Aktuellstudio. Danke, gerne. In der ORF-Pressestunde war der Chef der Europäischen Volkspartei und EVP-Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament, Manfred Weber, zu Gast. Die Fragen haben Hans Bürger vom ORF und Eva Linsinger vom Nachrichtenmagazin Profil gestellt. Weber wurde zu Beginn gefragt, wie angesichts der Europawahl im Mai dieses Jahr verlaufen wird. Es geht um Grundsätzliches auf diesem Kontinent. Die Bürger müssen wissen, dass im heutigen Europäischen Parlament gerade mal 60% der Abgeordneten, die dort abstimmen, zu der Mittepartei gehören. Also Sozialdemokraten, Liberale, wir als Christdemokraten, als Europäische Volkspartei. Und wenn man sich die Umfragezahlen europaweit anschaut. Die Grünen rechnen Sie da nicht. Die Grünen sind sicher demokratische dazu. Partei. Wir haben auch Konservative, die zum demokratischen Spektrum gehören. Der Premierminister von Tschechien, Fiala beispielsweise. Aber wenn wir die drei großen Familien nehmen, dann sind es gerade 60%. Und deshalb können wir am 10. Juni nach der Europawahl auch in einem Europa aufwachen, das plötzlich nicht mehr lieferfähig ist, das einfach demokratisch nicht mehr funktioniert. Und deswegen meine erste wichtige Botschaft ist an die Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie, nehmen Sie die Wahl ernst. Es geht um viel und dann muss sich jeder seine Meinung bilden, ob er lieber den Populisten folgt oder ob er lieber die Mitte wählt. Das waren jetzt sehr dramatische Worte. Sie sehen die europäische Wahl offensichtlich als Schicksalswahl. Es werden quer durch Europa nicht nur der FPÖ, sondern auch anderen rechtspopulistischen Parteien große Wahlgewinne nachgesagt, vorhergesagt. Irgendwas muss ja da falsch laufen. Was macht Ihre Partei falsch? Was macht die Sozialdemokratie falsch, wenn die Rechtspopulisten so punkten können?
Ja, wir erleben eine Welle von Populismus, von einfachen Antworten. Und wir werden jetzt im Wahlkampf die Unterschiede herausarbeiten müssen. Wir müssen einfach jetzt wieder in die Diskussion gehen. Die Zeiten sind ernster. Wir haben Krieg auf europäischem Grund und Boden. Wir haben wirtschaftlich große Sorgen. Wie geht es mit China weiter? Wir haben westlichen Balkan Instabilität. Also die Zeiten sind ernst. Inflation. Die Zeiten sind ernst. Und deswegen muss man die Bürger vor die Alternativen jetzt stellen. Um was geht's? Und wenn ich da mit einem Thema beginne, wenn Sie Russland-Sanktionen ansprechen, ja, wenn man ernsthaft der Meinung ist, man muss jetzt Russland gleich behandeln, so wie Kickl das sagt, wie den Selenskyj, wie in der österreichischen Debatte erlebt, als es um den Auftritt im Parlament ging beispielsweise, im Nationalrat ging. Wenn man ernsthaft dieser Meinung ist, dann steht man außerhalb der europäischen Werte, weil Putin einen brutalen Angriffskrieg auf ein friedliches Land gestartet hat. Ich war in Kiew, ich war in Bucha. Eine kleine Stadt, da, wo die schweren Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Ich habe mit dem Bürgermeister von Bucha gesprochen und der sagt mir, Herr Weber, ich kämpfe gemeinsam mit unseren ukrainischen Streitkräften als Bürgermeister, als direkt gewählter Bürgermeister von Bucha für die Demokratie und für Freiheit, weil ich will, dass meine Kinder nicht im Putin-System leben, sondern in Demokratie leben. Und jeder Österreicher, jeder Europäer muss sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite steht er. Und wenn Kickl auf der Seite von Putin steht, dann soll er das bitte öffentlich sagen. Das sind Autokraten, die hassen unsere Art zu leben. Sie hassen unsere Art zu leben in Freiheit und Demokratie. Und das muss dann Kickl auch verantworten. Und aber diese Offensive, die wünsche ich mir im Wahlkampf, dass man die Alternativen zusammen. Was haben Sie jetzt wirklich gesagt, nur damit ich es richtig verstanden habe? Für Sie stehen Leute wie Kickl außerhalb der Demokratie oder wo stehen die? Definitiv nicht. Jeder, der gewählt ist, ist bei uns demokratisch gewählt. Aber ich sage klipp und klar, jeder, der Putin in diesem Moment unterstützt, jeder, der Putin in diesem Moment gleichwertig mit Selenskyj sieht, Menschen, die für Freiheit und Demokratie eintreten und kämpfen und bluten dafür, jeder, der das ernsthaft sagt, steht außerhalb von dem, was ich den European Way of Life nennen würde. Unsere Wertegemeinschaft, unsere Ideen, für die wir stehen. Es gibt in dieser Frage Ukraine nur eine Seite, nämlich auf der zu stehen, die für Freiheit und Demokratie eintreten. Das ist das Prinzip, das dahinter steht. Aber Österreich hat das. Ich muss Sie kurz unterbrechen. Sie tun jetzt so, als hätten Sie mit diesen Parteien absolut nichts am Hut und keinerlei Verständnis. In der Migrationspolitik klingen auch Sie persönlich ähnlich wie manche Vertreter auch der FPÖ, zum Teil sogar AfD, sehr, sehr kritisch. Wir müssen, also Sie sagen zwar nicht eine Festung Europa bauen, aber Sie sagen, wir müssen hier eine viel härtere Asylpolitik machen, vielleicht sogar wie Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie irgendwo gesagt. Haben Sie sich nicht zu weit von der Mitte Richtung rechts selbst verabschiedet? Ich bin Chef der größten Partei Europas. Wir stellen jetzt 12 Staats- und Regierungschefs am Verhandlungstisch, wenn der Rat sich trifft. Karl Nehammer als österreichischer Kanzler ist einer davon. Wir sind jetzt mittlerweile größer, als Sozialdemokraten und Liberale gemeinsam sind. Und unsere Positionierung in Sachen Migration war immer klar. Wir wollen offen sein für Menschen in Not. Und dieser Kontinent leistet zurzeit gegen vor allem den ukrainischen Flüchtlingen so viel wie noch nie in der Geschichte vorher. Und da bin ich dafür, dass wir das machen, dass wir Bekenntnis zeigen, aber gleichzeitig Ordnung schaffen, illegale Migration bekämpfen, endlich an der Außengrenze für Ordnung sorgen. Der Staat entscheidet, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden entscheiden, wer reinkommt. Wir das kommen war immer unsere Position. Ich wollte nur, weil Sie sich gar so abgrenzen von den Rechten, das passt bei manchen Themen gar nicht. Das passt der Bürger insofern schon, weil natürlich die AfD in Deutschland und ich höre das auch von der FPÖ, von Teilen der FPÖ in Österreich, natürlich von der Festung Europa sprechen, vom Abschotten, vom Dichtmachen. Und das ist nicht meine Position. Ich verteidige das Asylrecht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Menschen aus Bürgerkriegsgebieten weiter Obdach anbieten als reiche Länder Europas. Deswegen gibt es für uns einen klaren Weg, Hilfsbereitschaft zu zeigen, aber endlich Ordnung zu sorgen. Und deswegen folgen wir weder dem Rechtsradikalismus, den wir in Europa haben, noch den linken Ideologen, die glauben, man kann alle Türen aufmachen. Bei uns gibt es den vernünftigen Mittelweg. Das ist das, wofür ÖVP steht, das ist das, wofür die Europäische Volkspartei steht. Und das werden wir im Wahlkampf sehr, sehr engagiert hinaustragen. Wir kommen später noch zum Thema Migration detailliert, aber zuerst noch eine prinzipielle Frage. Für alle Parteien stellt sich ja die Frage, wie umgehen mit den Rechtspopulisten, was tun. Der Ex-EU-Kommissionspräsident Juncker hat einmal gesagt, gerade konservative Parteien müssen sehr aufpassen, die Positionen nicht zu übernehmen, auch nicht so zu sprechen. Teilen Sie das? Hat er da recht? Definitiv. Man kann ein Stinktier nicht überstinken. Ja? Man kann nicht noch populistischer sein wie Populisten. Wir müssen da unseren. Ist ja bei Kickl ein Stinktier? Das habe ich nicht gesagt. Natürlich habe ich das nicht gesagt. Ich möchte niemanden persönlich beleidigen. Wir sind alle im Wettbewerb, bewerben uns ums Vertrauen der Menschen. Das ist das, was in der Demokratie im Mittelpunkt steht. Aber wenn es um die Methodik geht, Sie fragen ja nach der Methodik, Politik zu machen, dürfen wir unseren Kurs der Mitte, des Ausgleichs. Wir sind Christdemokraten, wir haben soziale Marktwirtschaft, wir wollen Klimaschutz, aber gleichzeitig Wirtschaft stärken. Wir versuchen zu verbinden. Das ist das, was unsere DNA ausmacht. Und das wird unser Weg sein im Wahlkampf. Und die Bürger werden entscheiden, wähle ich den lauten Populisten, der auch in der österreichischen Verantwortung, als er Innenminister war, ja nicht brilliert hat,
und nicht geliefert hat. Also wähle ich den, der laut ist, vielleicht ein bisschen populistischer ist, oder wähle ich den in Österreich wie Karl Nehammer, der beweist, dass er in der Mitte des Landes vernünftig regiert. Herr Weber, ich muss jetzt schon kurz nachfragen, was die Kollegin Linsinger auch gesagt hat. Sie sagen, wir brauchen eine gemäßigtere Sprache, dürfen nicht die Sprache der Populisten übernehmen, dann sprechen Sie von Stinktieren. Also, Sie haben es zwar jetzt so eingeschleust, aber war das jetzt gescheit? Legen Sie es auf die Waage, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass wir den Wortlaut und die Art und Weise nicht übernehmen dürfen. Wir haben in der politischen Agenda, in der politischen Arena Leute, die Grenzen überschreiten. Aus der AfD heraus kann ich Ihnen sagen, da sind große Teile echte Neonazis dahinter. Da geht es nicht nur um die Frage Populismus, da geht es um Neonazis, die da dahinter stecken. Deswegen klare Abgrenzung. Und für meine Partei kann ich Ihnen sagen, ich habe drei Prinzipien definiert, auf europäischer Ebene. Dort, wo wir gemeinsam auch mit rechten Parteien koalieren, gibt es drei Prinzipien. Erstens pro Europa, man muss Europa konstruktiv mitgestalten. Zweitens pro Ukraine, in dem Moment, ich habe es beschrieben, eine fundamentale Wertefrage. Und das dritte pro Rechtsstaat. Wir müssen den Rechtsstaat verteidigen. Das ist die Orbán-Frage, das ist die Polen-Kaczynski-Frage. Eines der Probleme der EU jetzt auch im Rat, nicht nur im Parlament, ist, dass es teils sehr lange dauert. Dass Beschlüsse lange dauern, auch weil einzelne Staaten die Vetokeule schwingen können. Es werden die meisten Beschlüsse einstimmig gefasst. Wie sehen Sie das? Dieses Prinzip der Einstimmigkeit, hat sich das überlebt? Blockiert das die EU? Ich bin dezidiert der Meinung, dass wir uns in einer historischen Phase befinden. Ukraine-Krieg, auch Israel, die Welt, die böse Seite der Welt, wenn ich es vielleicht so formulieren darf, mit Hamas, Hisbollah, Iran, Russland, ein Stück weit dahinter China, die diktiert uns heute einen Konflikt auf, den wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen Partnerschaft, wir wollen Zusammenarbeit als Europäer. Aber die Welt, in der leben wir, und die wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv auf uns zukommen. Wir haben jetzt gerade Taiwan, die Nachrichten gehört, Präsidentschaftswahl. Wir wissen nicht, was passieren wird auf der Welt. Und in der Zeit muss Europa endlich eine handlungsfähige Stimme bekommen. Sie haben es beschrieben, mit der Einstimmigkeit blockieren wir uns dauernd selbst. Der letzte Gipfel vor Weihnachten, Ukraine, Orbán, wieder alles blockiert. Wir blamieren uns in der Welt da draußen, weil einer alles aufhalten kann. Und deswegen sage ich ja zum Miteinander, ja zum Dialog, ja zum Austausch. Aber dort, wo wir mit Einstimmigkeit entscheiden, funktioniert es nicht. Und dort, wo wir per Mehrheit entscheiden, funktioniert Europa. Deswegen ja, mehr Mehrheitsentscheidungen. Man könnte jetzt natürlich einwenden, Sie reden sich leicht. Nichts wird in der EU ohne Deutschland oder Frankreich beschlossen werden. Geraten da nicht vielleicht kleinere Staaten wie Österreich unter die Räder? Ich würde die These wagen, es gibt heute, wenn es um diese globalen Fragen geht, nur noch kleine Staaten in der Europäischen Union. Ich glaube auch, dass Macron und Scholz, wenn sie nach Peking reisen, zwar willkommen geheißen werden und das bei den Kollegen in ARD, ZDF groß berichtet wird, aber trotzdem wir da drüben kaum mehr Rolle spielen. Das ist die Realität, in der wir leben. Und deswegen geht es für uns, für Österreich, für Deutschland schlicht um die Frage, ob das, wofür wir eintreten, was uns wichtig ist. Wirtschaftlich Interessen, aber auch Wertefragen. Gelingt es uns, die überhaupt noch global auf die Tagesordnung zu setzen? Und da zeigt uns doch Den Haag jetzt, die Diskussionen mit Israel, Südafrika und so weiter, zeigt uns doch jeden Tag, dass wir da schwächer werden, dass wir da keinen Einfluss mehr haben. Deshalb, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Entscheidungen zu fällen, die Außenpolitik zu stärken und auch die Verteidigungsgemeinschaft zu stärken. Sie haben schon angesprochen, Ungarn hat beim Gipfel im Dezember das Budget blockiert. Jetzt soll ein Sondergipfel im Februar stattfinden. Im Kern geht es um die Frage, die EU hat ja Teile der Gelder für Ungarn eingefroren, wegen rechtsstaatlicher Bedenken, einen Teil freigegeben. Ungarn sagt aber, es stimmt dem Budget nur zu, wenn alle Gelder, also auch die restlichen Milliarden, freigegeben werden. Was soll jetzt passieren? Soll die EU die Gelder freigeben, damit es das Budget gibt? Oder macht man sich da erpressbar? Ist man dann erpresst worden von Orbán? Es darf keinen Kuhhandel geben. Was bedeutet das? Das bedeutet im Kern, dass wir als Parlamentarier erwarten, dass die Europäische Kommission den Rechtsstaatsmechanismus, den wir haben, also dass wir für Polen unter Kaczynski und für Orbán unter Ungarn unter Orbán Gelder gekürzt haben, weil die Prinzipien unseres Zusammenlebens, die Unabhängigkeit der Justiz, freie Medien, nicht mehr so gewährleistet sind, wie wir uns das vorstellen. Dass, wenn das nicht gewährleistet ist, dass dann auch keine EU-Gelder fließen. Dafür haben wir gekämpft, auch ich habe damals mit Angela Merkel noch heftige Debatten gehabt. Dafür haben wir gekämpft, das haben wir durchgefochten, und ich erwarte von der Kommission, das nach dem Recht und Gesetz umzusetzen. Wenn Ungarn liefert, also wenn Ungarn die Rechtslage ändert, dann haben sie ja wieder Zugang zu den Geldern. Aber es muss faktenbasiert sein und kein politisches Geschäft sein. Deswegen keinen Kuhhandel. Ja, aber es ist so. Also wenn er es nicht macht, Orbán, kann er alles andere blockieren. Das ist richtig, und deswegen müssen wir uns jetzt auch für Ende Februar, für Ende Januar, für den Gipfel auf den Fall. Am 1. Februar ist dieser Sondergipfel. Genau, müssen wir uns für den Fall B vorbereiten. Wenn Orbán weiter blockiert, müssen die 26 alleine die Finanzbeschlüsse fassen und Orbán. Also Orbán geht wieder raus, oder?
Orbán muss dann auch rechtlich umgangen werden, weil dann Beschlüsse in der EU nicht gefällt werden können. Ich hoffe darauf, dass es nach wie vor Vernunft gibt, auch auf der ungarischen Seite. Aber wenn es nicht geht, dürfen wir uns nicht auf der Nase rumtanzen. Eine prinzipielle Frage noch zum Thema Migration. Auf der einen Seite versucht Europa, die Grenzen abzudichten, versucht Asylverfahren möglichst außerhalb zu machen. Auf der anderen Seite gibt es quer durch Europa Fachkräftemangel. Es suchen alle Mitgliedstaaten händeringend nach Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Pflege etc. etc. Wie passt denn das zusammen? Das passt insofern zusammen, dass wir den Menschen reinen Wein einschenken müssen. Es wird nicht ohne Zuwanderung gehen. Das ist das, was Kickl und andere aufbauen nach dem Motto, wenn ich in Wien durch die Innenstadt gehe oder in Graz durch die Innenstadt gehe, dann habe ich das Gefühl, da sind irgendwie weniger Ausländer. Das wird nicht passieren. Wir haben allein in Deutschland, ich habe die Zahl aus Deutschland im Kopf, 300.000 Pflegekräfte aus Mittelosteuropa, die 24-Stunden-Pflege in Privathaushalten durchführen. Und die sind auf der Straße, die sind in den Städten, die sind im Alltag. Ich habe eine Photovoltaikanlage bei mir privat installieren lassen. Da war kein deutsch sprechender Arbeiter mehr bei mir auf der Baustelle in Bayern. Und ich glaube, in Österreich wird es nicht anders sein, dass viele, Gott sei Dank, aus Mittelosteuropa bei uns mithelfen. Und das müssen wir den Leuten ehrlich sagen. Wenn wir den Wohlstand halten wollen, wenn wir unsere Sozialsysteme stabilisieren wollen, brauchen wir Zuwanderung. Aber, und das ist halt der derzeitige Kritikpunkt, es muss kontrollierte, organisierte Zuwanderung sein und nicht unkontrollierte, wie wir es die letzten 10, 15 Jahre so groß erlebt haben. Thema Erweiterung. Wie groß soll die Europäische Union werden? Was da jetzt alles im Gespräch ist, Moldawien, Ukraine, Serben und so weiter, überfordert das die EU nicht? Es sind große Fragen. Und, also die Ukraine müssen wir sowieso ausgliedern, aber, genau. Aber wie weit geht die Europäische Union und kann man dann überhaupt mit diesem System, das jetzt schon kein Mensch versteht, zum Beispiel auch ein Kommissar pro Land, kann man überhaupt weitermachen? Ja. Ich glaube, dass man nicht mit den Strukturen von heute die zukünftige Europäische Union führen kann. Kommissarszahlen haben Sie genannt, auch andere Aufgaben. Also endlich auch einmal eine Vertragsänderungsdebatte. Wir fordern beispielsweise von den Staaten westlichen Balkan viel Reformbedarf. Aber wir müssen einen Finger auf uns zeigen, wir müssen auch uns reformieren. Das heißt, auch vorbereiten auf diese Veränderungen. Ich weiß, dass viele sagen, naja, westlicher Balkan, Moldawien, Ukraine, weit weg. Es muss das sein, funktioniert das, können wir davon profitieren? Ich möchte nur daran erinnern, als wir vor 20 Jahren, wir feiern ja in diesem Jahr 20 Jahre Osterweiterung der Europäischen Union, 2004, haben wir auch viele Debatten geführt, wie wird denn das mit den Tschechen, mit den Ungarn, mit den Slowaken, kann das funktionieren? Sind wir dann die Verlierer, weil die billige Produkte liefern? Die Debatten gab es ja. Heute wissen wir, dass wir massiv davon wirtschaftlich profitiert haben. Österreich, Bayern, Deutschland insgesamt. Und deswegen werbe ich dafür, die wirtschaftlichen und die politischen Potenziale zu sehen. Aber ich sage auch eines, diese Erweiterungsfragen, westlicher Balkan und Stabilität dort zu erzeugen, Ukraine, Moldawien, müssen aus unserer Sicht, aus Sicht der Europäischen Volkspartei, verbunden werden mit der Grundaussage, dann müssen wir auch über die finalen Grenzen Europas reden. Konkret heißt es für mich, ja zu diesen Staaten, ja zum westlichen Balkan, aber nein zur Türkei. Wir müssen die Beitrittsgespräche zur Türkei beenden, dass die Bürger die Gewissheit haben, die Politik weiß, wo dann auch Schluss ist mit diesem Europa, mit dieser europäischen Einigungsprozedur. Ich hatte unlängst die Möglichkeit, bei einem Hintergrundgespräch von David McAllister dabei zu sein in Brüssel. Und er hat die Welt oder die europäische Welt so charakterisiert: Wirtschaftlich sind wir vielleicht noch ein Riese. Im IT- und KI-Bereich sind wir gerade überholt worden. Und verteidigungs- und sicherheitspolitisch sind wir ein Zwerg. Ich möchte beim dritten beginnen. Kann ein Zwerg sich überhaupt behaupten in dieser extrem angespannten sicherheitspolitischen Situation? Wir sind nackt in einer Welt von Stürmen. Ich bin heute neutralen. Ich glaube, das war schon. Ich bin heute bei Gast in einem neutralen Land, Österreich, aber selbst für die NATO ist es so, dass 80% der militärischen Kraft der NATO außerhalb der Europäischen Union ist. Also wenn das jetzt jemand gehört hat, wir sind nackt in einer Welt von Stürmen, wer soll sie dann wählen? Also jetzt. Wir alle, Herr Bürger, die Mitte gibt es ja oft zu, was alles nicht läuft und sagt, das sollte man. Aber wir reden ja mit aktiven Politikern. Was sollte man? Was sollte man verteidigungs- und sicherheitspolitisch machen? Sie reden mit einem Europapolitiker und der sagt Ihnen, jetzt müssen wir den Einstieg in europäische Verteidigungsstrukturen schaffen. Und da bin ich Österreich also sehr dankbar, dass es bereit ist, auch beim European Sky Schirm sozusagen, Schild, mitzuarbeiten, mit dabei zu sein. Von Kickl schwer kritisiert, Neutralitätsverletzung. Genau die Debatte. Will man Sicherheit für Österreich? Schauen Sie bitte an die Ostgrenze der Ukraine. Will man Sicherheit, dann brauchen wir so einen Raketenschutzschirm.
Und dann müssen wir es doch sinnvollerweise miteinander machen. Es ist doch im tiefen deutschen, österreichischen, belgischen Interesse, dass die Raketen bereits an der polnisch-belarussischen Grenze abgefangen werden und nicht erst an der österreichisch-tschechischen Grenze abgefangen werden. Das ist doch banal, die Erkenntnis. Und um die Debatten geht es. Wie populistisch, wie irrational, wie gegen die Interessen Österreichs gerichtet Rechtsradikalisten und Rechtspopulisten argumentieren. Da geht es um den Knopf, wer den Knopf drückt. Ne? Das jetzt, wir haben das hier in Österreich lange diskutiert, auch in den letzten Monaten. Kickl sagt, wir sind nicht mehr Herr der Lage, wer letztlich die letzte Entscheidung trifft, was diesen Sky Shield betrifft, dieses Abwehrsystem. Die ÖVP sagt, nein, das ist ganz klar geregelt, dass wir diese Entscheidung haben. Ist das so? Ist das den Menschen überhaupt vermittelt worden, was wir da mit Sky Shield machen? Erstens, was ist die Alternative? Ich habe es beschrieben. Glaubt jemand, dass sich Österreich alleine leichter verteidigen kann als in diesen modernen Kriegen? Denken Sie auch mal an Cyber Defense. Glaubt man, dass Österreich sich alleine in dieser Welt, in dieser digitalen Welt verteidigen kann? Da macht es doch Sinn, das miteinander auszupacken. Ja, aber warum freuen Sie sich dann über die Neutralität in Österreich? Ist das nicht ein Auslaufmodell? Jetzt frage ich Sie aus Ihrer Sicht. Das sage ich aus tiefem Respekt raus. Wir haben auch Irland als neutrales Land in der Europäischen Union. Und Österreich hat da eine Verfassungstradition, die ich sehr, sehr stark respektiere. Und umso mehr freue ich mich aufgrund der Tradition, dass eben die jetzige Regierung sagt, bei Teilbereichen europäischer Zusammenarbeit, wo es einfach wirklich jedem einleuchtet, außer Kickl, dass es Sinn macht, über das zu reden. Österreich ist mittlerweile in einer kompletten Minderheit. Nur einige wenigen Inselstaaten sind noch neutral. Angesichts dieser neuen, veränderten Sicherheitslage, die Neutralität ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, muss man da umdenken und sagen, mittelfristig ist die Perspektive eher die NATO. Wie sehen Sie das? Ich will eine starke NATO, aber ich will einen starken europäischen Pfeiler der Verteidigung. Und das sind die zwei Themen, die mich auf europäischer Ebene treiben. Und die Frage Neutralität hatte in Österreich, glaube ich, gute Gründe und ist, glaube ich, gut durchdacht, ist von den Bürgern auch so gewollt. Deswegen gilt es auch für uns Europäer, die Verfassungstradition des Landes zu respektieren. Und ich sehe auch, ganz offen gesagt, keinen Widerspruch. Ich sehe, dass wir das miteinander hinkriegen, wenn der Wille da ist, wenn wir miteinander arbeiten. Es geht um das Zurückfallen in den Nationalismus, der uns alle wirtschaftlich schaden, der uns politisch schwach machen wird gegenüber Putin. Er wartet darauf, dass die Rechtspopulisten in Europa mächtiger werden. Soweit EVP-Chef Weber in der ORF-Pressestunde. Fritz Dietelbacher nach wie vor hier zur Analyse. Wir wollen da jetzt noch detaillierter drüber sprechen. In der EU werden heuer also die politischen Karten neu gemischt. Im Juni wird das EU-Parlament neu gewählt und auch die Mitglieder der EU-Kommission werden neu bestellt. Jetzt haben wir gerade eben gehört in der ORF-Pressestunde, die konservativen Parteien seien generell schlecht beraten, wenn sie die Standpunkte etwa der FPÖ oder der AfD übernehmen, sagt EVP-Chef Weber. Und er sagt wörtlich, man kann ein Stinktier nicht überstinken. Eine Aussage, die wiederum die FPÖ empört, zu Recht. Das ist schon eine sehr grobe Aussage und wir haben es auch jetzt gerade in dem Ausschnitt, den wir gespielt haben, gehört. Es ist dem Manfred Weber auch gleich aufgefallen und er hat sofort zurückgerudert. Aber es versteckt sich da schon eine wirkliche Problematik dahinter, nämlich wie geht man sozusagen mit dem Rechtspopulismus um? Und da braucht es andere Antworten drauf, als zu sagen, ui, das stinkt aber. Wir leben nach Jahrzehnten der Globalisierung in einer Zeit, wo in den einzelnen Staaten sozusagen wieder das nationale Interesse stärker betont wird. Wir leben in einer Zeit, wo in diesen Staaten durch Fragmentierung, durch Polarisierung, auch dadurch, dass die Situation immer komplizierter geworden ist und die Fragen immer komplizierter geworden sind, die einfachen Antworten immer populärer geworden sind. Und das ist der Populismus. Und sozusagen der nationale Populismus ist der Rechtspopulismus und der ist nicht nur in Österreich, nicht nur in Europa, auf der ganzen Welt derzeit am Vormarsch und man braucht eine andere Antwort darauf, als zu sagen, wie das stinkt. Dass das schwierig ist sozusagen für unser Verständnis von multinationaler Zusammenarbeit, von Demokratie, von auch in gewissem Ausmaß offenen Grenzen, auch offenen Handelsgrenzen. Das ist ganz schwierig, das ist auch ganz klar. Aber nur zu sagen, wir gehen damit um, indem wir ganz laut sagen, dass wir das ganz schlecht finden, wird nicht sein, was die Wähler wirklich überzeugt. Wir haben gestern eine
einen Thronwechsel in Dänemark erlebt. Und in Dänemark zum Beispiel gibt es ein interessantes Experiment der dortigen Sozialdemokratie, die auf der einen Seite ganz stark Wohlfahrtsstaat orientiert ist, also eigentlich klassische linke Positionen überall einnimmt, bis auf den Bereich Migration. Dort nimmt sie rechte Positionen ein. Und in Dänemark ist es so, dass bei der letzten Parlamentswahl, das war 2021, die rechtspopulistische Partei, die Dänische Volkspartei, runtergefallen ist auf 5 Mandate und die Sozialdemokraten mit 50 Mandaten die stärkste Partei geworden sind. Das heißt, das war nicht die Geschichte mit, das sind Stinktiere, sondern das war ein anderer Umgang. Ein anderer Weg. Die Wählerinnen und Wähler werden jedenfalls im Juni dann zu Wort kommen, wenn das EU-Parlament neu gewählt wird. Die Spitzenkandidaten von Österreichs Parteien sind Andreas Schieder für die SPÖ. Für die FPÖ ist es Harald Wilimski und für die ÖVP wird ja der ehemalige Staatssekretär und ÖVP-Generalsekretär Reinhold Lopatka genannt. Eine Entscheidung soll es heute geben im Bundesparteivorstand der ÖVP. Gibt es da was Neues? Naja, es gibt schon erste Meldungen sozusagen aus dem Vorstand heraus, dass es eine einstimmige Erklärung für Reinhold Lopatka gegeben hat. Überraschen wird es uns alle nicht mehr. Von dem gehen wir seit letzter Woche aus. Es hat kurzfristig ein Gerücht gegeben, dass die ÖVP es wieder ein weiteres Mal mit einem glitzernden, spannenden Kandidat, konkret einer Kandidatin von außen versuchen wird. Aber es hat dann recht rasch geheißen, nein, es ist schon letzte Woche die Entscheidung gefallen, es soll jemand Bewährter sozusagen und ein Parteimitglied vor allem sein. Und das scheint jetzt erfolgt sein. Welches Zeichen sollen denn diese Politiker, die jetzt also bekannt schon sind als Spitzenkandidaten, was sollen die denn sein? Naja, das Zeichen, dass man wohlwollend drin sehen will, man setzt auf Erfahrung, man setzt auf Kompetenz, man setzt auf Berechenbarkeit sozusagen im jeweils eigenen Bereich. Ein Zeichen von Aufbruch oder von übergroßem Interesse am Gremium ist es nicht. Es gab früher den Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa für EU-Wahlen. Ich würde nicht so weit gehen, so grob auszudrücken. Ich bin nicht Manfred Weber, aber das hat schon ein bisschen was von dem. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wenn es so bleibt, wie es jetzt kolportiert wird, ist, dass die Nationalratswahl im September stattfindet, ist sie natürlich nach dieser EU-Wahl. Inwieweit kann denn diese EU-Wahl auch ein Gradmesser für die Nationalratswahl sein? Kann es sein, weil es natürlich sozusagen einmal vorgibt, das Signal, wohin die Reise geht, dann auch im Herbst. Es gab übrigens letzte Woche, als es die Gerüchte gegeben hat, mit die ÖVP probiert es doch mit einem schillernden Kandidaten oder einer Kandidatin, gab es auch die Gerüchte, die ÖVP überlegt, die Nationalratswahlen vorzuverlegen. Und zwar schon auf Ende Mai, noch ein, zwei Wochen vor die EU-Wahl, um nicht mit dem Rucksack eines schlechten Ergebnisses, wo man dann zweistellig verloren hat vielleicht, in die Nationalratswahlen zu gehen. Das Gerücht ist noch nicht widerlegt, so wie das andere von der schillernden Kandidatin. Mhm. Müssen wir mal schauen, wenn es wirklich so wäre. Die Zeit wird drängen. Man würde dann bis Ende Februar das Parlament auflösen müssen, was im Hinblick auf die Untersuchungsausschüsse vielleicht manchen durchaus gelegen kommen würde, was aber dann in den nächsten Wochen, ja, wie hat es unter Rudolf Anschober immer so schön geheißen, die nächsten Wochen entscheiden, das gilt doch in der Hinsicht. Es bleibt spannend auch in dieser Hinsicht. Vielen Dank, Fritz, für diese Analyse. Gerne. Heute beginnen die Vorwahlen im Bundesstaat Iowa in den USA. Wer dort als Favorit gilt, das erfahren Sie gleich inklusive weiterer Meldungen in unserem ORF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Heute treffen sich die Geldgeber der Signa-Gesellschaften Signa Prime und Signa Development. Das Treffen wird darüber entscheiden, ob das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geführt wird. Dann könnten die bisherigen Geschäftsführer die Unternehmen weiterführen und Notverkäufe verhindert werden. Dafür müssten die beiden Signa-Gesellschaften 30% ihrer Schulden bezahlen. Und das schaffen sie nur mit einer Geldspritze von 350 Millionen Euro. Ob sich Investoren für eine weitere Finanzierung der Signa-Töchter entschieden haben, ist noch nicht bekannt. Im US-Bundesstaat Iowa findet bei eisiger Kälte die erste Abstimmung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Die letzten Umfragen sehen Ex-Präsident Donald Trump deutlich in Führung.
Spannung herrscht im Rennen um Platz 2 zwischen der ehemaligen UNO-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Sie wollen Iowa als Sprungbrett für die weiteren Vorwahlen nutzen. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavík, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavík, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdóttir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. In Österreich wird weiter über das Sammeln und Speichern von CO2 unter der Erde diskutiert. Derzeit ist das verboten. Vor allem Branchen, die schwer auf erneuerbare Energieträger umsteigen können bzw. viel Treibhausgase produzieren, liebäugeln aber mit dieser Methode. Sie könnte Österreich helfen, das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Noch gilt aber eben das Verbot. Und unter Fachleuten ist die Technologie auch umstritten. Besonders in der Stahl- und Zementindustrie werden große Mengen an klimaschädlichem CO2 verursacht. Es einzufangen und anderswo zu speichern, wird etwa in Norwegen bereits erprobt. Bis die Carbon Capture and Storage Technologie allerdings im großen Stil umgesetzt werden kann, werde es noch dauern. Bis man hier an einen Punkt kommen könnte, wo Kohlenstoffspeicherung tatsächlich einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leisten könnte, würde es 15, 20 Jahre dauern. Offen sei außerdem, wo das eingefangene CO2 gespeichert werden könnte. Die Frage ist, wo würde man das CO2, das wir in Österreich abscheiden, dann tatsächlich einspeichern? Würde man das im Weinviertel machen, wo jetzt schon die Bevölkerung gegen neue Gasförderbohrungen sehr skeptisch eingestellt ist? Wahrscheinlich nicht. Auch der Transport ins Ausland, etwa über Pipelines, würde das ohnehin kostspielige Vorhaben zusätzlich verteuern. In Österreich ist es verboten, CO2 in der Erde zu speichern, weil es Bedenken wegen möglicher Umweltschäden gibt. Der zuständige Minister Magnus Brunner hat sich für die Aufhebung des Verbots ausgesprochen. Die Zustimmung aus dem grünen Klimaschutzministerium fehlt aber noch. Ein Großteil der Schweine lebt bei uns in Österreich auf den Bauernhöfen auf sogenannten Vollspaltenböden. Wie lange noch, das ist seit dieser Woche unklar. Der Verfassungsgerichtshof verlangt nämlich, dass das neu geregelt wird. Neue Ställe müssen seit Jahren ohnehin anders gebaut werden. Für bestehende Ställe aber war eine Übergangsfrist von 17 Jahren vorgesehen. Das ist zu lange, sagt der Gerichtshof. Jetzt ist wieder die Regierung am Zug. Den Österreicherinnen und Österreichern ist ihr Schnitzel nicht egal. Dünn geklopft und goldbraun paniert soll es sein. Am besten aus biologischer Haltung und natürlich nicht allzu teuer. Doch die Haltung von Tierwohlschweinen ist nun mal mit höheren Kosten verbunden, sagt der Schweinebauer. Was man da sieht, ist sehr schön anzusehen. Es macht aber bedeutend viel mehr Arbeit. Es sind enorme Kosten, die da auf einen eingehen. Ja, man muss einfach rechnen in so einer Produktion, dass man einfach 60, 70 Cent mehr pro Kilogramm Fleisch zu bezahlen hätte. Der Großteil seiner Schweine haust noch immer in solchen Ställen mit Vollspaltenböden. 4 Monate leben die Schweine hier, bis sie ausgewachsen sind und geschlachtet werden. Soweit die Realität vieler Schweinehaltungen in Österreich. 2022 fixiert die türkis-grüne Regierung in einem neuen Tierschutzgesetz ein Verbot von Vollspaltenböden. Für neue Anlagen gilt das Verbot bereits seit 2023. Um den Betrieben mehr Planungssicherheit zu geben, wurde eine Übergangsfrist für bestehende Anlagen bis 2040 festgelegt. Denn ein Umbau ist mit Kosten verbunden. Die Förderungen von Bund und Land reichen aber laut den Schweinebauern bei weitem nicht aus. Wenn man heute einen Stall mit 500 Schweinen hernimmt und man würde ihn Richtung Vollspaltenverbot adaptieren, dann würde das ca. 200-300 Euro pro Maßplatz zusätzlich ausmachen. Der Verfassungsgerichtshof hat nun in einem Erkenntnis festgestellt, dass die Übergangsfrist viel zu lange ist und die Abwägung zwischen Investitionsschutz und Tierwohl auch sachlich nicht gerechtfertigt. Für Tierschützerinnen nur ein Teilerfolg, denn für sie geht es in der Debatte nicht nur um Übergangsfristen. Wie die Mindeststandards nach der Frist auszusehen haben, wurde auch noch nicht bestimmt. Die werden ja erst in einem Projekt evaluiert und sollten dann bis 2028 festgelegt werden. Also erst dann wäre dann die Klarheit, welcher Mindeststandard das ist.
Nun ist also der Gesetzgeber gefragt. Zuständig für mehr Tierschutz ist Konsumentenschutzminister Johannes Rauch von den Grünen. Doch der spielt einen Querpass an den Koalitionspartner. Naja, wir haben jetzt gesagt, der Ball liegt bei euch, ganz eindeutig. Es war auch von Seiten der ÖVP gewünscht, die Frist zu lange zu lassen. Jetzt muss sie verkürzt werden. Jetzt wird man sich darüber einigen müssen, wo die auch eingehängt wird. Ich gehe davon aus, es wird eine deutliche, massive Verkürzung der Frist geben. Kommt es zu keiner Einigung, gilt ein Totalverbot aller Vollspaltenböden ab 1. Juni 2025. Und statt Planungssicherheit erhalten die Bauern und Bäuerinnen eine ungewisse Zukunft. Und dazu war der Landwirtschaftsminister der ÖVP Norbert Totschnig zu Gast in der ZIP 2 gestern Abend. Marie-Claire Zimmermann hat den Minister zu Beginn gefragt, welche Übergangsfrist er denn sich vorstellen könnte, also ab wann Vollspaltenböden in der Schweinehaltung verboten werden könnten. Ich möchte, Frau Auschek, Tierwohl ist mir wichtig und es war uns in der Koalition wichtig. Und deswegen haben wir gemeinsam mit den Schweinebauern und Schweinebauern das Tierwohl weiterentwickelt. Das Verbot gilt, wie im Vorspann gezeigt, seit vergangenem Jahr. Für neue Ställe und für Ställe, die umgebaut werden. Und ganz wichtig war uns auch, dass entsprechende Unterstützung, also Investitionsförderung zur Verfügung gestellt werden. Wir haben diese aufgestockt mit dem aktuellen Budget, aber auch, dass entsprechende Übergangsfristen eingeräumt werden, weil wir brauchen eines, Planungs- und Rechtssicherheit für die Betriebe. Wir haben gesehen, in den vergangenen Jahren, da war sehr viel Verunsicherung bereits drin. Also wenn die Betriebe auch wirklich darauf vertrauen können, dass es gut weitergeht in der Zukunft, eine Investition kostet 1 Million, 2 Millionen Euro, das müssen Sie sich vorstellen. Und da muss man darauf vertrauen, dass für die nächsten 10 und 20 Jahre Investitionssicherheit herrscht. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, man muss hier differenzieren. Also anschauen, wann wurden die Betriebe konkret in Betrieb genommen. Wir schauen uns jetzt genau an, was der Verfassungsgerichtshof hier tatsächlich gemeint. Wenn wir es ganz kurz runterbrechen, der Verfassungsgerichtshof sagt schon, es wurden offensichtlich die Investitionen mehr geschützt mit dem derzeitigen Gesetz als die Tiere. Also der wünscht sich eindeutig schnellere Übergangsfristen. Also wir lesen es so, der Verfassungsgerichtshof sagt, man soll auf den Tierschutz zugehen, aber man soll natürlich auch entsprechende Zeiten einräumen für die Betreiber, für die Schweinebauern, für die Bauernfamilien. Welcher Zeitraum schwebt Ihnen davor? Was wäre da sinnvoll? Also es war jetzt gedacht, ein Zeitraum bis 2040, das ist dem Verfassungsgerichtshof zu lang. Genau, das ist jetzt die Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten, gemeinsam mit den dafür zuständigen Tierschutzminister, mit dem Kollegen Rauch und den Experten, natürlich auch den Bäuerinnen und Bauern. Weil eines darf nicht passieren, wenn wir die Zeiten zu sehr verkürzen, dann führt es einfach dazu, dass wir in Österreich keine heimische Produktion mehr und dann geht es wirklich um das österreichische Schnitzel. Es hat schon vergangene Zeit auch Reformen gegeben. Reformen sind immer schwierig, ist immer mit einer großen Umstellung verbunden. Aber wir haben es immerhin geschafft, dass es in Österreich keine Käfige mehr gibt für Legehennen. Wir haben es auch geschafft, dass Lokale rauchfrei sind. Auch das war alles mit viel Anlauf verbunden. Das ist alles geschafft. Warum sollte es nicht zu schaffen sein, innerhalb von weniger als 17 Jahren keine Vollspaltenböden mehr in der Schweinehaltung zu haben? Sie sprechen ein wichtiges Beispiel an. Im Bereich der Geflügelhaltung war ja auch bis 2010 sozusagen der normale Käfig verboten, dann der ausgestaltete bis 2020. Also da hat man auch entsprechende Übergangsfristen eingeräumt. Und genau das braucht man auch in dem Fall. Und man muss einfach realistisch bleiben, denn wir gehen voraus als Österreich im Bereich des Tierwohls in der Schweinehaltung. Das heißt, wir müssen uns am Ende des Tages am Markt beweisen, den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt standhalten. Und wie wir auch gesehen haben im Vorspann, 95% des Schweinefleisches, das in Österreich gekauft wird, kommt aus herkömmlichen Systemen. Und wenn wir mit dem Wettbewerbsdruck zu sehr erhöhen, kommt einfach ausländisches Fleisch, gehalten wird auf eine Art und Weise, die möchten wir lieber nicht sehen. Sie sagen, wir gehen voraus aus Österreich. Es gibt sehr wohl eine Richtlinie der EU, und zwar bereits seit 2008. Und im Jahr 2016 wurde es noch einmal klargestellt, wonach Ställe für Schweine physisch angenehme Liegeflächen haben müssen. Also das widerspricht dem Vollspaltenboden total. Seit 2016 hat es 6 Jahre gebraucht,
bis ein Gesetz beschlossen wurde. Jetzt sind wir noch einmal 2 Jahre weiter und es ist immer noch nicht absehbar, wann denn diese Böden wirklich verboten sind. Trotzdem ist die Situation so, dass wir vorausgehen. Also neben Schweden und Finnland gibt es und Dänemark gibt es kein einziges Land, das so strenge Standards jetzt vorsieht im Um- und Neubau. Und die anderen produzieren zu herkömmlichen Standards und natürlich hat es eine Kostenkonsequenz und am Ende geht es um den Wettbewerb. Also wir wollen, dass die heimische Produktion gesichert wird. Es geht um die Versorgungssicherheit in Österreich. Wir wollen, dass heimische Qualität verfügbar ist für alle Österreicherinnen und Österreicher. Jetzt sagen die Schweinebauern, mit mehr Unterstützung ginge es leichter. Wir haben, wie gesagt, die Investitionsförderungen aufgestockt mit dem jetzigen Budgetbeschluss. Aber dazu braucht es noch das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen dafür, dass die nächsten Jahre und Jahrzehnte Sicherheit herrscht, dass man produzieren kann. Das jetzige Urteil hat zu einer gewissen Verunsicherung geführt. Umso wichtiger ist es uns jetzt, dass wir noch in dieser Legislaturperiode schaffen, hier eine Novellierung herbeizuführen und zu beschließen, die von den Bäuerinnen und Bauern auch getragen wird. Welcher Zeitraum schwebt Ihnen davor? Reden wir von 10 Jahren? Reden wir von weniger als 10 Jahre? Wie gesagt, ich möchte hier den Beratungen nicht vorgreifen. Wir schauen uns das sehr genau an. Wir müssen die Bauern und Bauern mitnehmen und wir müssen am Ende eine Lösung finden, die auch im Sinne des Verfassungsgerichtshofs Erkenntnisses ist. Ich darf Sie kurz noch ansprechen auf etwas anderes, das auch noch zu lösen wäre in dieser Legislaturperiode, nämlich die Bodenschutzstrategie. Da geht es darum, wie viel Fläche jedes Jahr in Österreich versiegelt zu betoniert werden darf. Derzeit ist das sehr viel, täglich bis zu 20 Fußballfelder. Das soll ein viel kleinerer Wert sein. Und da hat es schon einen Entwurf gegeben, der liegt seit Juni auf Eis, weil man sich nicht einigen konnte. Kommt das noch vor der Wahl? Also man muss das präzisieren. Wir haben eine Strategie auf dem Tisch, die enthält einen Aktionsplan und hat auch vorgesehen, dass man ein Monitoring aussetzt. Und die Bundesländer haben vereinbart jetzt im Herbst, dass man beginnt schon diesen Aktionsplan umzusetzen. Was geht es da? Zersiedelung einschränken. Es geht darum, landwirtschaftliche Vorrangflächen zu schützen. Es geht darum, die Innenentwicklung von Dörfern voranzutreiben. Wir stellen dafür auch 26 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Monitoring, das seit Dezember online ist, haben wir ganz exakt heruntergebrochen auf jede Gemeinde, wie viel Fläche in Anspruch genommen worden ist, wie viel tatsächlich versiegelt worden ist. Das heißt, wir haben eine super Ausgangsbasis. Was jetzt noch fehlt, ist die Frage der Zielformulierung. Da laufen die Verhandlungen, da werden wir auch unseren Beitrag leisten, um hier eine Einigung zu erzielen. Aber wie gesagt, das Ganze wird verhandelt in der österreichischen Raumordnungskonferenz. Da braucht es Einstimmigkeit, Zustimmung der Länder und aller Bundesministerien. Ich von meiner Seite aus, wir werden weiter verhandeln mit dem Ziel, dass wir diese Zielformulierung noch gemeinsam mit dem Koalitionspartner zustande bringen. Also auch noch vor der Wahl? Jedenfalls. Soweit also Landwirtschaftsminister Totschnig in der Zeit in Bild 2. Und darüber wollen wir jetzt noch genauer sprechen. Fritz Dietelbacher heute hier zur Analyse im ORF3 Aktuellstudio. 2022 hat die türkis-grüne Regierung in einem neuen Tierschutzgesetz ein Verbot von diesen Vollspaltenböden fixiert mit Übergangsfrist für bestehende Anlagen bis 2040. Viel zu lange, heißt es jetzt vom Verfassungsgerichtshof. Wie wird denn das jetzt weitergehen? Naja, Übergangsfristen von 18 Jahren, damals 17 Jahre sind es jetzt noch, das ist in der Tat etwas, was auch schwer argumentierbar ist, offensichtlich auch gegenüber den Verfassungsrichtern. Hier muss man eine neue Regelung finden, sonst wird es im nächsten Jahr einfach ein Verbot von Vollspaltenböden geben, auch vom bestehenden. Und diese Übergangsfrist muss kürzer sein. Wie man überhaupt auf solche langen Übergangsfristen kommen kann wohl nur erklärt werden unter dem, ja, aber wir haben geschafft, im Prinzip ein Verbot als Argument. Man stelle sich vor, im Industriebereich, wir haben eine Industrie, wo im bestehenden Bereich 17 Jahre lang noch keine Umweltschutzmaßnahmen vorgenommen werden müssen, keine Abgasrauchreinigung, was weiß ich, was auch immer. Wie groß ist dann die Motivation für einen Unternehmer, daneben eine neue, teure Anlage hinzustellen, wenn ich weiß, die nächsten 17 Jahre produziert der verstinkt sozusagen immer noch weiter. Also das ist etwas, was schwer erklärbar ist und was auch dem Verfassungsgerichtshof offensichtlich nicht erklärt werden konnte. Argumentiert wird natürlich mit hohen Kosten für diese Umbauarbeiten für bestehende Anlagen. Die Bauern wollen mehr Geld eben für diese Umbauarbeiten. Werden sie dieses Geld bekommen? Also meine Erfahrung mit österreichischer Politik, und die geht jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte zurück, lautet, die Bauern bekommen immer Geld.
Also es gibt kaum eine Berufsgruppe, die eine derartig starke Lobby hat, die derartig erfolgreich ist. Die Bauern machen derzeit etwa 3% der Gesamtbevölkerung aus. Sie werden aber budgetär in Österreich, in der EU, durchaus ordentlich bedacht. Zu Recht, muss man sagen. Denn es geht ja nicht nur um die Produktion, es geht auch um die Landschaftspflege, es geht um das Ansehen von Österreich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nicht weitere Mittel geben wird, auch für die Bauern, um sie rascher zu einer Umstellung auf Tierwohlbetriebe zu bringen. Es gibt eine Unmenge an Förderungen für Bauern, von steuerlichen bis hin zum Agrardiesel. Na, da wird es auf das nicht auch ankommen. Nun ist es so, dass Tierschützerinnen und Tierschützer bemängeln, dass Mindeststandards nicht bestimmt worden sind. Kann man da vielleicht dann auch sagen, dass einmal mehr die Tiere auf der Strecke bleiben? Naja, also wenn das eine Kritik wäre am Verfassungsgerichtshofspruch, dann muss man sagen, was macht der Verfassungsgerichtshof? Der Verfassungsgerichtshof hat in Österreich, und das ist eine Errungenschaft, das Recht auf Normenkontrolle. Das heißt, er kontrolliert, ob ein Gesetz mit der Verfassung übereinstimmt. Er hat nicht das Recht auf Normenschaffung. Das ist in der Hand nach wie vor des Parlaments, der Legislative. Da muss das Parlament und in Vorleistung die Exekutive, sprich die Regierung mit Vorlagen, Regierungsvorlagen, etwas machen, damit das dort besser wird. Und damit eben auch Mindeststandards, wie das ausschauen soll, geschaffen werden? Dass es Mindeststandards geben soll, an dem zweifelt keiner, an dem zweifelt auch die Landwirtschaft nicht. Es ist ja nicht so, dass Bauern eine Freude dran haben, wenn sie ihre Schweine auf Vollspalten Böden ohne Stroheinstreuung haben. Da geht es um ökonomischen Druck, da wird man helfen müssen, aber dass Landwirte und Landwirtinnen ihre Tiere lieben, sage ich jetzt mal, mein großes Wort in den Mund zu nehmen, das ist sicher unbestritten. Vielen Dank, Fritz, für diese Analyse. Gerne. Heute beginnen die Vorwahlen im US-Bundesstaat Iowa. Mehr dazu und weitere Meldungen gibt es jetzt in unserem ORF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Heute treffen sich die Geldgeber der Signa-Gesellschaften Signa Prime und Signa Development. Das Treffen wird darüber entscheiden, ob das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geführt wird. Dann könnten die bisherigen Geschäftsführer die Unternehmen weiterführen und Notverkäufe verhindert werden. Dafür müssten die beiden Signa-Gesellschaften 30% ihrer Schulden bezahlen. Und das schaffen sie nur mit einer Geldspritze von 350 Millionen Euro. Ob sich Investoren für eine weitere Finanzierung der Signa-Töchter entschieden haben, ist noch nicht bekannt. Im US-Bundesstaat Iowa findet bei eisiger Kälte die erste Abstimmung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Die letzten Umfragen sehen Ex-Präsident Donald Trump deutlich in Führung. Spannung herrscht im Rennen um Platz 2 zwischen der ehemaligen UNO-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Sie wollen Iowa als Sprungbrett für die weiteren Vorwahlen nutzen. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavík, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavík, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdottir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. Gleich 2 neue Untersuchungsausschüsse hatten vergangene Woche ihre konstituierende Sitzung. Der von SPÖ und FPÖ beantragte KOFAG-Ausschuss und der von der ÖVP eingesetzte rot-blauer Machtmissbrauch-Ausschuss. Die Neos sprechen von einer Schlammschlacht. Der grüne Koalitionspartner appelliert an die Vernunft aller Fraktionen. Die Befragungen finden mitten im EU-Wahlkampf statt. Und viel Zeit für die Ausschussarbeit bleibt ohnehin nicht. Geplant sind jeweils nur 9 Sitzungen. 3 Monate vor der Nationalratswahl, also im Juli, muss der Ausschuss beendet werden. So steht es im Gesetz, wie Markus Blecher berichtet. Der Startschuss für die beiden neuen U-Ausschüsse fällt in der letzten Nationalratssitzung vergangenes Jahr. SPÖ und FPÖ präsentieren ihre Vorhaben im KOFAG-Untersuchungsausschuss. Die Covid-19-Finanzierungsagentur soll genau unter die Lupe genommen werden.
es gibt natürlich sehr, sehr dringende Hinweise, dass manche in dieser Republik gleicher behandelt wurden als andere. Stichwort Benko, Stichwort Wolf. Und natürlich müssen wir uns das ansehen, weil das kann doch nicht sein. Danach folgt die Debatte über den rot-blauer Machtmissbrauchausschuss. Die ÖVP möchte die Regierungsbeteiligungen ihrer letzten Koalitionspartner zwischen 2007 und 2020 beleuchten. Es ist ganz klar definiert, was wir uns anschauen, untersuchen wollen. Das ist die Regierungsbeteiligung der SPÖ. Das ist die Regierungsbeteiligung der FPÖ. Gerade die FPÖ hat sich ja nicht wirklich ausgezeichnet durch ihre Regierungstätigkeit, wie wir wissen, aus den vergangenen Jahren. Und nicht mehr und nicht weniger machen wir. Neos sehen eine einzige Schlammschlacht im Superwahljahr. Und selbstverständlich kann eine Regierungspartei wie die ÖVP auch selbst einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Auch das ist das gute Recht einer Parlamentspartei. Und es würde ja auch nicht so komisch anmuten, wenn man ernsthaft davon ausgehen würde, dass die ÖVP ein richtiges Interesse an Aufklärung, an lebendigem Parlamentarismus hätte. Das Problem ist nur, wenn man einen Untersuchungsausschuss nur deswegen einsetzt, weil zwei andere Parteien einen einsetzen und das als Retourkutsche macht, dann ist es nichts anderes als die Schlammschlacht, die wir nicht mehr brauchen. Und der grüne Koalitionspartner fordert vernünftige Arbeit. Ich möchte trotzdem an alle Beteiligten dringend appellieren, dass auch wirklich der wahre Geist des Untersuchungsausschusses hier im Fokus stehen soll, stehen muss. Kontrolle, Transparenz und Aufklärung, all das im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und eben keine Schlammschlachten im Sinne der Parteipolitik, im Sinne des Parteibuches. Die ersten beiden Sitzungen haben am Donnerstag stattgefunden. Für die Neos übernimmt nun statt Stefanie Crisper Yannick Schetti das Ruder. Sein erster Eindruck war ernüchternd. Es wurden nur Befindlichkeiten ausgetauscht, nur persönliche Befindlichkeiten. Der Wahlkampf beginnt jetzt und das spürt man. Und das finden wir nicht gut, weil die Menschen sich von der Politik erwarten, dass sie arbeitet. Dazu gehört auch zu kontrollieren, scharf zu kontrollieren, das ist die Aufgabe des Parlaments, aber nicht eine Schlammschlacht zu betreiben. Und das passiert hier, das wird passieren. Der Beweis heute ist belegt, also ist gebracht worden durch die Akteure und das finden wir zutiefst bedauerlich. Im vorläufigen Ladungsverlangen im KOFAG-Ausschuss von SPÖ und FPÖ stehen neben dem Investor und Unternehmer René Benko und dem Präsidenten der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn vor allem nicht prominente Beamte. Es geht um die sachliche Aufklärung. Politische Verantwortung ist am Ende die Frage. Aber es geht ja erst einmal um den Sachverhalt zu klären. Und das werden wir nur tun können, wenn wir die Beamtinnen und Beamten hier haben. Ja. Im rot-blauer Machtmissbrauchausschuss werden hingegen sämtliche SPÖ- und FPÖ-Regierungsmitglieder der letzten 17 Jahre vorgeladen. 34 Namen stehen auf der Liste. Sehr viel für nur 6 Befragungstage. Es ist nur meine Ladungsliste, damit wir dann ganz konkret überlegen können, zum Thema wollen wir denjenigen, diejenige laden. Es gibt noch keine Einladungen, es gibt aber eine Liste, die potenziell in Frage kommt. Die Zeit für die Aufklärungsarbeit ist sehr knapp bemessen. Mit Juli sollen bereits die Abschlussberichte vorliegen, da die U-Ausschüsse per Gesetz 3 Monate vor der Nationalratswahl beendet werden. 9 Sitzungen sind insgesamt pro Ausschuss geplant. Im Vergleich zu den Untersuchungsausschüssen der letzten 20 Jahre werden der KOFAG und der rot-blaue Machtmissbrauch-Ausschuss mit nur 9 Sitzungen sehr deutlich die wenigste Zeit haben. Die beiden kürzesten U-Ausschüsse sind sie aber nicht. Blicken wir auf alle 27 parlamentarischen Untersuchungsausschüsse seit dem Zweiten Weltkrieg, hat der 1976 eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Überprüfung der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen gegen das Abhören von Telefongesprächen mit nur 6 Sitzungen die wenigsten von allen. Dieser Rekord könnte von den beiden jüngsten U-Ausschüssen nur gebrochen werden, wenn noch vor dem Sommer neu gewählt wird. Die meisten Sitzungen hat mit 79 der 2015 einberufene Hypo Group-Ausschuss. Dieser Rekord wird vorerst sicher nicht gebrochen. Wie viel Aufklärungsarbeit geht sich in 6 Monaten aus? ÖVP und SPÖ zeigen sich zuversichtlich. Ich gehe sehr klar mit dem Vorsatz in den Untersuchungsausschuss konzentriert, seriös, sachlich zu agieren. Aber ja, ich sage Ihnen auch ganz offen, wenn ich wiederum den Eindruck gewinne,
dass hier unterstellt wird, dass hier mit falschen Vorhalten agiert wird, dann werde ich mich wie immer zur Wehr setzen. Auch in wenigen Sitzungstagen kann man natürlich konstruktiv befragen, indem man sich auch genau überlegt, welche Personen möchte ich laden. Ist es eben eher ein Baumischau-Laufen oder schaue ich auch, dass ich Personen, die vielleicht im Hintergrund arbeiten und auch tatsächlich über Vorgehensweisen, Abläufe Bescheid wissen, laden. Die Grünen sitzen zwischen den Stühlen und üben verhaltene Kritik. Ein Untersuchungsausschuss ist unserer Meinung nach wieder eine Bühne für Hobby-Sheriffs mit dem rauchenden Kohl. Es ist aber auch kein Platz, wo einzelne Abgeordnete Fraktionen, nur weil sie selber im Fokus der politischen Aufklärung stehen, denn weil es halt gerade unangenehm ist, wild um sich schlagen. Und in diesem Sinne stehen die Grünen vor allem auf einer Seite, das ist die Seite der Aufklärung. Und diese Aufklärung hätte zum Teil künftig öffentlich übertragen werden sollen. Nach langjährigen Forderungen aller anderen Fraktionen hat vor wenigen Wochen auch die Volkspartei eine Übertragung von Ausschussbefragungen gefordert. Doch aus dem ursprünglichen Ja wurde mittlerweile ein Ja-Aber. Tempo herausnehmen, ordentlich sauber diskutieren, Persönlichkeitsrechte der Auskunftsperson sehen, das öffentliche Interesse sehen. Und wenn alle guten Willen sind, wird es eine gute Lösung geben. Aber Ihr Wille ist auch noch da? Absolut. Im März werden die ersten Befragungstage stattfinden. Bis dahin könnte sich eine Geschäftsordnungsreform ausgehen, wenn man sich einig wird. Und dazu war Christian Haffenecker, FPÖ-Generalsekretär und Fraktionsführer in beiden U-Ausschüssen, zu Gast in der Sendung Hohes Haus. Denn ein Tag im U-Ausschuss kostet ihn etwa 50.000 bis 60.000 Euro. Auf die Frage, wie Haffenecker das dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin erklären will, antwortet er: Gerade was die COFAG betrifft, und das ist der erste Akt aus unserer Sicht, um dieses ganze Corona-Unrecht, das begangen worden ist, aufzuklären. Aber gerade im Fall COFAG gibt es ein Verfassungsgerichtshofsurteil, das eben bestätigt hat, dass diese COFAG nicht auf dem Boden der Verfassung gestanden ist. Das heißt, das war ein illegales Konstrukt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch einen vernichtenden Rechnungshofbericht, was die COFAG betrifft. Und würden wir hier keinen Untersuchungsausschuss machen, dann wäre es ganz klar eine absolute Themenverfehlung seitens der Opposition. Also wir haben ja die parlamentarische Pflicht, hier tätig zu werden. Aber das Ergebnis wird enden wollen sein. Es gibt 6 Befragungstage und da ist man schnell einmal krank oder verhindert oder Sonstiges. Naja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eben die Akten jetzt sichern in diesem Zusammenhang, was die COFAG betrifft. Denn wir wissen, was die ÖVP tut. Wenn sie es kann, dann werden die Schredder angeworfen und dann gibt es am Ende des Tages überhaupt keine Beweismittel mehr. Das heißt, deswegen ist es genau eben wichtig, dass wir diesen Untersuchungsausschuss jetzt einberufen, dass wir uns diese Akten zu Gemüte führen. Ja, und natürlich auch die wichtigsten Personen in dem Zusammenhang befragen. Und ich finde es schade, dass wir so wenig Befragungstage haben, aber das ist nicht zuletzt auch dem Umstand geschuldet, dass die ÖVP einen Machtmissbrauchsuntersuchungsausschuss eingerichtet hat, der kein anderes Ziel verfolgt, als uns Befragungstage wegzunehmen. Das ist ein Minderheitenrecht. Also das Recht, aber nichtsdestotrotz ist die Optik nicht schöner. Weil Sie gerade mit diesem Ausschuss angesprochen haben, da soll ja die Verantwortung von Herbert Kickl bei der Zerschlagung des Staatsschutzes auch untersucht werden, sagt die ÖVP. Können Sie hier und heute garantieren, dass Kickl sich da nichts zu Schulden kommen hat lassen? Absolut. Also ich glaube, das ist auch hinreichend ausgewälzt. Und es gab auch einen eigenen BVD-Untersuchungsausschuss. Auch da ist relativ viel klar geworden. Herbert Kickl trifft hier keine Schuld. Und noch einmal, das muss man auch einmal ganz klar sagen, da wird ihm irgendein Märchen erzählt, dass der Herbert Kickl da in eigenmächtiger Art und Weise das BVD zertrümmert hätte. Fakt ist, dass es dann eine staatsanwaltschaftliche Anordnung gegeben hat in dem Zusammenhang. Und dass es genau deswegen natürlich auch zu dem Eingreifen der Polizei im BVD gekommen ist. Gut, das wird jetzt dann noch geklärt werden, ob es da politische Verantwortlichkeiten gibt. Sie sagen ja auch, dass der von der ÖVP beantragte U-Ausschuss verfassungswidrig ist. Wann werden Sie sich da an den Verfassungsgerichtshof wenden mit einer Beschwerde? Na, das ist ein bisschen schwierig, also, weil das ein Minderheitenrecht ist und wenn man per se mit diesem Minderheitenrecht nicht gleich zum Verfassungsgerichtshof gehen kann, muss ich natürlich gewisse Beweismittelanträge und so weiter und so fort anschauen. Da muss man dann hinterfragen, ob die zulässig sind oder nicht und das wird dann möglicherweise auch die Möglichkeit ergeben, zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Aber Sie streben es jedenfalls an, also Sie wollen zum Verfassungsgerichtshof gehen mit einer Beschwerde. Also das ist unbedingt das Ziel. Das naja, wenn ich mir anschaue, welche Beweismittelanträge die ÖVP zuletzt gestellt hat, dann sind die schon sehr, sehr spannend. Und man sieht ja auch, dass da nichts anderes verfolgt wird, als politisches Kleingeld zu machen. Das wird man alles prüfen müssen und dann gehen wir damit um. Aber wie gesagt, wir sind natürlich konstruktiv und schauen uns mal an, was die ÖVP jetzt liefert.
Es gab jetzt auch wieder Kritik daran, dass Sobotka den Vorsitz übernehmen wird in beiden U-Ausschüssen. Gab es da eigentlich jemals ein Angebot vom dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, dass er vielleicht den Vorsitz übernimmt? Es ist ja so, dass grundsätzlich der Nationalratspräsident im Untersuchungsausschuss vorsitzt. Der Herr Sobotka macht überhaupt keine Anstalten, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise da bleiben zu lassen. Und ich halte es auch für eine wirkliche Hypothek für den Untersuchungsausschuss. Das ist echt eine Belastung. Und es macht uns auch international zum Gespött. Wenn wir ständig einen Vorsitzenden haben, der selber Teil des Untersuchungsgegenstandes ist, dann macht das einfach keinen schlanken Fuß. Aber gab es ein Angebot vom Herrn Hofer, dass er sagt, ich übernehme das für dich? Nein, der Herr Sobotka hat das in seiner Selbstgerechtigkeit sofort einmal klargelegt, dass er das machen wird. Und jetzt sitzt da offenbar in beiden Untersuchungsausschüssen vor. Ich möchte auch zu den kommenden Nationalratswahlen kommen. Die FPÖ liegt da klar auf Platz 1 in allen Umfragen. Aber das Problem sozusagen ist für Sie auch, dass mit der FPÖ niemand koalieren möchte. Herbert Kickl ist Spitzenkandidat für die Nationalratswahl und wird auch nach der Wahl Parteiobmann bleiben. Ist das gesichert? Können Sie das heute schon sagen? Ja, absolut. Alles andere wäre ein Wählerbetrug. Also Herbert Kickl ist unser Parteiobmann. Man hat gestern im Neujahrstreffen gesehen, dass er auch wirklich die Unterstützung der gesamten Parteibasis genießt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, auch wenn alle anderen Etikettenschwindel begehen, bei uns ist ganz klar, Herbert Kickl ist erstens Spitzenkandidat und wird zweitens auch als Volkskanzler dann die Regierung übernehmen. Aber dann wird die Regierung nicht übernehmen können, weil mit Kickl will keiner regieren. Das haben alle Parteien kategorisch ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich, wenn Sie sagen, Kickl bleibt nur mehr die Oppositionsrolle. Das ist ganz klar. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht den Kopf zerbrechen, sondern die Leute, die jetzt sagen, sie wollen mit Herbert Kickl nicht koalieren, die werden in Zukunft nicht mehr die Obleute ihrer Parteien sein. Weder der Herr Babler noch der Herr Nehammer wird diese Wahlen überleben. Dann wird es dort neue Obleute geben und mit denen wird man dann sprechen müssen. Diese Obleute wollen wahrscheinlich auch nicht mit Kickl koalieren, weil in der ÖVP gibt es niemanden, der sagt, Kickl ist toll, auch in der SPÖ nicht. Also da müsste jemand hergezaubert werden. Na schauen Sie, Frau Salzer, das haben wir in Salzburg gehört, das haben wir in Niederösterreich gehört und Sie sehen, was am Ende herausgekommen ist. Bundesebene ist vielleicht noch einmal ein bisschen was anderes. Nein, das ist ganz klar. Ich möchte noch zu dem rechtsextremen Treffen in Deutschland kommen. Die FPÖ wollte sich da nicht distanzieren. Da ging es um die Deportation von Millionen nicht assimilierter Staatsbürger. Sie haben dazu gemeint, das ist eine patriotische Aktion. Sie haben von Remigration gesprochen. Gibt es einen Unterschied zwischen Remigration und Massendeportation? Ja, also diese Massendeportation, das ist ja eine Begrifflichkeit, die sich von den Medien wieder irgendwie einfallen haben lassen. Das ist überhaupt nicht die Diskussion gewesen, sondern es geht darum, wie man gewisse Missstände im Zusammenhang mit der Zuwanderung in die Gegenrichtung umkehren kann. Und das ist damals diskutiert worden. Und wissen Sie, auch wenn dieses linke Pamphlet da jetzt irgendeinen Bericht gebracht hat, nichtsdestotrotz ist es so, ist ja jetzt nichts Neues, dass rechtskonservative Parteien darüber nachdenken, wie man eben diese Zuwanderungsproblematik in den Griff bekommen kann. Und das, was Sie als Deportation bezeichnen, muss man vielleicht auch ein bisschen differenziert sehen, denn es geht hier darum, dass Leute, die frisch eine Staatsbürgerschaft bekommen haben und sich dann irgendwie dazu entschließen, doch irgendwie nicht Teil der Gesellschaft werden zu wollen und kriminell werden oder sonstiges, dass man so diese Verleihung von Staatsbürgerschaften wieder rückgängig machen kann. Das sollte man auch diskutieren können. Und übrigens, solche Diskussionen finden Sie, in Schweden. Schon abgeschoben. Das ist nichts Neues. Aber nicht schnell genug. Und das hat ja auch der Kanzler Scholz, Sozialdemokrat, bekanntermaßen gesagt, wir müssen schneller abschieben und nichts anderes ist damals. Sie hat auch von einem Asylstopp gesprochen. Das geht einmal von der Europäischen Menschenrechtskommission auch gar nicht. Und er hat, das ist auch nichts Neues, ein alter Hut, das sagt er schon seit Jahren. Das hätte er ja schon in seiner Zeit als Innenminister umsetzen können. Warum hat er das nicht gemacht? Wir haben ein Ausreisezentrum gemacht. Sie wissen das noch ganz genau. Das war die ÖVP bemüht, das möglichst rasch wieder rückgängig zu machen. Aber da hat es ganz klar Abschiebungen gegeben. Was wichtig ist, ist, dass man natürlich mit den Drittstaaten die Vereinbarungen trifft, endlich einmal, dass diese Rückreisezertifikate auch stattfinden können. Und natürlich muss man gemeinsam, und das ist auch eine europäische Frage, die besten Anstrengungen unternehmen, um da endlich einmal in Sachen Migrationspolitik endlich einmal Nägel mit Köpfen zu machen. Aber Asylstopp null wird es nicht spielen. Man kann sich aber der Null annähern und das ist unser Ziel. Soweit Christian Hafenecker von der FPÖ in der Sendung Hohes Haus in einem Interview, in dem es um viele Themen gegangen ist, die uns demnächst auch beschäftigen werden. Wir wollen jetzt Fritz Dietelbacher einen Blick auf diese Woche, die vor uns steht, werfen in Sachen politischen Terminen und politisch relevanten Dingen. Da gibt es zum Beispiel Folgendes. Die Landesregierungen von Tirol und von Wien treffen sich zur Regierungsklausur bzw. zu Regierungsklausuren. Was ist denn davon zu erwarten? Also in Tirol ist das Thema der Woche in der Landespolitik, der Landesenergieversorger. Da geht es um die
TIVAK, da gibt es auch einen Sonderlandtag dazu, der von den Oppositionsparteien einberufen worden ist. Ich gehe davon aus, dass man auch in der Klausur über dieses Thema sprechen wird. In Wien geht es dann um Teuerung als Oberthema und man hat schon gesagt, speziell wird man sich dem Wohnbereich widmen. Wien ist ja als einzige Millionenstadt Österreichs da besonders davon betroffen. Wien ist auch eine stark wachsende Stadt. Das sind jetzt dann bald 2 Millionen Einwohner in Wien. Das war zuletzt 1910 so, also noch in der K&K-Monarchie. Und diese Einwohner brauchen Wohnraum. Dieser Wohnraum ist zuletzt auch durch die Teuerungskrise, durch die Verteuerung der Kredite, durch die Krise im Bausektor weniger mehr geworden, als er werden hätte sollen. Die Wiener Wohnbau-Neuzahlen sozusagen sind weniger stark gestiegen als in den letzten Jahren. Und da wird man sich sicher was einfallen lassen. Heute schon widmet sich das Parlament der Erklärung der Menschenrechte. 75 Jahre nach deren Unterzeichnung findet im Hohen Haus eine Gedenkveranstaltung statt. Kurz gesagt, was ist denn die größte Errungenschaft dieser Erklärung? Diese Erklärung sticht dadurch hervor, indem sie zum ersten Mal eine globale Erklärung der Menschenrechte ist. Also es gab schon Menschenrechtserklärungen in der Französischen Revolution, in der bürgerlichen Revolution in Deutschland, Österreich 1848. Aber diese Menschenrechte haben sich immer an die Bürger des eigenen Staates gerichtet, an die männlichen Bürger des eigenen Staates, muss man sagen, der Zeit damals geschuldet. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UNO, durch die UNO am 10. Dezember 1948, wenn ich mich recht erinnere, die geht über das hinaus. Also die sagt, jeder Mensch auf der Erde ist gleich an Rechten und Würden geboren. Das ist der erste Satz dort. Allerdings muss man dazu sagen, es war eine unverbindliche Erklärung. Schon zur Zeit des Beschlusses sind nicht alle Länder mitgegangen. Saudi-Arabien, Südafrika oder auch die Ostblockstaaten rund um die Sowjetunion haben das damals nicht unterzeichnet. Mittlerweile sind die Menschenrechte zwar in den meisten Ländern, in den einzelnen Landesverfassungen drinnen, nur sehr unterschiedlich. Also die iranische Verfassung der Islamischen Republik Iran wird die Menschenrechte anders interpretieren als die österreichische Verfassung. Und es gibt schon auch verbindliche Menschenrechtskonventionen, so heißen die dann, etwa die europäische. Da kann man sich drauf verlassen, die könnte man auch einklagen, aber da kann man auch aussteigen. Das hat Russland gemacht nach dem Ukraine-Überfall. Das heißt, auch 75 Jahre nach der Erklärung ist da noch nicht alles im wirklich gelösten Bereich. Aber diese Menschenrechte, die werden ja aktuell gerade auch sehr viel diskutiert, eben auch im Zusammenhang mit den diversen Krisen und Kriegen in der Welt. Also ein Thema, das immer wieder aufflammt auch. Natürlich, vom Ukraine-Krieg bis zum Gaza-Konflikt, das ist etwas, wo natürlich die Menschenrechte massiv davon beeinflusst werden. Die Menschenrechte sehen zum Beispiel vor, die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens, das wird in Kriegen nicht gemacht und wie man bei diesen Konflikten sieht, auch nicht bei der Zivilbevölkerung. Kommen wir zum nächsten interessanten Thema. In dieser Woche am Mittwoch gibt es das alljährliche Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos. Aus Österreich nehmen heuer Außenminister Schallenberg und Europaministerin Edtstadler teil. Welche Themen werden denn dort im Mittelpunkt stehen? Also es war schon mal höherrangig besucht, Davos, aber es ist immer ein Treffen, wo zumindest auf Ministerebene die meisten Länder vertreten sind. Österreich, wie du gesagt hast, ist etwa der Außenminister dort. Der Außenminister wird dort in Davos am Donnerstag das fortsetzen, was er eine Listening Tour genannt hat. Ja, ist er schon im arabischen Raum unterwegs gewesen, hat dort mit Amtskollegen gesprochen, sozusagen wie das Verhältnis auch angesichts des Gaza-Konflikts zwischen Europa, Österreich und dem arabischen Raum ist. Da wird es Treffen geben vom saudi-arabischen Außenminister angefangen. Also es gibt bilaterale Gespräche dort, es gibt Podiumsdiskussionen, wo man dann auch teilnehmen kann. Aber es geht mehr in die Richtung, man pflegt das Gespräch, wie es so schön heißt. Schließen wir die Woche im Kreis, nämlich mit heute. In den USA starten heute ja im Bundesstaat Iowa die Vorwahlen
der Republikaner zur Bestimmung des Präsidentschaftskandidaten. Wird es da Überraschungen geben? Also wenn es so ausgeht, wie die Umfragen voraussagen, dann nicht. Dann wird Donald Trump gut die Hälfte der Stimmen dort erhalten und weit abgeschlagen werden sich um den Platz 2 Nikki Haley, die ehemalige UNO-Botschafterin, und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, sozusagen streiten. Wenn Ron DeSantis, der sehr viel Geld in den Iowa-Vorwahlkampf hineingesteckt hat, wenn der wirklich von Nikki Haley abgehängt wird, wenn er dann nicht Nummer 2 wird, sondern abgeschlagen Nummer 3, dann könnte es sein, dass Ron DeSantis aus dem Wahlkampf aussteigt. Das wäre allerdings eine Überraschung. Dann sage ich vielen Dank. Wir werden heute im Laufe der Sendung noch live in die USA schalten. Danke vorerst, Fritz Tittelbach. Gerne. Heute ist ein entscheidender Tag für den schwer angeschlagenen Signa-Konzern von René Benko. Am Wiener Handelsgericht finden heute die Gläubigerversammlungen der Tochterfirmen Signa Prime und Signa Development statt. Es geht um die Frage, ob die Geldgeber bereit sind, weitere Millionen zuzuschießen, berichtet Julian Paschinger. 350 Millionen Euro braucht die Signa, um Notverkäufe von Immobilien zu verhindern, teilte der Konzern seinen Gläubigern zuletzt mit. Heute treffen sie am Wiener Handelsgericht zusammen. Dabei könnte jederzeit auch die Notbremse gezogen werden, sagt die Gläubigervertreterin. Wenn die bestellten Sanierungsverwalter, egal zu welchem Zeitpunkt, zu der Erkenntnis gelangen, dass die weitere Fortführung nicht mehr funktioniert, weil nicht genügend Liquidität vorhanden ist, dann können sie jederzeit entweder den Entzug der Eigenverwaltung oder die sofortige Schließung beantragen. Aber ob die 350 Millionen heute schon da liegen werden, bin ich selbst gespannt. Spannend ist auch die Frage, ob der Signa-Aufsichtsrat tatsächlich immer korrekt gehandelt hat, wie zuletzt von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer betont, etwa bei der Bewertung von Immobilien. Wir werden irgendwie feststellen müssen, ob die angebotene 30-prozentige Quote tatsächlich echt und realistisch ist. Und dazu werden wir uns mit den Assets und damit sozusagen mit den Werthaltigkeiten in den Liegenschaften auseinandersetzen müssen. Und daraus wird sich dann ergeben, ob sich ein Vorwurf an den Aufsichtsrat haltet oder eben nicht. Die Gläubigerversammlungen finden am Nachmittag statt. Ab heute verlieren E-Cards ohne Fotos ihre Gültigkeit. Seit 2020 werden die Bilder der Versicherten auf die Karte gedruckt. Anlass für die Änderungen war die mögliche missbräuchliche Verwendung bei Arztbesuchen. Aber es soll noch immer 84.000 Menschen geben, von denen die Sozialversicherung kein Foto hat. Die Personen nun ohne gültige E-Card sind hauptsächlich Saisonarbeiter und Pflegekräfte aus dem Ausland, denen ein Sozialversicherungsanspruch in Österreich zusteht. Bei dieser Versicherungsgruppe ist die Umstellung nicht automatisch vonstatten gegangen. Sie hätten ein Passfoto in einer Registrierstelle bei der Fremdenpolizei abgeben müssen. Anders beim überwiegenden Teil der österreichischen Staatsbürger. Hier wurde das digital hinterlegte Foto aus dem Reisepass, Personalausweis oder Scheckkartenführerschein herangezogen. Die Sperre der E-Cards ohne Foto erfolgt per 15. Jänner automatisch. Man hat aber Leistungsanspruch beim Arzt. Das heißt, der Arzt erbringt die Leistung. Nur bitte in der Apotheke dann entweder das E-Rezept als Papierrezept mitbringen oder den 12-stelligen Code. Der auf dem Rezept zu finden ist. Unter 14-Jährige und über 70-Jährige sind von der Umstellung ausgenommen. Auch für Menschen ab der Pflegestufe 4 bleibt die E-Card ohne Foto weiterhin gültig. In Davos in der Schweiz beginnt heute das Weltwirtschaftsforum. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten dominieren die Tagesordnung. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft, unter ihnen über 60 Staats- und Regierungschefs, treffen sich im Schweizer Skiort Davos. Neben den Kriegen sollen auch die Themen Klimakrise, Teuerung und künstliche Intelligenz besprochen werden. Gestern hat es bereits ein Treffen zur Friedenslösung in der Ukraine gegeben. Mehr als 80 Länder und internationale Organisationen haben teilgenommen. Und in den USA werden jetzt die ersten Pflöcke für die Präsidentenwahl im November eingeschlagen. Heute findet die erste einer Reihe von Vorwahlen in den Reihen der Republikaner statt, bei denen sie entscheiden, wer für sie ins Rennen um das Weiße Haus geht. Wieder Donald Trump, der schon einmal US-Präsident war, der allerdings jede Menge Gerichtsverfahren auf dem Hals hat, oder die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, oder der Gouverneur von Florida,
Ron DeSantis. Es wird ein heißer Tag heute in Iowa, trotz Temperaturen weit unter Null. Es ist kalt in Iowa. Am Montag soll die Temperatur auf minus 28 Grad Celsius sinken. Und das Wetter fordert nicht nur auf den Straßen seine Opfer. Donald Trump hat 3 von 4 geplanten Auftritten abgesagt. Seinen Anhängern rät er das Gegenteil. Trotz dem Wetter rettet Amerika. Nathan van de Voort bewirtschaftet mit seinem Vater und seinem Bruder mehr als 1000 Hektar, eine Stunde außerhalb der Hauptstadt Des Moines. Mais und Soja, vieles davon geht in den Export nach China. Das Verhältnis zu China ist eines der großen Themen im anlaufenden US-Wahlkampf. Für den Trump-Fan Nathan hatte der ehemalige Präsident bessere Konditionen für US-Bauern ausgehandelt. Sie haben uns im Griff, sagen, was wir machen müssen. Früher war es umgekehrt. Wir haben den Markt bestimmt, vor allem als Donald Trump im Amt war. Er hat gute Deals gemacht. Im vergangenen September hat Donald Trump die Farm der Van der Voorts besucht. Die vom ehemaligen Präsidenten handsignierte Verkleidung des Mähdreschers hat einen Ehrenplatz in der Scheune bekommen. Das ist seine Unterschrift. Ich habe das Teil vorher gereinigt. Er hat es gerne signiert. Ehrlich sei der ehemalige Präsident, sagt Nathan van der Voort, stehe zu seinem Wort, setze um, was er ankündigt. Und unter ihm war Treibstoff deutlich billiger. Es ist hart. Früher hat Diesel 1,90 Dollar pro Gallone gekostet, dann knapp 5 Dollar. Wir verbrauchen mit unseren Maschinen 800 Liter am Tag. Die Anklagen gegen Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung, wegen seiner Rolle am 6. Jänner 2021 oder wegen der Geheimdokumente in Florida sind für den 27-Jährigen keine Gründe, Trump nicht zu wählen. Ich weiß es nicht, kann es nicht überblicken. Man weiß nicht, was man glauben kann. Bruder Cole ist noch unentschlossen, sorgt sich um die Siegchancen von Trump als Kandidat bei der Wahl im November. Wir mögen Joe Biden nicht und es muss ihn wer schlagen. Trump hat das beim letzten Mal nicht geschafft. Vielleicht DeSantis, denke ich. Dass die Kälte das Ergebnis in Iowa verändern könnte, glaubt man hier nicht. Montagabend gehen die Van der Voorts zur Abstimmung. In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind bei Starkregen und Überschwemmungen mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. In Rio hat es in nur 24 Stunden so viel geregnet wie sonst im ganzen Jänner. Betroffen ist vor allem der dicht besiedelte Norden von Rio. Der Bürgermeister hat den Notstand ausgerufen. Wegen der überfluteten Straßen haben die städtischen Busse den Betrieb eingestellt. Mehrere U-Bahn-Stationen sind geschlossen worden. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen, aber laut Angaben der Behörden besteht jetzt hohe Erdrutschgefahr. Die Hagia Sophia, sie ist eine der Touristenmagneten Istanbuls. Besucher konnten die einst byzantinische Kirche jahrzehntelang als Museum besuchen. Präsident Erdogan lässt sie im Jahr 2020 wieder zur Moschee umwandeln. Seitdem war der Eintritt frei. Aber ab heute soll sich das wieder ändern. Wer nicht zum Gebet dorthin kommt, muss einen stolzen Eintrittspreis bezahlen, berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wagner. Die Hagia Sophia. Stolz thront sie im historischen Stadtteil der Millionenmetropole Istanbul. 500 nach Christus als byzantinische Kirche errichtet, zieht sie bis heute Touristen aus der ganzen Welt an. Hier kommen alle Kulturen zusammen. Wenn Istanbul durch einen Bau repräsentiert werden müsste, wäre es die Hagia Sophia. Jahrzehntelang war die Hagia Sophia ein kostenpflichtiges Museum. 2020 ließ der türkische Präsident Erdogan sie wieder zur Moschee umwandeln. Seitdem war der Besuch gratis. Doch wer nicht zum Beten kommt, soll ab jetzt 25 Euro Eintritt zahlen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich eine gute Idee, aber viele Menschen haben sich daran gewöhnt, dass sie als Moschee von allen gratis besichtigt werden kann. Auch unterschiedliche Eingänge gibt es in Zukunft für Gläubige und Touristen, um Betende nicht zu stören.
Da hat die dänische Königin ihr Volk und die Welt überrascht. In ihrer Silvesteransprache hat Margrethe angekündigt, abzudanken. Etwas, das es im dänischen Königshaus seit 900 Jahren nicht mehr gegeben hat. Margrethe hat es aus freien Stücken getan und das Zepter ihrem Sohn Frederik übergeben. In einer schlichten, aber durchaus emotionalen Zeremonie. Schon in den frühen Morgenstunden kommen einige Zaungäste vor das Schloss Christiansborg, um sich einen guten Platz zu sichern. Wir sind schon um 8:30 gekommen, um eine gute Sicht zu haben. Manche schaffen sogar die erste Reihe fußfrei, um den König bei seinem ersten Auftritt zu sehen. Nach und nach strömen immer mehr Menschen ins Zentrum. Bis es am Nachmittag losgeht, müssen sie aber noch länger ausharren. Und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Exakt um 13.37 Uhr tritt Königin Margrethe dann ihren letzten Arbeitstag an. Begleitet von Pferden und Offizieren der Garderegimente fährt sie zum Schloss Christiansborg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Während einer Sitzung der Regierung unterzeichnet Margrethe ihre Abdankungserklärung und damit geht eine Ära zu Ende. Danach wird der neue König von der dänischen Premierministerin am Balkon ausgerufen. Hurra! Hurra! Der Jubel der Bevölkerung ist riesig. Am Ende seiner ersten Rede als König verkündet Frederik seinen Leitspruch, verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Verbunden, verpflichtet für Königreich Dänemark. Danach kommt auch seine Familie auf den Balkon und es gibt auch ein Küsschen für seine Frau Mary, die nun Königin ist. Frederik ist sichtlich gerührt, die Massen sind begeistert. Oh, amazing. Es war wunderbar, sehr toll. Es war großartig. Wir waren vor 52 Jahren hier und jetzt wieder. Es war wunderbar. Wir waren dort und haben fast alles gesehen. Nun beginnt für den König ein Leben in der ersten Reihe. Die Fußstapfen, in die König Frederik nun tritt, sind sehr groß, denn Königin Margrethe wurde von der Bevölkerung sehr geschätzt. Aber die Chancen stehen hoch, dass er sie ausfüllt, denn auch seine Beliebtheitswerte sind ähnlich hoch wie die seiner Mutter. Die Erwartungen an ihn sind wenig überraschend. Er wird es wie seine Mutter machen, wahrscheinlich etwas moderner. Für die meisten war der Thronwechsel ein einmaliges Erlebnis, aber nicht für alle. Das Kind ist 10 und möchte in 50 Jahren noch einmal so etwas erleben. Dann wäre Frederik 105 Jahre alt, also sehr lang lebe der König. Es war eine recht schlichte, aber auch emotionale Zeremonie der Thronübergabe gestern. Der neue König hat sich mehrmals Tränen aus den Augen gewischt. Bei seiner Hochzeit ist das noch kritisiert worden. Ich habe darüber schon früher in dieser Sendung mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff gesprochen und sie gefragt, ob das nun beim frisch gebackenen König anders ist. Ich glaube, der König Frederik hat dadurch gewonnen, dass er Gefühle gezeigt hat, Emotionen gezeigt hat, wiederum, genau eben wie bei der Hochzeit. Er ist ja sehr, sehr, sehr beliebt beim dänischen Volk, nicht zuletzt dadurch, dass er sich offen dazu bekannt hat, dass er an Depressionen gelitten habe in seiner Jugendzeit, weil er sich von seiner Mutter, der Königin Margrethe II., sehr vernachlässigt gefühlt habe, weil die hatte nur das Regieren im Kopf, so wie er sich ausdrückt. Sie ist ja mit fast allen europäischen Königshäusern verwandt, damit natürlich auch ihr Sohn. Ist das fürs Regieren förderlich oder eher hinderlich? Es ist natürlich sehr, soll ich sagen, schwierig, weil die haben sich alle untereinander vermählt und jeder verwandte griechische Ex-König ist der Bruder von der spanischen früheren Königin Sophia. Also es ist ganz, wirklich ganz, ganz dicht verzweigt.
Also in puncto Arbeit, für mich war es leichter, weil, habe ich gesagt, ich war bei der Königin Margrethe, war die nächste Verwandtschaft schon da. Also das war einfach. Aber ich glaube, das ist förderlich. Das pflegen die auch. Sie machen ja jährlich mehrere Feste, wo sich der Hochadel auch trifft. Nicht nur als Heiratsmarkt. Solche Feste, wenn man auf einer Yacht sich trifft, dienen ja auch dem Heiratsmarkt, um sich kennenzulernen. Sondern auch eben, um die Verbundenheit zu zeigen. Diese Staatsbesuche, die sie sich gegenseitig machen, ist auch ein Zeichen der Stärke. Und was natürlich auch noch ist, man wählt ja schon die Taufpaten danach aus. Also zum Beispiel führend ist Kronprinzessin Victoria von Schweden, die hat die meisten Patenkinder innerhalb der Royals. Mhm. Mit ihrer Ankündigung, dass sie zurücktreten wird, hat Margrethe natürlich viele überrascht. Und dann heißt es ja jetzt auch, es war möglicherweise ein strategisches Manöver, um abzulenken davon, beziehungsweise um eine Änderung zu bringen bezüglich dieser Fremdgehgerüchte von Frederik. Was ist denn da dran? Also ganz sicher war diese Abdankung überraschend, weil das ist nicht vorgesehen in der dänischen Monarchie. Die dänische Monarchie ist wie die britische eine Erbfolgemonarchie. Das heißt, die Krone wird per kalter Hand übergeben. Stirbt der eine Monarch, folgt der nächste oder Monarchin, folgt der nächste Monarch oder Monarchin nach. Drum war diese Ankündigung, dass sie zurücktritt, wirklich historisch auch einmalig. Naja, also ich habe mir als erstes gedacht, sie hat von der Queen gelernt, weil im britischen Königshaus war es so, wenn eine Schreckensmeldung oder eine Skandalmeldung gekommen ist, dann hat man mit einer guten Meldung, hat die Queen versucht, da abzulenken. Sie hat gesagt, es gibt eine neue Hochzeit, eine Schwangerschaft, immer waren Good News die Folge, also gute Nachrichten die Folge. Aber diese Fremdgehgeschichte von Frederik, es ist nicht bewiesen, es gab kein Dementi, es gab natürlich auch keine Stellungnahme, aber es gibt natürlich eindeutige Bilder, wie Frederik in Madrid gemeinsam mit der Frau Casanova, einmaliges Wortspiel, mit der Frau Casanova das Haus verlässt. Also, ja, Gerüchte, aber gestern mit diesem Kuss, gezeigt, ja, da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es auch ganz gut inszeniert, weil eines muss man schon sagen, ein König Frederik ohne starke Mary an seiner Seite ist schwer vorstellbar, weil er doch eher als schwach gilt. Das ist genauso wie im schwedischen Königshaus. Ohne Silvia wäre Carl Gustav längst nicht der beliebte Monarch, wie er heute ist. Welche Herausforderungen warten denn jetzt auf den neuen König und seine Familie? Also die Herausforderungen sind, nachdem ja ihnen auch das Regieren abhanden gekommen ist, also König Frederik, der Zehnte muss auf jeden Fall alle Gesetze unterschreiben, da geht gar nichts. Aber vorwiegend sehe ich ihn auch als Botschafter seines Landes, der Repräsentationspflichten zu absolvieren hat. Und natürlich mit seiner Frau gemeinsam, die ihm eine Stütze ist, aber sich der Wohltätigkeit zu widmen. Eine ganz große Aufgabe, vor allem für die Frauen an den Königshäusern dieser Welt. Und ja, das ist die Herausforderung und vor allem auch noch diese Volksnähe zu bewahren, obwohl er da ja schon sehr gute Zeichen gesetzt hat. Er hat zum Beispiel seine Kinder, er hat vier Kinder gemeinsam mit Mary, mit dem Lastenfahrrad in den Kindergarten gefahren hat. Also wie man das sieht man schon. Ja, sehr, sehr volksnah. Wie werden sich denn nun die ersten Tage im Amt für ihn gestalten? Ja, heute ist er schon eingeteilt. Er ist beim Staatsrat vorgeladen und werden die ersten Gespräche folgen. Also und wir warten natürlich, ob er das Land bereist, um sich vorzustellen, wie das normalerweise bei Monarchen auch üblich ist. Zum Schluss noch zu einem Punkt. Königin ist ja jetzt Mary, die Frau des Königs, aber auch Margrethe. Margrethe behält den Titel Königin. Ihre Majestät Königin Margrethe heißt sie jetzt. Das hat auch kritische Stimmen hervorgerufen, zu Recht? Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Sache des Königshauses, ganz im Gegensatz zu den Niederlanden, wo Königin Beatrix nach der Abdankung Prinzessin der Niederlande wurde.
Ja, sie verzichtet nicht auf diesen Titel und das ist, glaube ich, also ja, das kann man handhaben, wie man möchte, aber es ist seltsam, dass es zwei Königinnen und einen König gibt. Das hat es noch nie gegeben. Mhm. Ja. Ganz kurz noch zu Margrethe selbst, was wird sie jetzt machen? Ja, ich glaube, dass sie sich vermehrt der Kostümbildnerei machen will. Und möchte ich noch zur Beliebtheit sagen. Es gibt einen Spruch in Dänemark, da hat sie mir selbst gesagt, wie stolz sie das gemacht hat, der allerdings früher auf die britische Krone umgemünzt war, wenn es mal keine Königinnen und keine Könige mehr gibt, gibt es immer noch fünf, nämlich Karo, Herz, Pik und eben die Königin von Dänemark. Das ist doch ein schönes Kompliment für sie. Dann sage ich vielen Dank, Lisbeth Bischof, für diese Ausführungen und den Besuch bei uns im ORF3 Aktuellstudio. Danke, gerne. Nach dem Vulkanausbruch in der Nacht auf Sonntag in Island beruhigt sich die Lage leicht. Der Erdriss dürfte über einen Kilometer lang sein. Eine Stadt nahe Reykjavik musste evakuiert werden. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavik, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavik, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrín Jakobsdóttir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. Und wir gehen jetzt live zu Vulkanexpertin Ulla Lohmann. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Wir haben es gerade gehört, die Regierungschefin hat von einem schwarzen Tag für ganz Island gesprochen. Wie schwarz war denn dieser Tag? Unglaublich. Also ich war selbst schon oft dort, aber ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, wie die Menschen fühlen müssen, wenn sie das auch live im Fernsehen sehen, wenn ihre eigenen Häuser von der Lava überrollt werden. Ja, die kleine Hafenstadt Grindavik ist zum zweiten Mal jetzt geräumt worden. Der Lavastrom hat Häuser in Brand gesetzt. Sie waren, wie Sie jetzt selbst gesagt haben, ja schon einmal dort. Wie können wir uns das Leben dort denn vorstellen? Das ist ein sehr kleiner, beschaulicher Ort an der Küste. Die Menschen haben sehr gute Restaurants, tolle Cafés, haben immer Zeit für ein Schwätzchen auf den Lippen. Also ich habe mich dort sehr willkommen gefühlt. Und ich kenne auch die Bilder von den Häusern, wie sie noch standen und sehe jetzt, wenn da die Lava drüber rollt, das ist schon unvorstellbar, was die Leute damit machen müssen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Menschen leben mit aktiven Vulkanen. In Island bricht ungefähr alle 5 Jahre im Schnitt ein Vulkan aus. Man muss damit rechnen. Aber wenn es dann passiert, ist natürlich noch was, eine ganz andere Situation. Sie sind ja Vulkanexpertin. Momentan versucht man, die Lavamassen umzuleiten. Wie realistisch ist das denn? Jein. Also man hat seit der letzten Eruption im Dezember angefangen, Erdwälle zu bauen. Aber anscheinend ist eine Eruption, fand direkt in den Erdwällen statt, also quasi außerhalb, das hat es aufgehalten, in der Stadt. Wenn da eine Spalte aufgeht, helfen die Erdwellen natürlich nichts. Am Ätna hat man das relativ erfolgreich gemacht. Da hat man bei einigen Eruptionen die Lavaströme gut umleiten können, aber man kann es nicht wirklich vergleichen. Die Lava fließt natürlich viel schneller, sie fließt auch anders, hat eine andere Zusammensetzung. Wie erfolgreich das sein wird, das muss ich erst zeigen. Also im Moment haben leider die ersten Häuser gezeigt, dass es nicht so erfolgreich war. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass es noch was bringt. Wir sehen gerade eben auch die brennenden Häuser. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren. In Island lebt man, wie Sie auch schon gesagt haben, mit Vulkanen mehr oder weniger zusammen. Gibt es denn dort auch ein Auffangnetz für die Menschen, die jetzt ohne Hab und Gut und ohne Haus dastehen? Ja, zum Glück. Also ich habe selbst viele Freunde in Island, viele Vulkanfotografen, die auch dazu aufrufen, zu spenden. Man kann im Roten Kreuz spenden, man kann auch dem Zivilschutz Geld spenden. Die Menschen dort werden auch vom Staat unterstützt. Es gibt temporäre Quartiere, es gibt genug Essen. Sie müssen nicht auf der Straße sein, sie müssen keinen Hunger leiden. Und das ist sehr, sehr gut so, weil das ist nicht in allen Ländern gegeben. Also ich bin für meine Arbeit rund um die Welt unterwegs und habe leider ganz andere Beispiele sehen dürfen oder sehen müssen. Ja, Sie forschen ja schon länger in Vulkangebieten und sind eben auch Expertin für Menschen, die in der Nähe von aktiven Vulkanen leben. Wie gefährlich ist denn das Leben von Menschen, die eben dort in der Nähe von Vulkanen leben?
Naja, der Vulkan gibt und nimmt. Also man hat natürlich diese fruchtbare Erde, man hat auch einen Vorteil, wie zum Beispiel durch den Tourismus. Aber man muss auch damit rechnen, dass der Vulkan einem alles nehmen kann. Wie zum Beispiel auf La Palma, da wurden auch viele Häuser zerstört. Oder wie in Indonesien, wo über 200 Menschen ums Leben kamen durch einen Vulkanausbruch. Wann, denken Sie, Ihrer Einschätzung nach, wird sich die Situation in Island wirklich entspannen? Also, naja, geologisch gesehen muss man sagen, es entspannt sich nie, weil in Island sitzt man ja auf dem brodelnden Pulverfass der Vulkane. Aber man muss auch sagen, die Vulkane werden sehr gut überwacht. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Gebieten, man hat ein tolles Netzwerk, was auch frühzeitig vor Eruptionen warnen kann. Und deswegen denke ich, wird ein erneuter Vulkanausbruch auch sich ankündigen, dann werden auch wieder keine Menschen ums Leben kommen. Aber wann die Situation sich für die Menschen in Grindavík entspannt, das kann ich leider nicht sagen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Warnsystem funktioniert ja recht gut. Ja, man hat alle rechtzeitig evakuiert, man konnte das durch Beben auch sehen und es ist kein Mensch umgekommen. Das ist die gute Nachricht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und den Besuch von Ihnen bei uns im ORF 3 Aktuell-Studio, Frau Lohmann. Dankeschön. Sehr gerne. Heute ist ein entscheidender Tag für den schwer angeschlagenen Signa-Konzern von René Benko. Und damit kommen wir zurück nach Österreich. Am Wiener Handelsgericht finden heute die Gläubigerversammlungen der Tochterfirmen Signa Prime und Signa Development statt. Es geht um die Frage, ob die Geldgeber bereit sind, weitere Millionen zuzuschießen, wie Julian Paschinger berichtet. 350 Millionen Euro braucht die Signa, um Notverkäufe von Immobilien zu verhindern, teilte der Konzern seinen Gläubigern zuletzt mit. Heute treffen sie am Wiener Handelsgericht zusammen. Dabei könnte jederzeit auch die Notbremse gezogen werden, sagt die Gläubigervertreterin. Wenn die bestellten Sanierungsverwalter, egal zu welchem Zeitpunkt, zu der Erkenntnis gelangen, dass die weitere Fortführung nicht mehr funktioniert, weil nicht genügend Liquidität vorhanden ist, dann können sie jederzeit entweder den Entzug der Eigenverwaltung oder die sofortige Schließung beantragen. Aber ob die 350 Millionen heute schon darlegen werden, bin ich selbst gespannt. Spannend ist auch die Frage, ob der Signa-Aufsichtsrat tatsächlich immer korrekt gehandelt hat, wie zuletzt von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer betont, etwa bei der Bewertung von Immobilien. Wir werden irgendwie feststellen müssen, ob die angebotene 30-prozentige Quote tatsächlich echt und realistisch ist. Und dazu werden wir uns mit den Assets und damit sozusagen mit den Werthaltigkeiten in den Liegenschaften auseinandersetzen müssen. Und daraus wird sich dann ergeben, ob sich ein Vorwurf an den Aufsichtsrat haltet oder eben nicht. Die Gläubigerversammlungen finden am Nachmittag statt. Und Innenpolitikexperte Fritz Dietelbacher hat den wichtigen Tag für den Signa-Konzern etwas früher in dieser Sendung analysiert. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, ob die Gläubiger von Signa Prime und Signa Development zusammen die 350 Millionen Euro wirklich bis heute brauchen. Das sagt der Sanierungsvorstand, der bei Signa eingesetzt worden ist. Herr Grosnick, ein sehr bekannter österreichischer Firmensanierer, der hat da wirklich viel Erfahrung. Der hat gesagt, es braucht die 350 Millionen gleich. Gleich heißt heute eben, weil heute die Gläubigerversammlung ist. Wie es wirklich ausschaut mit den Geldern in den Kassen von Signa, das ist immer noch ein bisschen ein Geheimnis. Man merkt nur, es geht sehr eng zu. Letzte Woche bekannt geworden sind Versteigerungen von Bürogegenständen. Der Klobesen von Signa hat es auf das Titelblatt vom Profil geschafft. Also wenn man mal so weit geht in Sachen, wo kriege ich noch ein paar Euro, vielleicht ein paar Cent herein, dann ist es wirklich sehr, sehr knapp mit den Finanzen und auch mit den Fristen. Alfred Gusenbauer war ja der Vorsitzende der Aufsichtsräte von beiden Gesellschaften, eben von Signa Prime und Signa Development. Und er hat gesagt, so wichtig ist das heute gar nicht, es ist nicht der D-Day. Entscheidet sich dann also heute wirklich Wesentliches oder doch nicht? Also ich, bei aller Wertschätzung für Alfred Gusenbauer, der einmal Bundeskanzler dieser Republik war, da würde ich nicht jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage legen, schon gar nicht auf die Diamantenwaage.
Es ist ein D-Day, weil entscheidend ist, ob Gläubiger noch zuwarten oder nicht. Und das können Sie heute sagen. Wenn Sie nicht mehr zuwarten, dann haben wir keinen Ausgleich, also eine Insolvenz, wo sozusagen es dann irgendwie weitergeht, wo man einen bestimmten Prozentsatz, 30% zahlt, das heißt immer noch 70% sind verloren, sondern hat man einen Konkurs. Und beim Konkurs heißt, es ist noch einmal deutlich mehr verloren, denn dann gibt es Notverkäufe und nicht nur bei Globesen, sondern auch bei den Luxusimmobilien der Signa Prime. Das ist etwas, wo, glaube ich, schon der Hut brennt und wo man nicht sagen kann, na, eigentlich der Tag heute macht nichts, die Tagsatzung heute macht nichts. Die große Frage ist natürlich, wer sollte denn jetzt so viel Geld, 350 Millionen, in diese Firmen hineinstecken? Es gibt große Investoren von René Benko. Er selber wird es möglicherweise nicht haben, vielleicht auch doch. Über die privaten Vermögen von René Benko weiß man wenig Bescheid. Man hat in den letzten Wochen und Monaten nur gesehen, was da alles verschachtelt worden ist und was da alles sozusagen an Privatnutzung dann auch bei Firmenanteilen herausgekommen ist. Aber es gibt große Investoren, es gibt reiche Leute einfach, die in René Benko geglaubt haben, die ihm Geld gegeben haben. Einer davon, den kennen wir gut, Hans-Peter Haselsteiner, der Strabag-Chef und Eigentümer, der hat sich zuletzt dafür ausgesprochen, dass man doch noch einmal Geld in die Hand nimmt. Er hält immerhin rund 15%, nach dem, was man weiß, an den zentralen Signa-Gesellschaften. Er allein wird es aber nicht stemmen und auch nicht stemmen wollen. Also da gibt es dann den Eigentümer von Fressnapf, da gibt es andere reiche Menschen, die dann wirklich noch einmal Geld in die Hand nehmen müssten, in der Hoffnung, dass sie nicht alles verlieren, aber in der Gefahr, dass sie möglicherweise das frische Geld, das sie in die Hand nehmen, sozusagen auch dem schlechten Geld ein bisschen nachschmeißen und dass das auch weg ist. Wenn das allerdings nicht klappt, du hast es schon angesprochen, dann wartet ein Konkurs. Das würde dann natürlich in der Folge auch bedeuten, dass die Immobilien sehr stark an Wert verlieren. Was würde denn das dann für alles andere bedeuten? Na, das würde einmal heißen, also eine Immobilie, die nicht weiterentwickelt wird, ist einmal eine Bauruine. Und Bauruinen haben einen überschaubaren Wert. Es gibt die Hoffnung, nachdem Signa ja nicht immer nur allein agiert, sondern indem es in verschiedenen Bereichen auch Partner gibt, etwa beim Wiener Lamar Kaufhaus in der Marie-Hilfer-Straße, da gibt es eine thailändische Gruppe, die zu 50% beteiligt ist und die müssen auch Interesse daran haben, dass das nicht als Bauruine dort stehen bleibt am Anfang der Marie-Hilfer-Straße, sondern dass das ein Kaufhaus wird, im Idealfall bis 2025, 2026. Die haben Geld, die könnten das übernehmen, die könnten da rein investieren und könnten fertig bauen. Ähnliches gilt für den Elbtower in Hamburg, ein weiteres Prestigeprojekt der Signa-Gruppe. Da ist schon einer der Signa-Miteigentümer, der Herr Kühne aus Hamburg, von der Stadt gefragt worden, ob es nicht der übernehmen könnte. Auch der ist im Logistik Unternehmen reich geworden. Auch der hätte ausreichend Geld, um zum Beispiel den Elbtower fertig zu bauen. Aber wie gesagt, es besteht schon auch noch die Möglichkeit, dass sich rund um Hans-Peter Haselsteiner die bisherigen Miteigentümer von Signa noch einmal zusammenraufen und sagen, okay, 350 Millionen nehmen wir noch in die Hand und schauen, dass wir diese Gesellschaft irgendwie retten als Ganzes. Da geht es jetzt einmal eben um diese beiden Signa-Töchter, Signa Prime und Signa Development. Insgesamt gibt es ja 100 Einzelgesellschaften, aus denen dieser große Konzern besteht. Was ist denn da noch zu erwarten? Das ist ein großes Geheimnis und ein schwarzes Loch sozusagen, das weiß man nicht. Ich habe schon Zahlen gehört, dass es nicht nur Hunderte, sondern mehr als 1000 Gesellschaften gibt. Im Prinzip jede einzelne Baustelle sozusagen ist, wenn man das so richtig sieht, in irgendeine eigene GmbH gegründet worden, die zusammenhängen und man weiß nicht ganz genau, wie. Man weiß es auch deswegen nicht, weil dann zum Teil keine Geschäftsberichte gelegt worden sind, was in Österreich mit der vergleichsweise lächerlichen Strafe von 700 Euro aufwärts im Jahr geahndet wird. Und das ist dort sozusagen schon automatisch in der Portokasse drinnen gewesen. Ist ausgenutzt worden. Ist ausgenutzt worden und da denkt man im Übrigen über wirkliche Änderungen nach, auch in Österreich. Das ist einmal eine der Lehren daraus. Aber was dann wirklich draus wird, es hat den Eindruck eines Kartenhauses gehabt, aber man kann Kartenhäuser auch wieder neu aufbauen. Hoffentlich nicht als Kartenhaus, sondern ein bisschen stabiler.
Wohnung wechseln oder jetzt gar eine kaufen. Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in diesem Jahr? Nachdem die letzten, egal ob für Mieter oder Käufer, keine leichten Jahre waren. Steigende Preise waren bis vor kurzem die Norm, besonders bei Mieten. Barbara Piontek hat recherchiert. Wer in Wien eine Wohnung kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei über 5.000 Euro. Im letzten Jahr sind die Preise zwar leicht gesunken, allerdings nicht im Neubau und im sanierten Altbau. Mit einem Preisanstieg wird auch heuer gerechnet, allerdings mit moderaten 1-2%. Warum gibt es keine sinkenden Preise? Einfach, weil das Angebot sehr knapp ist. Es wurden vergangenes Jahr in Summe 12.500 Wohnungen errichtet. Im heurigen Jahr werden es nur 8.000 Wohnungen sein. Und fürs nächste Jahr werden sogar nur 7.000 Wohnungen in die Fertigstellung gelangen. Der Grund dafür: Bauprojekte rechnen sich aufgrund der gestiegenen Zinsen und Lohnkosten für Projektentwickler nicht mehr so wie in den Jahren vor der Teuerung. Derzeit wird in der Branche vielerorts abgewartet und auf bald wieder sinkende Zinsen gehofft. Rosig sieht die Welt auch für Mieter und Mieterinnen nicht aus. Der Mietmarkt ist laut Expertin durch die Entwicklung beim Eigentum zusätzlich unter Druck. Wir haben einen Eigentumsmarkt, wo die Transaktionen massiv zurückgehen. Gründe dafür sind Zinserhöhungen und auch die verschärften Kreditrichtlinien. Aus diesem Grund konzentriert sich sehr viel auf den Mietmarkt. Denn wer nicht kaufen kann oder zögert, der geht in die Miete. Mit einem Anstieg der Mieten im Neubau, also allen Häusern, die nach 1945 gebaut wurden, ist auch heuer zu rechnen. Die meisten Mietverträge enthalten eine Indexanpassung und die Inflation ist zuletzt wieder gestiegen. Bei diesen Mieten wird auch der von der Bundesregierung zuletzt beschlossene Mietpreisdeckel nicht schlagend. Der ÖVP-Bundesparteivorstand hat Reinhold Lopatka zum EU-Spitzenkandidaten der ÖVP gewählt. Mehr dazu und weitere Meldungen gibt es jetzt in unserem ORF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Die ÖVP hat beim heutigen Bundesparteivorstand Reinhold Lopatka zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gekürt. Lopatka ist derzeit außenpolitischer Sprecher der ÖVP im Nationalrat. Die Entscheidung für Lopatka ist im Vorstand einstimmig gefallen. Heute treffen sich die Geldgeber der Signa-Gesellschaften Signa Prime und Signa Development. Das Treffen wird darüber entscheiden, ob das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geführt wird. Dann könnten die bisherigen Geschäftsführer die Unternehmen weiterführen und Notverkäufe verhindert werden. Dafür müssten die beiden Signa-Gesellschaften 30% ihrer Schulden bezahlen. Und das schaffen sie nur mit einer Geldspritze von 350 Millionen Euro. Ob sich Investoren für eine weitere Finanzierung der Signa-Töchter entschieden haben, ist noch nicht bekannt. Im US-Bundesstaat Iowa findet bei eisiger Kälte die erste Abstimmung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Die letzten Umfragen sehen Ex-Präsident Donald Trump deutlich in Führung. Spannung herrscht im Rennen um Platz 2 zwischen der ehemaligen UNO-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Sie wollen Iowa als Sprungbrett für die weiteren Vorwahlen nutzen. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavík, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavík, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdottir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. Es ist jetzt Punkt 12 Uhr an diesem Montag und das heißt, wir haben noch eine Stunde lang die wichtigsten Nachrichten für Sie. Unter anderem diese Themen. Die Taiwan-Wahl hat erste diplomatische Konsequenzen. Der pazifische Inselstaat Nauru hat die Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und China droht Taipeh. Eine Delegation der USA sichert Taiwan weiterhin Unterstützung zu. All das ordnet die Sinologin Susanne Weigelin-Schwirzig für uns ein. Außerdem, FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kanyak behauptet, dass die Welt über den Nutzen und die Wirkung der Corona-Impfstoffe getäuscht worden ist. Profil-Digitalchef Jakob Winter prüft diese Aussage in unserem wöchentlichen Faktencheck. Und im US-Staat Iowa finden heute die ersten Vorwahlen der Republikaner statt. Kann Ex-Präsident Donald Trump dort noch geschlagen werden? Das und mehr bespreche ich in Kürze mit unserem USA-Korrespondenten Thomas Langpaul.
Eine Insel in Ostasien, heiß umkämpft, Taiwan. China erhebt immer noch Anspruch auf die Inselrepublik. Die USA unterstützen sie in der Verteidigung. Zuletzt haben die USA Taiwan Anfang August Militärhilfen in der Höhe von 345 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt. Das Paket soll Waffen und Ausbildungsmittel umfassen. China ist darüber nicht begeistert und beschuldigt die USA, sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Anna Kirchgatterer über den Konflikt. Taiwan, ein Inselstaat im Westpazifik mit rund 23 Millionen EinwohnerInnen, flächenmäßig kleiner als die Schweiz. Die Republik China, wie sie sich offiziell immer noch nennt, hat eine Staatspräsidentin, ein gewähltes Parlament und eine eigene Armee. Gleichzeitig wird der Inselstaat von den meisten Ländern der Welt noch immer nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Und Taiwan ist auch nicht in der UNO vertreten. Der Grund? Die Volksrepublik China erhebt Anspruch auf die Insel. Wer mit Taiwan diplomatischen Kontakt aufnimmt, muss mit einer chinesischen Gegenreaktion rechnen. Trotzdem haben sich lange Zeit alle Beteiligten, allen voran die USA, China und Taiwan, miteinander arrangiert. Aber dieser Status ist mit Xi Jinping seit 2013 ungefähr, gehört er der Vergangenheit an und seitdem haben die Konflikte deutlich zugenommen. Der Politikwissenschaftler Dirk Schmidt forscht zur Beziehung zwischen China und Taiwan. Auch er kann nicht restlos erklären, warum China nach dem Machtwechsel 2013 den Druck auf Taiwan nach und nach erhöht hat. Fakt ist aber, immer wieder dringen chinesische Flugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans ein. Und auch Kriegsschiffe unter chinesischer Flagge werden vermehrt um die Insel gesichtet. China testet damit Taiwan. Es könne aber schnell ernst werden, so der Experte. Wenn Sie sich vorstellen, dass dann Flugzeuge mit Schallgeschwindigkeit oder mit zumindest mal sehr hoher Geschwindigkeit in einem sehr eng begrenzten Luftraum sich begegnen, dann ist die Gefahr, dass da zu Zwischenfällen kommt, sehr hoch. Dazu kommt die enge Beziehung zwischen Taiwan und den USA. Die Vereinigten Staaten sehen sich als Schutzmacht des Inselstaates. Präsident Biden hat bereits mehrfach betont, dass US-Streitkräfte Taiwan verteidigen würden, sollte China angreifen. Im August letzten Jahres hat eine Taiwan-Reise der früheren Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi für Spannungen gesorgt. China reagierte auf den Besuch mit verstärkter Militärpräsenz nahe Taiwan und Drohgebärden. Die USA spiele mit dem Feuer, hieß es dazu aus der Volksrepublik. Aber warum ist Taiwan so wichtig für die Volksrepublik China? Die Insel ist laut Präsident Xi Jinping das letzte Element, das noch zur großen Erneuerung des chinesischen Volkes fehle. Tatsächlich ist Taiwan aber noch nie unter der Herrschaft der Volksrepublik China gestanden. Bei der Machtübernahme der Kommunisten in China 1949 hat sich Chiang Kai-shek, der Gegenspieler Mao Zedongs und die nationalistische Kuomintang auf die Insel Taiwan zurückgezogen. Ab dem Ende der 1980er Jahre hat dann eine Demokratisierung begonnen. Und mittlerweile sei die Bevölkerung auch nicht mehr bereit, Demokratie und Freiheit einfach aufzugeben. Und es gibt eine taiwanische Identität, so Schmidt. Wenn Sie mit jungen Taiwanern sprechen, für die ist im Grunde genommen die Volksrepublik etwas Fremdes. Ja, die haben mit der Volksrepublik relativ wenig zu tun, nehmen das als ein Ausland wahr. Dazu kommt das für Taiwan negative Beispiel Hongkong. Ein Land, zwei Systeme. Das wurde der Metropole versprochen. Dieses Prinzip existiert seit der Verschärfung des Sicherheitsgesetzes nur noch auf dem Papier. Die schrittweise Untergrabung der Autonomie Hongkongs hat Taiwan jedenfalls in seiner Identität bestärkt. Wird der Konflikt zwischen China und dem Inselstaat eskalieren? Ich glaube weniger an so ein D-Day-Szenario, also eine große chinesische Armada segelt los oder dampft los, um jetzt Taiwan einzunehmen. Was ich mir eher vorstellen kann, das wären so eine Art Blockaden. Das, was im August 2022 passiert ist. Militärmanöver, wo Raketen vor die oder in die Schifffahrtsgebiete fliegen oder vor die Häfen Taiwans fliegen, damit eben Taiwan im Grunde genommen oder auch der internationale Schifffahrtsverkehr gestört wird. Mit dieser Strategie könne sich China auch leicht wieder aus einem Konflikt zurückziehen. Das Wunschszenario Chinas sei laut Schmidt
dass Taiwan von sich aus kapituliere. Aber wie der Konflikt weitergehe, ist letztendlich vollkommen offen. Der Inselstaat Taiwan hat jedenfalls am Samstag einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Sieger ist die Demokratische Fortschrittspartei, die sich konsequent für die Unabhängigkeit Taiwans von China ausspricht. Das hat jetzt auch diplomatische Konsequenzen. Es ist eine inoffizielle Delegation der USA, die Taiwan heute nach den Wahlen besucht. Denn offiziell führt die USA keine diplomatischen Beziehungen mit dem Inselstaat. Wer das möchte, schränkt seine Gesprächskanäle zu China ein. Trotzdem sei das Engagement der USA weiterhin unerschütterlich und überparteilich, teilt der frühere Sicherheitsberater der USA heute in Taipeh mit. Taiwans Demokratie ist ein leuchtendes Beispiel für die Welt. Eine demokratische Erfolgsgeschichte, die auf Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und Freiheiten basiert. Die meisten Stimmen bei der Präsidentschaftswahl am Samstag hat der Kandidat der Demokratischen Fortschrittspartei, DPP, erhalten, die sich für die Unabhängigkeit Taiwans von China einsetzt. China reagiert prompt und verkündet, dass eine Vereinigung Taiwans mit China unausweichlich sei. Erste diplomatische Konsequenzen hat die Wahl bereits. Nauru hat verkündet, die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abzubrechen. Stattdessen will der pazifische Inselstaat diplomatische Beziehungen mit China anstreben. Blumenketten wie hier wird es hier dann wohl nicht mehr für Taiwans Präsidenten geben. Und über die Wahlen in Taiwan und die Folgen habe ich am Vormittag hier in ORF 3 aktuell mit der Sinologin Professor Susanne Weiglin-Schwirzig gesprochen. Der Regierungskandidat und bisherige Vizepräsident William Lai hat ja mit mehr als 40% einen klaren Wahlsieg erzielt. Ich habe die Sinologin gefragt, wie sie diesen Wahlausgang beurteilt. Ja, ich glaube, man kann den taiwanesischen Wählern gratulieren, dass sie zwar eine sehr komplizierte Lage geschaffen haben, aber gleichzeitig auch sehr klug gewählt haben. Sie haben einen Präsident an der Spitze ihres Landes, der nicht ganz so radikal vorgehen wird können, wie er das vielleicht in den vergangenen Jahren manchmal sich gewünscht hätte, weil er jetzt eigentlich an der langen Leine seiner beiden Oppositionsparteien regieren muss. China hat allerdings erneut betont, dass es Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet und im Vorfeld diese Wahl zu einer Wahl zwischen Krieg und Frieden erklärt. Nun gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass die Reaktion Chinas heftig wird. Welche Reaktionen wird es denn Ihrer Ansicht nach geben? Also ich gehöre nicht zu den Expertinnen, die jetzt sehr starke Verschärfungen der Situation vorhersagen. Ich merke, dass die chinesische Seite im Augenblick etwas sprachlos ist. Das kann einen nicht beruhigen, insofern man sagen kann, okay, es fällt ihr eigentlich nichts ein, dann wird sie auch nicht ganz was Schlimmes machen. Aber man merkt schon, dass die innere Verfassung der Führungselite in der Volksrepublik China im Augenblick kämpft um den richtigen Kurs und dass Herr Xi Jinping nicht so ohne weiteres eventuelle verschärfende Maßnahmen durchsetzen kann. Ich gehe davon aus, dass man also jetzt erst einmal ein bisschen beobachtet, wie der neue Präsident, Herr Lai Ching-te, sich positioniert und dann einzelne Maßnahmen, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, ergreifen wird. Ich glaube, dass sich die Spannungen zwischen der Volksrepublik China und den USA, die sich bisher sehr stark auf das Gebiet Taiwan konzentriert haben, in den nächsten Wochen auf den Bereich des Südchinesischen Meers verlagern werden. Gehen Sie von weiteren militärischen Drohmanövern von China aus? Ja, ganz bestimmt. Also das hat man ja jetzt schon als neue Normalität eingeführt in der Region. Und China möchte seinen Standpunkt, die Wiedervereinigung ist unausweichlich, quasi tagtäglich immer wieder den Taiwanesen mitteilen. Aber ich gehe davon aus, dass im Augenblick weitere Maßnahmen im Sinne eines militärischen Angriffes von Seiten der Volksrepublik China nicht geplant sind. Wer mit Taiwan diplomatischen Kontakt aufnimmt, muss mit einer chinesischen Gegenreaktion rechnen, hat es auch geheißen. Wird das jetzt Ihrer Ansicht nach dieser Wahl auch verschärft?
Ich glaube, dass diese Aussage sich vor allen Dingen gegen die USA richten, die ja bereits eine Delegation von Experten nach Taiwan geschickt haben. Man hat auch gesehen, dass ganz selten das chinesische Außenministerium zu irgendwelchen Taiwan betreffenden Fragen Stellung nimmt. Das chinesische Außenministerium hat gestern sofort zu dieser Tatsache Stellung bezogen und dabei etwas unterstrichen, was sehr, sehr interessant ist, nämlich immer wieder gesagt, dass diese Problematik mit Taiwan ein rein innenpolitisches Problem sei und dass keine dritte Macht das Recht hätte, sich in die Lösung dieses Problems in irgendeiner Form einzumischen. Und ich denke, dass deshalb das jetzt noch mal unterstrichen wird. Man merkt, dass sehr viel mehr internationale Aufmerksamkeit für Taiwan da ist und man möchte das zurückdrängen, man möchte sagen, das ist unsere Angelegenheit, haltet euch dabei heraus. US-Präsident Joe Biden hat auch gesagt, wir unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht. Allerdings sind natürlich die Vereinigten Staaten die größten und wichtigsten Unterstützer Taiwans. Welche Rolle spielen sie denn jetzt und in Zukunft in diesem Konflikt? Ja, man sieht sehr deutlich, dass Herr Biden in dieser Situation, wo die USA weltweit sehr engagiert sind, vermeiden wollte, dass sich ein weiterer Konfliktherd in Ostasien aufbaut, der womöglich die USA noch mehr fordern würde als die Konfliktherde, die wir bereits jetzt haben. Und deshalb hat er das gesagt. Ich gehe davon aus, dass das eine Abmachung ist, die während des Besuches von Herrn Xi Jinping in San Francisco in dem Gespräch mit Joe Biden, was damals stattfand, dass das abgemacht war, dass er diese Äußerung tätigen würde. Und ich glaube, dass man eigentlich in dieser Hinsicht in Washington auch beruhigt sein kann. Warum? Weil nämlich der neue Präsident auf Taiwan in seiner ersten Rede vor internationalen Korrespondenten gesagt hat, er ist dafür, dass man quasi eine Politik der überparteilichen Einheit in Taiwan fahren sollte. Warum sagt er das? Weil er bei einer Beteiligung von 71% der Wähler nur knapp über 40% der Stimmen erhalten hat. Und die beiden anderen Kandidaten zusammengenommen ja mehr Rückhalt haben als er. Er muss also sehr vorsichtig sein, er muss sich sehr gut arrangieren. Und das hat er in dieser ersten Rede auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Wird sich in der Folge aber der Konflikt zwischen China und den USA weiter zuspitzen? Ich denke, dass auf beiden Seiten der Wettbewerb um die Frage, wer ist die Nummer eins in der Welt, weitergeht. Und wie ich vorhin schon andeutete, könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir so beobachten, was im Augenblick gerade im südchinesischen Meer passiert, sie sich immer wieder neue Orte und Punkte suchen, wo sie sich gegenseitig testen können, inwieweit sie bereit und in der Lage sind, an diesem Wettbewerb weiter teilzunehmen. Die Grundtendenz ist im Augenblick etwas auf Deeskalation geschaltet, weil China sieht, dass Amerika in allen Teilen der Welt gefordert ist und im Grunde genommen China auch bemerkt hat, dass sie selber nicht in der Lage sind, jetzt dieses Vakuum, was da entsteht, zu füllen. Und so haben sich die beiden Präsidenten in San Francisco darauf geeinigt, dass sie jetzt zumindest mal taktisch wieder etwas deeskalieren. Und ich glaube, das können wir im Augenblick beobachten. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Moment eher Deeskalierung der Situation als Zuspitzung. So würde ich das im Augenblick sehen. Das hat natürlich auch Gründe, die sowohl auf der amerikanischen Seite als auch auf der chinesischen Seite liegen. Und man weiß leider, dass es manchmal auch Situationen gibt, wo Politiker Entscheidungen treffen, die für ihr Land von großem Nachteil sind. Aber unter den augenblicklichen Bedingungen sehe ich eher, dass die beiden großen Mächte, die um Hegemonie miteinander streiten, im Augenblick etwas zurückgehen in ihrer Offensivität. Eine letzte Frage noch zum Inselstaat Taiwan an sich. Der wird ja von den meisten Ländern der Welt noch immer nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Wird sich das Ihrer Ansicht nach vielleicht jetzt auch mit dem Präsidenten, mit dem neuen in absehbarer Zukunft ändern? Ich glaube eher, dass man versuchen wird, auf andere Art und Weise
mehr Kontakt zum Ausland zu bekommen. Denn es ist natürlich der Regierung in Taiwan klar, dass all jene Länder, die mit der Volksrepublik China diplomatische Beziehungen meistens in den 70er Jahren aufgenommen haben, mit diesem diplomatischen Kontakt zur Volksrepublik China ausschließen müssen, dass sie Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Und das würde natürlich andersherum auch bedeuten, dass wenn man dort Schritte unternimmt, dass dann sofort die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China abgebrochen würden. Und das glaube ich nicht, dass wir im Augenblick in einer Phase sind, wo die meisten Länder der Welt so etwas auch nur in Erwägung ziehen. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Frau Professor Weigelin-Schwierzig. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Seit mehr als 100 Tagen tobt im Nahen Osten der Gaza-Krieg. Er ist Israels Antwort auf den Überfall der Hamas am 7. Oktober. Der Krieg ist längst zur schwersten Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern geworden, die es bisher gegeben hat. Und eine Lösung oder ein Ende des Kriegs scheint in weiter Ferne. Der Auslöser, die Hamas-Terrorattacke auf Israel am 7. Oktober. Israels Antwort, Luftangriffe, Bomben und eine Bodenoffensive. Wir werden bis zum Ende kämpfen, verspricht Israels Regierungschef. Bis die Hamas zerstört ist, alle Geiseln zurück sind und garantiert ist, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel sein kann. Laut UNO ist der Großteil des Gazastreifens nach 100 Tagen unbewohnbar. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wir mussten von Ort zu Ort flüchten. Ich weiß nicht, wo meine Söhne, meine Brüder und meine eigene Familie sind. 100 Tage Geiselhaft. Sie demonstrieren 24 Stunden lang für die sofortige Befreiung aller Geiseln. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Ach, schaff. Was sind wir wert, wenn wir sie nicht zurückbringen? Das ist der Platz, an dem man sein muss, um irgendetwas zu erreichen. 100 Tage nach Kriegsbeginn blickt ganz Israel auf diesen Platz vor dem Kunstmuseum im Zentrum von Tel Aviv, wo an die mehr als 130 israelischen Geiseln in der Hand der Hamas-Terroristen erinnert wird. 100 Tage nach Kriegsbeginn ist der Gazastreifen für seine Bewohner zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden. Das sagt der Chef des UN Nothilfebüros OCHA. 100 Tage nach Kriegsbeginn feuert die Hamas weiter Raketen auf Israel ab. 100 Tage nach Kriegsbeginn scheint ein Ende des Krieges weiter nicht in Sicht. Und wir schauen jetzt nach Dänemark. Da hat die dänische Königin ihr Volk und die Welt überrascht. In ihrer Silvesteransprache hat Margrethe angekündigt, abzudanken. Etwas, das es im dänischen Königshaus seit 900 Jahren nicht mehr gegeben hat. Margrethe hat es aus freien Stücken getan und das Zepter ihrem Sohn Frederik übergeben. In einer schlichten, doch durchaus emotionalen Zeremonie. Schon in den frühen Morgenstunden kommen einige Zaungäste vor das Schloss Christiansborg, um sich einen guten Platz zu sichern. Wir sind schon um 8:30 gekommen, um eine gute Sicht zu haben. Manche schaffen sogar die erste Reihe fußfrei, um den König bei seinem ersten Auftritt zu sehen. Nach und nach strömen immer mehr Menschen ins Zentrum. Bis es am Nachmittag losgeht, müssen sie aber noch länger ausharren. Und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Exakt um 13.37 Uhr tritt Königin Margrethe dann ihren letzten Arbeitstag an. Begleitet von Pferden und Offizieren der Garderegimente fährt sie zum Schloss Christiansborg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Während einer Sitzung der Regierung unterzeichnet Margrethe ihre Abdankungserklärung und damit geht eine Ära zu Ende. Danach wird der neue König von der dänischen Premierministerin am Balkon ausgerufen. Hurra! Hurra! Der Jubel der Bevölkerung ist riesig. Am Ende seiner ersten Rede als König verkündet Frederik seinen Leitspruch: Verbunden, verpflichtet für das Königreich Dänemark. Verbunden, verpflichtet für Kongeriget Danmark. Danach kommt auch seine Familie auf den Balkon und es gibt auch ein Küsschen für seine Frau Mary, die nun Königin ist. Frederik ist sichtlich gerührt. Die Massen sind begeistert. Oh, amazing. Es war wunderbar, sehr toll.
Rage. Es war großartig. Wir waren vor 52 Jahren hier und jetzt wieder. Es war wunderbar. Wir waren dort und haben fast alles gesehen. Nun beginnt für den König ein Leben in der ersten Reihe. Die Fußstapfen, in die König Frederik nun tritt, sind sehr groß, denn Königin Margrethe wurde von der Bevölkerung sehr geschätzt. Aber die Chancen stehen hoch, dass er sie ausfüllt, denn auch seine Beliebtheitswerte sind ähnlich hoch wie die seiner Mutter. Die Erwartungen an ihn sind wenig überraschend. Same as his mother. Er wird es wie seine Mutter machen, wahrscheinlich etwas moderner. Modern. Für die meisten war der Thronwechsel ein einmaliges Erlebnis, aber nicht für alle. Das Kind ist 10 und möchte in 50 Jahren noch einmal so etwas erleben. Dann wäre Frederik 105 Jahre alt, also sehr lang lebe der König. Und darüber wollen wir jetzt noch einmal sprechen hier in ORF 3 aktuell. Mit Politikkenner und Historiker Fritz Dietelbacher. Ja, du hast die Sendung Die Krönung gestern ja auch live kommentiert hier im ORF. Es war allerdings eine Krönung ohne Krone. Warum eigentlich? Ohne Krone, die vorhanden war. Das ist richtig. Das liegt daran, dass die vorhandene dänische Krone einen wirklich schlechten Ruf hat in Dänemark. Sie heißt die Krone des Absolutismus. Wie Dänemark 1660 ein absolutistischer Staat wurde, hat der damalige König eine neue Krone schaffen lassen und hat sich dann auch selbst damit gekrönt. Und wie Dänemark dann eine konstitutionelle Monarchie geworden ist, das war 1849, hat man dann gesagt, wir wollen nicht nur den Absolutismus nicht mehr, sondern auch die Krone nicht mehr. Und seit damals wird der dänische König und die Königin ohne Krone gekrönt. Aber die Krone ist irgendwo? Die ist im Museum, die ist im Schloss Rosenburg. Dort kann man sie anschauen, genauso wie den Thron des Absolutismus, der angeblich aus Einhornhörnern geschaffen worden ist. In Wirklichkeit waren es Nawalzähne, aber dem Volk hat man gesagt, es ist aus Einhornhörnern geschaffen worden. Das Volk hat das geglaubt, Einhörner gibt es ja nicht. Um 1660 war man da noch durchaus überzeugungsfähiger. Ja. Nun ist das dänische Königshaus ja das älteste überhaupt der ganzen Welt. Es geht ja sogar bis zu den Wikingern zurück. Ja, bis zu Wikinger-Häuptlingen, die dann Könige geworden sind. Der älteste, der auch historisch belegt ist, ist Gorm der Alte. Der ist gestorben, 958, das weiß man. Wann er geboren worden ist, weiß man nicht, aber wahrscheinlich so gegen 870. Das heißt, das Epitheton Ornans, der Alte, wird gestimmt haben, weil da muss er um die 90 gewesen sein. Auf den gehen bis heute alle dänischen Könige und Königinnen zurück. Also der jetzige Frederik X., das ist die 32. Generation. Das heißt, das wäre ein Großvater mit 30 Uhr davon. Der erste war Gorm der Alte und der zweite war dann Harald Blauzahn. Blauzahn, apropos, und das ist etwas, was wahrscheinlich viele nicht gewusst haben, zumindest bis gestern und vielleicht auch jetzt noch nicht wissen. Blauzahn ist auch der Namensgeber für etwas, das wir, wahrscheinlich jeder von uns, täglich verwenden, nämlich das sogenannte Bluetooth, die Datenübertragung. Genau, die Technik-Nerds, die Bluetooth-Kommunikation erfunden haben, waren offensichtlich auch Dänen oder Wikinger-Freunde und die haben den Namen wirklich vom Harald Blauzahn genommen oder auf Englisch Bluetooth. Warum? Harald Blauzahn hat es geschafft, das dänische Königreich mit den zwei damaligen norwegischen Königreichen zu vereinen und diese Vereinigung sozusagen unterschiedlicher Reiche, das war die Idee, dass man das daher dann Bluetooth nennt, Blauzahn, nach dem Harald Blauzahn, dem das gelungen ist. Man hätte es auch Gabelbart nennen können, denn der Sohn von Harald Blauzahn, Sven Gabelbart, der ihn übrigens abgesetzt hat und besiegt hat, der war dann kurzfristig sogar auch noch König von England, allerdings nur 40 Tage lang, dann ist er gestorben. Das würde auf Englisch dann wahrscheinlich nicht so gut gehen wie Bluetooth eben. Ja. Ja, jetzt vielleicht wieder auch zu etwas Ernstem. Es gibt ja neben dem König bzw. der Königin bis gestern ja auch eine Regierung und eine Ministerpräsidentin, aktuell Mette Frederiksen. Welche Aufgaben hat denn eine Königin oder jetzt eben ein König dann überhaupt? Also ein bisschen despektierlich könnte man sagen, ein König in einer konstitutionellen Monarchie ist so etwas wie ein Staatsnotar. Der unterschreibt Gesetze und beurkundet damit, dass sie ordentlich zustande
gekommen sind. Der unterschreibt auch noch Ernennungen im Staatsdienst, aber das war es in Wirklichkeit. Staatsnotar heißt diese Funktion, die es übrigens auch einmal in Österreich gegeben hat, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ist dann durch den Bundespräsidenten abgelöst worden. Und so wie Bundespräsidenten dann auch noch Staatsbesuche machen, macht auch der König, die Königin Staatsbesuche. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Vielen Dank für diese Analyse, Fritz Dietelbach. Gerne. Der ÖVP-Bundesparteivorstand hat Reinhold Lopatka zum EU-Spitzenkandidaten gewählt. Mehr dazu und weitere Meldungen gibt es jetzt in unserem ORF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Die ÖVP hat beim heutigen Bundesparteivorstand Reinhold Lopatka zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gekürt. Lopatka ist derzeit außenpolitischer Sprecher der ÖVP im Nationalrat. Die Entscheidung für Lopatka ist dem Vorstand einstimmig gefallen. Heute treffen sich die Geldgeber der Signa-Gesellschaften Signa Prime und Signa Development. Das Treffen wird darüber entscheiden, ob das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geführt wird. Dann könnten die bisherigen Geschäftsführer die Unternehmen weiterführen und Notverkäufe verhindert werden. Dafür müssten die beiden Signa-Gesellschaften 30% ihrer Schulden bezahlen. Und das schaffen sie nur mit einer Geldspritze von 350 Millionen Euro. Ob sich Investoren für eine weitere Finanzierung der Signa-Töchter entschieden haben, ist noch nicht bekannt. Im US-Bundesstaat Iowa findet bei eisiger Kälte die erste Abstimmung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Die letzten Umfragen sehen Ex-Präsident Donald Trump deutlich in Führung. Spannung herrscht im Rennen um Platz 2 zwischen der ehemaligen UNO-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Sie wollen Iowa als Sprungbrett für die weiteren Vorwahlen nutzen. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavík, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavík, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdottir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. In Österreich wird weiter über das Sammeln und Speichern von CO2 unter der Erde diskutiert. Derzeit ist das verboten. Vor allem Branchen, die schwer auf erneuerbare Energieträger umsteigen können bzw. viel Treibhausgase produzieren, liebäugeln aber mit dieser Methode. Sie könnte Österreich helfen, das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Aber noch gilt eben das Verbot. Und unter Fachleuten ist die Technologie umstritten. Besonders in der Stahl- und Zementindustrie werden große Mengen an klimaschädlichem CO2 verursacht. Es einzufangen und anderswo zu speichern, wird etwa in Norwegen bereits erprobt. Bis die Carbon Capture and Storage Technologie allerdings im großen Stil umgesetzt werden kann, werde es noch dauern. Bis man hier an einen Punkt kommen könnte, wo Kohlenstoffspeicherung tatsächlich einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz leisten könnte, würde es 15, 20 Jahre dauern. Offen sei außerdem, wo das eingefangene CO2 gespeichert werden könnte. Die Frage ist, wo würde man das CO2, das wir in Österreich abscheiden, dann tatsächlich einspeichern? Würde man das im Weinviertel machen, wo jetzt schon die Bevölkerung gegen neue Gasförderbohrungen sehr skeptisch eingestellt ist? Wahrscheinlich nicht. Auch der Transport ins Ausland, etwa über Pipelines, würde das ohnehin kostspielige Vorhaben zusätzlich verteuern. In Österreich ist es verboten, CO2 in der Erde zu speichern, weil es Bedenken wegen möglicher Umweltschäden gibt. Der zuständige Minister Magnus Brunner hat sich für die Aufhebung des Verbots ausgesprochen. Die Zustimmung aus dem grünen Klimaschutzministerium fehlt aber noch. Es ist Montag, 12.30 Uhr und das heißt in ORF3 aktuell, es ist wieder Zeit für Fakten mit Profil, unsere Rubrik, in der wir Aussagen von Politikerinnen und Politikern oder aus dem politischen Umfeld genau unter die Lupe nehmen und auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. In dieser Ausgabe geht es um den Nutzen der Corona-Impfung und eine Aussage von FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kanyak. Er behauptet, dass die Welt über den Nutzen und die Wirkung der Covid-Impfstoffe getäuscht worden ist. Was er in einer Presseaussendung geschrieben hat, das schauen und hören wir uns jetzt an. Spätes EMA-Geständnis beweist, dass Corona-Impfung nie vor Ansteckung schützte.
Und das wollen wir jetzt genauer beleuchten. Dazu begrüße ich den Chef des Faktenchecks beim Nachrichtenmagazin Profil, Jakob Winter, bei mir im Studio. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Winter, was ist denn an dieser Aussage dran? Hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA einen Fehler zugegeben, dass die Corona-Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt? Ich muss das hier so deutlich sagen, das ist ein kompletter Topfen. Es ist falsch. Die Öffentlichkeit wurde nicht getäuscht. Wie Sie es richtig angesprochen haben, ist die EMA für die Prüfung der Impfstoffe zuständig. Und sie haben natürlich auch den Covid-Impfstoff geprüft. Und da standen zwei zentrale Fragen einmal zu Beginn im Raum. Erstens, wirkt die Impfung, und zwar in dem Kontext, dass sie mich vor einer schweren Infektion, vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt? Die Antwort war ja. Und die zweite Frage war, schützt sie mich, ohne dass sie häufige Nebenwirkungen auslöst? Und auch da war die Antwort ja. Und deshalb hat man die Impfstoffe zugelassen. In der ersten Zulassungsstudie war die Frage, ob die Impfung zusätzlich noch davor schützt, dass sich das Virus weiter übertragen kann, gar nicht das Thema. Das heißt, die EMA kann gar kein Geständnis ablegen, dass das nicht so ist, denn das steht seit 2020 in der Zulassungsstudie und war immer bekannt. Heißt das dann aber jetzt, dass man nicht genau weiß, ob sich geimpfte Personen seltener anstecken und das Virus weniger leicht übertragen werden kann? Das wäre jetzt ein Trugschluss, nur weil es in der ursprünglichen Zulassungsstudie nicht untersucht wurde, gibt es jetzt trotzdem wissenschaftliche Evidenz inzwischen dafür, dass die Corona-Impfung die Gefahr einer Übertragung zumindest reduzieren kann. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Es hängt ein bisschen davon ab, vom Setting. Also, wie lange ist meine letzte Impfung her? Wie ist sozusagen mein genereller Gesundheitszustand? Und auch mit welcher Virusvariante habe ich es zu tun? Und je nach dem Setting kann die Corona-Impfung in zu 30-90% eine Übertragung des Viruses auf einen anderen Menschen auch unterbinden. Also nicht zu 100%, aber sie hilft dabei mit, das Virus und die Ausbreitung desselben einzudämmen. Wie kommt denn der FPÖ-Gesundheitssprecher darauf, dass eben eine Corona-Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt? Wie er darauf kommt, das müsste man den Herrn Kaniak fragen. Fakt ist, also diese aktuelle Diskussion über eine ganz alte Studie, wie ich schon gesagt habe, eine 3 Jahre alte Studie, hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen, weil rechte, sehr rechte, muss man sagen, EU-Abgeordnete, also sozusagen internationale Parteifreunde vom Herrn Kaniak, die EMA mit einem Fragenkatalog eingedeckt haben. Das ist das Recht der EU-Abgeordneten. Und die EMA hat dann geantwortet und gesagt, ja, Sie haben recht, wir haben in unserer ursprünglichen Studie einfach nicht untersucht, ob auch die Übertragung sozusagen unterbunden wird. Das heißt aber eben, wie gesagt, nicht, dass es nicht trotzdem ein Effekt der Impfung sein kann. Und das ist, wie gesagt, jetzt auch wissenschaftlicher Konsens. Ja, ich halte es hier nochmal fest, die Impfung kann auch die Übertragung des Viruses unterbinden. Nicht zu 100%, aber sie hilft dabei mit. Was wollen denn nun die politischen Parteien damit bezwecken? Darüber kann ich jetzt auch nur spekulieren, aber wenn man sich die letzten Landtagswahlen anschaut, beispielsweise in Niederösterreich im vergangenen Jahr, dann sieht man ganz einfach, dass Corona, dieses Megathema, für eine gewisse Wählergruppe immer noch relevant ist und dass es da Leute gibt, die offenbar das Gefühl haben, dass sie eine offene Rechnung begleichen müssen mit der Politik, mit den Regierenden. Und das versucht natürlich eine klassische Protestpartei, wie sie die FPÖ ist, sich zunutze zu machen. Und sie versucht, dieses polarisierende Thema weiter am Köcheln zu halten. Leider, und das ist jetzt nicht zum ersten Mal, auch mit Falschinformationen. Dann sage ich vielen Dank für diesen interessanten Faktencheck, Jakob Winter, und den Besuch bei uns im ORF3 Aktuellstudio. Herzlichen Dank für die Einladung. Und das war Fakten mit Profil für diese Woche. Wenn Ihnen zu Hause etwas auffällt, das Ihnen nicht ganz richtig vorkommt, dann schreiben Sie uns Ihre Hinweise gerne an orf3-info@orf.at. Nach dem Vulkanausbruch in der Nacht auf Sonntag in Island beruhigt sich die Lage leicht. Der Erdriss dürfte über 1 Kilometer lang sein. Eine Stadt nahe Reykjavik musste evakuiert werden. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavik, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavik, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrín Jakobsdóttir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island.
Und am Vormittag habe ich hier in ORF 3 aktuell mit der Vulkanexpertin Ulla Lohmann gesprochen und sie gefragt, wie schwarz der Tag für Island tatsächlich war. Unglaublich. Also ich war selbst schon oft dort, aber ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, wie die Menschen fühlen müssen, wenn sie das auch live im Fernsehen sehen, wenn ihre eigenen Häuser von der Lava überrollt werden. Ja, die kleine Stadt, Hafenstadt Grindavík ist zum zweiten Mal jetzt geräumt worden. Der Lavastrom hat Häuser in Brand gesetzt. Sie waren, wie Sie jetzt selbst gesagt haben, ja schon einmal dort. Wie können wir uns das Leben dort denn vorstellen? Das ist ein sehr kleiner, beschaulicher Ort an der Küste. Die Menschen haben sehr gute Restaurants, tolle Cafés, haben immer Zeit für ein Schwätzchen auf den Lippen. Also ich habe mich dort sehr willkommen gefühlt. Und ich kenne auch die Bilder von den Häusern, wie sie noch standen, und sehe jetzt, wenn da die Lava drüber rollt, das ist schon unvorstellbar, was die Leute damit machen müssen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Menschen leben mit aktiven Vulkanen. In Island bricht ungefähr alle 5 Jahre im Schnitt ein Vulkan aus. Man muss damit rechnen. Aber wenn es dann passiert, ist natürlich noch was, eine ganz andere Situation. Sie sind ja Vulkanexpertin. Momentan versucht man, die Lavamassen umzuleiten. Wie realistisch ist das denn? Jein. Also man hat seit der letzten Eruption im Dezember angefangen, Erdwälle zu bauen. Aber anscheinend ist eine Eruption fand direkt in den Erdwällen statt, also quasi außerhalb, das hat es aufgehalten, in der Stadt. Wenn da eine Spalte aufgeht, helfen die Erdwellen natürlich nichts. Am Ätna hat man das relativ erfolgreich gemacht. Da hat man bei einigen Eruptionen die Lavaströme gut umleiten können, aber man kann es nicht wirklich vergleichen. Die Lava fließt natürlich viel schneller, sie fließt auch anders, hat eine andere Zusammensetzung. Wie erfolgreich das sein wird, das muss ich erst zeigen. Also im Moment haben leider die ersten Häuser gezeigt, dass das nicht so erfolgreich war. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass es noch was bringt. Wir sehen gerade eben auch die brennenden Häuser. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren. In Island lebt man, wie Sie auch schon gesagt haben, mit Vulkanen mehr oder weniger zusammen. Gibt es denn dort auch ein Auffangnetz für die Menschen, die jetzt ohne Hab und Gut und ohne Haus dastehen? Ja, zum Glück. Also ich habe selbst viele Freunde in Island, viele Vulkanfotografen, die auch dazu aufrufen, zu spenden. Man kann im Roten Kreuz spenden, man kann auch dem Zivilschutz Geld spenden. Die Menschen dort werden auch vom Staat unterstützt. Es gibt temporäre Quartiere, es gibt genug Essen. Sie müssen nicht auf der Straße sein, sie müssen keinen Hunger leiden. Und das ist sehr, sehr gut so, weil das ist nicht in allen Ländern gegeben. Also ich bin für meine Arbeit rund um die Welt unterwegs und habe leider ganz andere Beispiele sehen dürfen oder sehen müssen. Ja, Sie forschen ja schon länger in Vulkangebieten und sind eben auch Expertin für Menschen, die in der Nähe von aktiven Vulkanen leben. Wie gefährlich ist denn das Leben von Menschen, die eben dort in der Nähe von Vulkanen leben? Naja, der Vulkan gibt und nimmt. Also man hat natürlich diese fruchtbare Erde, man hat auch einen Vorteil, wie zum Beispiel durch den Tourismus. Aber man muss auch damit rechnen, dass der Vulkan einem alles nehmen kann. Wie zum Beispiel auf La Palma, da wurden auch viele Häuser zerstört. Oder wie in Indonesien, wo über 200 Menschen ums Leben kamen durch einen Vulkanausbruch. Wann, denken Sie, Ihrer Einschätzung nach, wird sich die Situation in Island wirklich entspannen? Also, naja, geologisch gesehen muss man sagen, es entspannt sich nie, weil in Island sitzt man ja auf dem brodelnden Pulverfass der Vulkane. Aber man muss auch sagen, die Vulkane werden sehr gut überwacht. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Gebieten, man hat ein tolles Netzwerk, was auch frühzeitig vor Eruptionen warnen kann. Und deswegen denke ich, wird ein erneuter Vulkanausbruch auch sich ankündigen, dann werden auch wieder keine Menschen ums Leben kommen. Aber wann die Situation sich für die Menschen in Grindavík entspannt, das kann ich leider nicht sagen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Warnsystem funktioniert ja recht gut. Ja, man hat alle rechtzeitig evakuiert. Man konnte das durch Beben auch sehen und es ist kein Mensch umgekommen. Das ist die gute Nachricht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und den Besuch von Ihnen bei uns im ORF 3 Aktuell-Studio, Frau Lohmann. Dankeschön. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt in die USA.
Denn dort werden jetzt die ersten Pflöcke für die Präsidentenwahl im November eingeschlagen. Heute findet die erste einer Reihe von Vorwahlen in den Reihen der Republikaner statt, bei denen sie entscheiden, wer für sie ins Rennen um das Weiße Haus geht. Wieder Donald Trump, der schon einmal US-Präsident war, der allerdings jede Menge Gerichtsverfahren am Hals hat, oder die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley oder der Gouverneur von Florida Ron DeSantis. Es wird ein heißer Tag heute in Iowa, trotz Temperaturen weit unter Null. Es ist kalt in Iowa. Am Montag soll die Temperatur auf minus 28 Grad Celsius sinken. Und das Wetter fordert nicht nur auf den Straßen seine Opfer. Donald Trump hat 3 von 4 geplanten Auftritten abgesagt. Seinen Anhängern rät er das Gegenteil. Trotz dem Wetter rettet Amerika. Nathan van de Voort bewirtschaftet mit seinem Vater und seinem Bruder mehr als 1000 Hektar, eine Stunde außerhalb der Hauptstadt Des Moines. Mais und Soja, vieles davon geht in den Export nach China. Das Verhältnis zu China ist eines der großen Themen im anlaufenden US-Wahlkampf. Für den Trump-Fan Nathan hatte der ehemalige Präsident bessere Konditionen für US-Bauern ausgehandelt. Sie haben uns im Griff, sagen, was wir machen müssen. Früher war es umgekehrt. Wir haben den Markt bestimmt. Vor allem, als Donald Trump im Amt war. Er hat gute Deals gemacht. Im vergangenen September hat Donald Trump die Farm der Van der Voorts besucht. Die vom ehemaligen Präsidenten handsignierte Verkleidung des Mähdreschers hat einen Ehrenplatz in der Scheune bekommen. Das ist seine Unterschrift. Ich habe das Teil vorher gereinigt. Er hat es gerne signiert. Ehrlich sei der ehemalige Präsident, sagt Nathan van der Voort, stehe zu seinem Wort, setze um, was er ankündigt. Und unter ihm war Treibstoff deutlich billiger. Es ist hart. Früher hat Diesel 1,90 Dollar pro Gallone gekostet, dann knapp 5 Dollar. Wir verbrauchen mit unseren Maschinen 800 Liter am Tag. 200 gallon of fuel a day. Die Anklagen gegen Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung, wegen seiner Rolle am 6. Jänner 2021 oder wegen der Geheimdokumente in Florida sind für den 27-Jährigen keine Gründe, Trump nicht zu wählen. I don't look into it because, you know, I really can't control. Ich weiß es nicht, kann es nicht überblicken. Man weiß nicht, was man glauben kann. You never know what to believe and what to believe and not to believe. Bruder Cole ist noch unentschlossen, sorgt sich um die Siegchancen von Trump als Kandidat bei der Wahl im November. Wir mögen Joe Biden nicht und es muss ihn wer schlagen. Trump hat das beim letzten Mal nicht geschafft. Vielleicht DeSantis, denke ich. Dass die Kälte das Ergebnis in Iowa verändern könnte, glaubt man hier nicht. Montagabend gehen die Van der Voorts zur Abstimmung. Ein Bericht von Thomas Lang, Paul, war das, und wir schalten in Kürze live zu ihm in die USA. Davor gibt es aktuelle Meldungen in unserem ORF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Die ÖVP hat beim heutigen Bundesparteivorstand Reinhold Lopatka zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gekürt. Lopatka ist derzeit außenpolitischer Sprecher der ÖVP im Nationalrat. Die Entscheidung für Lopatka ist im Vorstand einstimmig gefallen. Heute treffen sich die Geldgeber der Signa-Gesellschaften Signa Prime und Signa Development. Das Treffen wird darüber entscheiden, ob das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung geführt wird. Dann könnten die bisherigen Geschäftsführer die Unternehmen weiterführen und Notverkäufe verhindert werden. Dafür müssten die beiden Signa-Gesellschaften 30% ihrer Schulden bezahlen. Und das schaffen sie nur mit einer Geldspritze von 350 Millionen Euro. Ob sich Investoren für eine weitere Finanzierung der Signa-Töchter entschieden haben, ist noch nicht bekannt. Im US-Bundesstaat Iowa findet bei eisiger Kälte die erste Abstimmung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Die letzten Umfragen sehen Ex-Präsident Donald Trump deutlich in Führung. Spannung herrscht im Rennen um Platz 2 zwischen der ehemaligen UNO-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Sie wollen Iowa als Sprungbrett für die weiteren Vorwahlen nutzen. In Berlin protestieren erneut über 10.000 Landwirtinnen und Landwirte gegen das Aus der Dieselvergünstigungen in der Landwirtschaft.
Die heutige Kundgebung ist der Höhepunkt der Aktionswoche, in der die Bauern bundesweit gegen die Pläne der Ampelregierung mobil gemacht haben. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt auf Druck Dialogbereitschaft. An den Plänen für das Aus des Dieselprivilegs soll sich aber nichts ändern. In Island ist zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava hat sogar Häuser im evakuierten Küstenort Grindavík, südwestlich von der Hauptstadt Reykjavík, in Brand gesetzt. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdóttir bezeichnet den Tag des Vulkanausbruchs als schwarzen Tag für ganz Island. Und wir kommen jetzt noch einmal zu den Vorwahlen in den USA. Die beiden großen Parteien wählen in den USA ihren Präsidentschaftskandidaten erst auf den Parteitagen im Sommer. Die Parteitagsdelegierten, die richten sich dabei im Regelfall nach dem Ergebnis der Vorwahlen in ihrem jeweiligen Heimatstaat. Und wir gehen jetzt live in die USA zu unserem USA-Korrespondenten Thomas Lang. Paul, bei Ihnen ist es jetzt kurz vor 6 Uhr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Österreich. Ja, auf republikanischer Seite beginnen die Vorwahlen heute in Iowa im mittleren Westen, ein eher kleinerer Staat mit weniger als 4 Millionen Einwohnern. Welche Signalwirkung kann denn trotzdem von diesen allerersten Vorwahlen ausgehen? Ja, die Signalwirkung ist eigentlich historisch bedingt. Es ist eben die erste Vorwahl in diesem gesamten Wahlkampf. Die Republikaner, die republikanischen Parteimitglieder sind aufgerufen, ihren Kandidaten über ihre Kandidatin abzustimmen. Und die Signalwirkung erschöpft sich daher, dass das eben die erste Vorwahl ist und das erste Testsignal und der erste Hinweis darauf, wie die Menschen wirklich abstimmen. Bis dahin gibt es ja nur Umfragen. Und in diesen Umfragen führt Donald Trump haushoch mit großem Abstand vor seinen Konkurrenten und seiner Konkurrentin Nikki Haley, die ehemalige UNO-Botschafterin unter Donald Trump, und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Wir werden nach diesen Vorwahlen, die heute Abend hier stattfinden, im ganzen Bundesstaat wissen, wie die Stimmungslage tatsächlich ist. Nicht nur nach Umfragen, sondern nach tatsächlichen Wahlergebnissen. Interessant ist historisch, dass die Sieger hier in Iowa tendenziell dann nicht diejenigen waren, die von der Partei nominiert worden sind ins Präsidentenrennen. 2016 zum Beispiel, vor der Wahl Donald Trumps, hat Donald Trump hier in Iowa nicht gewonnen, ist nur an der zweiten Stelle durchs Ziel gegangen. Sie haben es gerade auch angesprochen, laut Umfragen gilt ja Ex-Präsident Donald Trump als klarer Favorit. Welcher der beiden Konkurrenten hat denn die größeren Chancen? Es gibt zwei direkte Konkurrenten zu Donald Trump. Das ist eben Nikki Haley aus South Carolina und Ron DeSantis aus Florida. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen laut Umfragen. Interessant dabei, aus Florida, Ron DeSantis galt lange als der Kandidat, um Donald Trump abzulösen. Er war quasi der Kronprinz. Viele haben gesagt, er ist wie Donald Trump, er agiert wie Donald Trump, hat aber nicht diesen Rucksack an Problemen, an juristischen Problemen und moralischen Problemen, die Donald Trump anhaften. Und das hat sich im Lauf dieses Wahlkampfs, im Lauf der letzten Monate etwas abgeflacht. Seine Umfragewerte sind nicht gestiegen, im Gegenteil eher gefallen. Der Abstand zu Nikki Haley ist kleiner geworden. Und laut den letzten Umfragen hat Nikki Haley Ron DeSantis sogar überholt. Aber wenn man hier im Land unterwegs ist, es gibt schon viele Republikaner, die sagen, Donald Trump ist mir zu radikal, der ist ein bisschen zu spaltend in der Gesellschaft, aber Ron DeSantis wäre mein Kandidat. Also es könnte auch Überraschungen geben, was die Reihung der drei betrifft, wenn sie durchs Ziel gehen nach dem heutigen Abend. Es ist zu knapp, um wirklich vorherzusagen, wer jetzt Donald Trump wirklich gefährden könnte. Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen, Donald Trump wird wohl heute als erster durchs Ziel gehen, aber mit einem starken Abschneiden einer der beiden anderen Kandidaten könnte die Ausgangslage für die nächsten Vorwahlen in New Hampshire geschaffen werden, um dort möglicherweise zu gewinnen und Donald Trump zu schlagen. Also ein wichtiger Tag heute. Mitten in diese Vorwahlen platzt im März dann auch der Prozess gegen Donald Trump wegen des Vorwurfs zum gewaltsamen Sturm auf das Parlament im Jänner 2021 angestachelt zu haben, um damals den Beschluss zum Wahlsieg seines Konkurrenten Joe Biden zu verhindern. Wie sehr kann denn das seine Chancen auf das Präsidentenamt verkleinern?
Ja, es kommt darauf an, ob dieser Prozess oder ein anderer Prozess, in den er verwickelt ist, noch vor den Wahlen im November abgeschlossen wird und zu einem Urteil kommt. Laut Umfragen sagen tatsächlich viele Trump-Anhänger, dass eine Verurteilung Trumps ihre Wahlentscheidung noch beeinflussen könnte. Derzeit ist es ja so, dass die Anklagepunkte keinen Einfluss haben auf seine Popularität, seine Beliebtheit nicht fällt dadurch. Aber wenn es tatsächlich zu einer Verurteilung kommt, dann könnte sich dieses Bild ändern. In den vergangenen Wochen und Monaten hat Donald Trump aus seinen juristischen Problemen politisches Kapital geschlagen. Er ist aufgetreten als einer, der verfolgt wird. Alle sind gegen ihn. Das ist so die Grundbotschaft. Er hat sich bei einer Rede hier gestern mit Al Capone verglichen, der nur einmal angeklagt wurde. Er sei viermal angeklagt worden. Also bis jetzt haben ihm diese juristischen Probleme politisch nicht geschadet. Kommt es zu einer Verurteilung, könnte sich das ändern. Viele sprechen ja schon jetzt vom verrücktesten und schrägsten Wahlkampf aller Zeiten. Donald Trump etwa werden bisher über 3000 Unwahrheiten und Lügen bezüglich politischer Aussagen nachgewiesen. Was ist denn da noch zu erwarten? Ja, es ist schon ganz bemerkenswert. Wahlkämpfe sind ja tendenziell nie Zeiten, wo man Worte von Politikern auf die Goldwaage legen kann. Aber politische Kommunikation ist schon zu einer ganz besonderen Märchenstunde verkommen hier. Es werden Dinge erzählt, die nicht nur nicht stimmen, sondern wo das Gegenteil wahr ist. Das macht Donald Trump sehr gerne. Er erzählt zum Beispiel, dass unter ihm die Wirtschaft besonders gut war, die beste, die es je gegeben hat. Tatsächlich ist jetzt die Arbeitslosigkeit niedriger, die Zahl der Jobs, die geschaffen werden, ist höher. Das Wachstum ist höher. Wir haben Inflation, das ist richtig, die gab es vor 4 Jahren nicht. Aber an den Basisdaten, mit den Basisdaten lässt sich diese Behauptung einfach nicht belegen. Und so geht es in ganz vielen Bereichen zu, dass Dinge behauptet werden, die nachweisbar und nachvollziehbar nicht stimmen, hat aber scheinbar keinen Einfluss auf die Wählerschaft. Viele glauben, was er sagt, glauben es geradezu in einer religiösen Art, dass es nicht hinterfragt wird. Und das ist schon eine neue Ebene der Verbreitung von Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Thomas Langpaul, für diese Live-Informationen aus den USA und Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir kommen damit zurück nach Österreich. Wohnung wechseln oder jetzt gar eine kaufen? Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in diesem Jahr, nachdem die letzten, egal ob für Mieter oder Käufer, keine leichten Jahre waren? Steigende Preise waren bis vor kurzem die Norm, besonders bei Mieten. Barbara Piontek hat recherchiert. Wer in Wien eine Wohnung kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei über 5000 Euro. Im letzten Jahr sind die Preise zwar leicht gesunken, allerdings nicht im Neubau und im sanierten Altbau. Mit einem Preisanstieg wird auch heuer gerechnet, allerdings mit moderaten 1-2%. Warum gibt es keine sinkenden Preise? Einfach, weil das Angebot sehr knapp ist. Es wurden vergangenes Jahr in Summe 12.500 Wohnungen errichtet. Im heurigen Jahr werden es nur 8.000 Wohnungen sein. Und fürs nächste Jahr werden sogar nur 7.000 Wohnungen in die Fertigstellung gelangen. Der Grund dafür: Bauprojekte rechnen sich aufgrund der gestiegenen Zinsen und Lohnkosten für Projektentwickler nicht mehr so wie in den Jahren vor der Teuerung. Derzeit wird in der Branche vielerorts abgewartet und auf bald wieder sinkende Zinsen gehofft. Rosig sieht die Welt auch für Mieter und Mieterinnen nicht aus. Der Mietmarkt ist laut Expertin durch die Entwicklung beim Eigentum zusätzlich unter Druck. Wir haben einen Eigentumsmarkt, wo die Transaktionen massiv zurückgehen. Gründe dafür sind Zinserhöhungen und auch die verschärften Kreditrichtlinien. Aus diesem Grund konzentriert sich sehr viel auf den Mietmarkt. Denn wer nicht kaufen kann oder zögert, der geht in die Miete. Mit einem Anstieg der Mieten im Neubau, also allen Häusern, die nach 1945 gebaut wurden, ist auch heuer zu rechnen. Die meisten Mietverträge enthalten eine Indexanpassung und die Inflation ist zuletzt wieder gestiegen. Bei diesen Mieten wird auch der von der Bundesregierung zuletzt beschlossene Mietpreisdeckel nicht schlagend.
Und wir kommen jetzt zu einem kurzen Roundup des heutigen Vormittags und frühen Nachmittags. Fritz Dietelbacher, Politikkenner, hier bei uns heute schon die ganze Zeit zur Analyse. Ja, der ehemalige Staatssekretär und ÖVP-Generalsekretär Reinhold Lopatka wird ÖVP-Spitzenkandidat bei der kommenden EU-Wahl im Juni werden. Das ist seit kurzem fix. Damit stehen jetzt zumindest fast alle österreichischen Spitzenkandidaten. Naja, die von den drei größten Parteien stehen sie fest. Andreas Schieder wird für die SPÖ wieder antreten, Harald Wilimski wieder für die FPÖ und Reinhold Lopatka wird jetzt eben der Spitzenkandidat der ÖVP, nachdem der bisherige Frontschwarze, muss man in dem Fall sagen, nämlich Ottmar Karas, der auch Vizepräsident des Europäischen Parlaments war, erklärt hat, nicht mehr für die ÖVP antreten zu wollen. Offen sind dann noch die Grünen und die Neos. Bei den Neos startet heute eine Abstimmung. Da haben sich gleich 16 Männer, muss man sagen, nur Männer, für die Nummer 1-Position bei der Wahl beworben. Darunter ist Helmut Brandstätter, der bisherige Nationalratsabgeordnete, ehemalige Kurier-Chefredakteur. Dürfte gute Chancen. Und der hat offensichtlich ganz gute Chancen. Die Parteichefin hat sich schon für ihn ausgesprochen. Ein anderes wichtiges Thema. Heute ist wieder einmal ein wichtiger Tag für den Signa-Konzern. Am Wiener Handelsgericht kommen in Kürze die Gläubiger von Signa Prime und Signa Development zusammen. Beides Töchter des Signa-Konzerns, beide zahlungsunfähig. Was wird denn da heute ab 13 Uhr circa passieren? Es wird darüber entschieden, ob man sozusagen noch eine Chance sieht, dass man in einen geregelten Ausgleich kommt. Das heißt, mehr als 30% zumindest Quote. Die Firmen bestehen weiter. Das ist die Hoffnung der Signa und auch des Sanierungsvorstands Grosnick, der in der Signa eingesetzt wurde. Das ist ein wirklich erfahrener österreichischer Sanierer und der hat gesagt, man braucht 350 Millionen bis heute, dann kann man die Signa retten, im Prinzip als Konzern mit Ausgleich, aber dennoch rettbar. Die Frage ist, ob die 350 Millionen zustande kommen. Grosnick hat gesagt, man braucht sie heute. Der bisherige Signa-Beiratschef Gusenbauer hat am Wochenende gesagt, na, das Datum ist nicht in Stein gemeißelt. Da gibt es vielleicht noch eine Frist, aber die große Frage ist natürlich, wer sollte denn jetzt in diese Unternehmen investieren? Na, es können wohl nur die, die jetzt schon beteiligt sind, denn die haben ein Interesse daran, dass es doch irgendwie weitergeht, dass sie keinen fast Totalverlust einfahren müssen. Wenn es weitergeht, dann sind zumindest die 30% mal da, plus es kann sich auch wieder erholen. Darum hat sich auch schon Hans-Peter Haselsteiner, einer der größten Anteilseigner, letzte Woche schon dafür ausgesprochen, es noch einmal zu probieren. Er wäre beteiligt. Ob die anderen Großinvestoren von Signa dazu bereit sind, weiß man nicht. Sie haben bisher nur gesagt, das Ansuchen ist an sie herangetragen worden. Bleiben also spannende Stunden für Signa. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Wenn das alles nicht klappt, dann bleibt wohl nur noch der Konkurs. Dann wird es in einem Konkurs enden, ja. Darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Vielen Dank dir, Fritz Dietelbacher, für deine heutigen Analysen hier in ORF3 aktuell. Gerne. Und das war auch schon ORF3 aktuell heute an diesem Montag. Um 19.20 Uhr gibt es dann das Neueste aus unserem Land und aus der Welt in Aktuell am Abend mit Teresa Kulovic. Haben Sie noch einen schönen Tag mit dem Programm von ORF3. Auf Wiedersehen.